Jetzt sind Also wir wenn er online. jetzt läuft, heißt es, dass wir jetzt schon mal anfangen Super. können zu reden, ne? Der Hangout Ja. läuft bereits, Leute. Achso. Ja. Hallo. So, hallo und herzlich willkommen auch Hallo. bei Vision TV mit Last Night Living und Zerterschnitt. Wir wollen mit euch Hallöchen. über Audio- und Videoproduktion sprechen. Was braucht ihr dafür? Equipment. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal eine kleine Vorstellungsrunde. Die anderen zwei Protagonisten, Marc Molter und Klaus Krauker, werden dann dazustoßen. Ja, und ich würde mal sagen, dass es eine gute Runde wird. Ja, stellt euch erstmal vor. Oh, willst du Last Night anfangen? Living, bist du dran? Nee, fang du mal an. Ja, mein Name ist Sir Trashnet vom Kanal Sir Trashnet und was, ja, ich mache Videos auf YouTube jetzt seit Oktober 2012. Nein, eigentlich habe ich Mitte, ist ja auch egal. Und ja, ich wurde hier eingeladen, hier bin ich und größtenteils eher im visuellen Bereich als im Audiobereich. So. Und damit gebe ich erstmal weiter an Herrn Last Side Living. Die Seite, genau die Seite. Hey! Hallo Marc übrigens. Hi. Hallo Marc. Ja, also ich bin Last Side Living, also das ist mein Pseudonym. Ich heiße tatsächlich nicht so. Unglaublich. Wow. Ja, ich bin seit 2008 auf YouTube, mache schon wesentlich länger Filme. Habe aber 2008 dann irgendwann mal so Kurzfilme hochgeladen. Das war nicht ernst, wirklich gemeint so. Aber für YouTube selber produziere ich Videos seit etwa 2010. Und ja, so richtig, was ich eigentlich mache, sind hauptsächlich so Tutorial-Videos zu momentan sehr viel Audacity. Audacity, richtig ausgesprochen. Und ab und zu ganz seltsame Videos, die man nicht so richtig beschreiben kann, weil ja, es ist komisch. Und dann gebe ich weiter an Marc. Andere Richtung, oder? Andere? Oder? Ja. Egal. So, jo. Also, ich bin der Marc von M1 Molder und M Molder Video. Mache eigentlich überwiegend Heimwerker-Videos auf YouTube mit M1 Molder und dann meistens so Sonstiges auf M Molder Video über alles Mögliche. Equipment, YouTube und alles Mögliche, was irgendwie interessant ist. Mehr so Sonstiges Videos halt. Wie gesagt, Hauptthema ist bei mir das Heimwerken auf M1 Molder. Jo. Ja, wir sind Teil Vision TV. Wir produzieren Musikvideos. Wir produzieren Beats für YouTuber, die Musik suchen. Und Videos für unabhängige Künstler aus Wolfsburg, Niedersachsen, eigentlich Landkreis Niedersachsen. Wäre noch ganz Deutschland, wenn man so will. Und ja. Neuerdings auch Trailer. Wie bitte? Neuerdings auch Trailer am Ja, das Start. laden wir hoch, aber das ist ganz. Ganz unabhängig von unserem Kanal. Achso, ja, trotzdem gucke ich mir manchmal so nebenbei an. Wenn ich denke, oh, klingt gut. Naja, genug der Werbung. Reiten wir los. Ja, ich bin unabhängiger Künstler. Ich möchte gern Musik produzieren. Was bräuchte ich da eigentlich für Equipment? Das ist jetzt die Frage an euch. Wie soll ich das sagen? Schläge, Vorschläge oder Tipps, Audioprogramme. Also was du fragst quasi, was braucht man, um mit Musik anzufangen? Genau. Speziell Musik, ja, das kommt vollkommen darauf an, was du für Musik machst. Also wenn du Akustikkünstler bist, brauchst du natürlich ein Instrument, irgendwie eine Akustikgitarre oder was weiß ich, halt was du spielst. Und dementsprechend dann Möglichkeiten, das in den Rechner zu übertragen. Das ist erstmal das Grundsätzliche, was du eigentlich brauchst. Wenn du Beatproduzent bist, brauchst du kein Instrument. Dann ist es sinnvoller, in Software zu investieren oder so. Also es ist echt unterschiedlich. Unterschiedlich. Ja, gut, also du machst ja Beats, ne? Ja. Auf deinem Kanal, ne? Richtig. Also wenn man quasi als Beatproduzent anfangen will, ist es logisch, man braucht irgendein Programm, also meistens so ein sogenannter Sequencer, in dem du quasi deine Noten eingibst, Synthesizer einstellen kannst und die dann ja, quasi benutzen kannst, um Beats zu machen. Und als, ja.
Nee, eine kurze Zwischenfrage an Daniel. Hast du Last Sight Living zufällig markiert? Weil ein Kommentar ist, irgendwas läuft mit der Cameraman-App falsch, man sieht sorry. Durchgehen. Ich wusste nicht, dass ich das, ich dachte, das wäre für mich privat, wenn ich jetzt irgendwelche markiere und so. Okay. Nee, du bist Chef, du lenkst das jetzt. Nee, Action, es geht weiter. Was? Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Synthesizer hast du gerade gesagt. Ah, Synthesizer, okay, ja, also du brauchst irgendwas, womit du quasi Töne veranstalten kannst, wenn du keine Musik spielst. Und da gibt es wirklich eine Menge Sachen auf dem Markt, also Kaufprogramme sowieso. Magix ist eine große Marke, wenn es um Einsteiger geht. Auf der anderen Seite FL Studio, früher Fruity Loops, sind mir jetzt so die bekannteren Sachen, wo man quasi als Einsteiger rangehen kann. Auf der kostenlosen Seite gibt es natürlich auch was, also Linux Multimedia Studio kann man auch für Windows verwenden und ich glaube sogar Mac, bin ich mir aber nicht sicher. Wobei es bei Mac ja GarageBand gibt, womit man das auch machen kann. Also so für die Einsteiger würde ich echt empfehlen, so sich mal in die kostenlose Richtung zu orientieren und mal zu gucken, wie das ist, oder ein günstiges Produkt zu kaufen. Also ich habe damals zwar, also ich habe keine Beats produziert, aber ich habe auch mit dem Magix Music Maker angefangen. Und das ist eine gute Sache. Ich meine, ich benutze es heute nicht mehr, aber ich würde schon sagen, dass es eine gute Investition war. Ja, mit Magix habe ich übrigens auch angefangen. Aber man entwickelt sich ja weiter. Deswegen bin ich auch dann zu FL Studio gegangen, beziehungsweise hat mich das geholt und habe mich da mal angetastet. Und läuft eigentlich ganz gut. Ich meine, du kannst auch als Profi damit arbeiten, das ist gar keine Frage. Ist halt nur die Sache, irgendwann willst du gewisse, ja, sage ich mal, Arbeitsabläufe und Funktionen automatisiert haben, die so in dem Programm dann nicht vorhanden sind. Also die Stärke des Programms wird dann gleichzeitig zur Schwäche, weil du halt einen einfachen Einstieg hast, alles ist einfach zu bedienen, aber du kannst dann eben nicht die Einstellungen so fein machen, wie du sie gerne hättest in Profi-Programm. Also Profi-Programm. Was ist denn das beste Aufnahmeequipment, was zum Thema Gesang ist? Ich habe Cubase soll wohl das Beste sein. Gibt es noch bessere? Was gibt es für kostenlose Programme, die man benutzen kann für Gesang und dies, das? Kein Bestes. Also das muss man echt sagen. Ich sag mal so, man muss, glaube ich, viel ausprobieren, wenn man sich da reinfinden will, weil es ist so, dass nicht für jeden das eine Programm das Beste ist oder das andere, sondern man hat so gewisse Vorlieben, also sei es bedienungsmäßig oder sei es einstellungsmäßig. Cubase ist halt super in Tonstudios angekommen und gerade auch für so sage ich mal, so Home-Recording-Künstler, da hat es halt so ein bisschen seinen Platz drin. Ich persönlich bin Fan von Prisonus Studio One, weil du da unglaublich viel Drag-and-Drop hast und alles sehr flüssig ist, also du hast halt sehr einfach und sehr schnell kannst du Sachen bedienen. Und dann, aber es, also jede DAW hat so ihre Stärken und Schwächen. Und also DAW, Digital Audio Workstation, ist im Prinzip so ein Programm, mit dem, also so ein kleines Tonstudio im Computer, könnte man sagen. Da ist dann ein Mixer drin, da sind Aufnahmespuren drin, da kann man eben so Sachen machen. Und im Prinzip sind alle, oder sind sehr viele, Musikprogramme unter diesem Begriff zusammengefasst. Weil du damit zum Beispiel, also mit DAWs kannst du auch Beats produzieren, aber zum Beispiel sowas wie FL Studio, was mehr so ein Sequencer ist, der ist besser dafür geeignet, weil du dich halt mehr auf die Beats konzentrierst und dann dementsprechend Funktionen hast. Aber um nochmal zurückzukommen, wie finde ich die beste DAW? Also das ist ein bisschen ähnlich wie bei Spielen, sich Demos runterladen. Und einfach mal gucken, okay, wie ist das? Wie fühlt sich das für mich an? Aber ich glaube, da ist es natürlich ein echtes Problem, sage ich mal, einen Einstieg zu finden. Also zu sagen, okay, wie lerne ich überhaupt damit umzugehen? Und da ist es natürlich sinnvoller, so eine einfachere DAW zu nehmen. Und wie gesagt, Magix Music Maker ist im Prinzip nichts anderes als so eine DAW. Zwar in einer schon vereinfachten Version, aber es hat alle Funktionen, die man dafür braucht. Und also das würde ich einem Einsteiger, sage ich mal, empfehlen. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und sich ein bisschen auch bereit ist, da reinzuarbeiten, dem würde ich zum Beispiel Studio One Free empfehlen von Presonus.
Das ist eine DAW, die auch von Profis benutzt wird, nur halt in der freien Version. Die ist auch relativ unbeschränkt. Und da hat man dann halt schon so ein eher professionelles Programm. Da hat man natürlich wenig, was einen an die Hand nimmt. Aber was ich natürlich immer klasse finde, ist, wenn sich Leute tatsächlich die Arbeit machen und auch Open-Source-Programme benutzen. Also ich finde auch, für den wirklichen Anfang, ja, braucht man auch gar keine DAW. Da kann man auch durchaus mit Audacity oder also mit einfachen Aufnahmeprogrammen sich mal dran versuchen und mal so ein paar Effekte ausprobieren und so. Und damit hat man dann einfach einen guten Start, ohne viel Geld ausgegeben zu haben und man dann vielleicht gar nicht weiß, ob man dieses Geld wirklich gut investiert hat, weil man gar keinen Spaß mehr dran findet. Also wer es kann, wer die Geduld hat, dem würde ich empfehlen, Audacity, Linux Multimedia Studio, bisschen drin rumprobieren. Es gibt auch ja Tutorials dazu, natürlich. Es gibt auch von mir Tutorials. Yeah. Und da einfach sich mal reinprobieren. Und wenn es einem nicht so viel Spaß macht, ja, also ich meine jetzt abgesehen von den Bedienungsschwierigkeiten, die bei Open Source irgendwie fast immer dabei sind, wenn es einem nicht so viel Spaß macht, dann sollte man sich vielleicht überlegen, okay, liegt es an der Musik, liegt es an der Bedienung? Wenn es an der Musik liegt, dann ist es gar nicht so sinnvoll, viel Geld auszugeben. Wenn man sagt, hey, eigentlich macht mir das Spaß, so Musik zu machen und so, aber ich komme nicht mit zurecht so richtig, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, sich mal mit Magic's Music Maker zu beschäftigen. Es gibt da ja schon irgendwie Versionen für unter 100 Euro. 59 müsste die günstigste sein. Ja? Mhm. Also das ist, finde ich, ein Preis, der ist locker in einem Weihnachtsgeschenk drin oder so. Also ich denke, das ist kein rausgeschmissenes Geld. Ich wollte gerade sagen, Marc hat gerade ein bisschen genickt. Du hast ja auch bestimmt mit Magix gearbeitet. Ja, mach's immer noch. Also für meine Zwecke reicht das vollkommen aus, weil mein Hauptschwerpunkt immer nicht Musik ist. Das ist, wenn man mal ein bisschen was braucht, kann man sich sehr gut damit helfen. Man hat schöne Loops. Dann gibt es auch noch diese Loops, die heißen Roll Free oder so ähnlich. Mhm. Und die darf man sogar kommerziell nutzen. Leider gibt es die nicht mehr. Also alle aktuelleren Loops sind nicht mehr frei von Magix. Aber ich glaube, bei YouTube gibt es da Ausnahmen. Ich hatte mal Magix angeschrieben und dann durfte ich sie trotzdem benutzen, zumindest für YouTube-Videos. Mhm. Aber man darf jetzt nicht Musik mit erstellen und die dann als sein Eigentum irgendwo vermarkten oder sowas. Da muss man dann auch generell bei den Loops ein bisschen aufpassen mit den Rechten. Das ist halt, da kenne ich mich halt bei den anderen Programmen nicht aus, inwieweit die verwendbar sind. Also das heißt, bei Magix kann man nicht alle wirklich Loops machen? Wo muss man sich denn da wenden? Ich bin jetzt Laie als Magix. Wo muss man sich da wenden? Wen muss man fragen? Ich habe den Support angeschrieben von Magix. Hm. Der antwortet eigentlich ziemlich schnell. Und wie gesagt, es gibt ja auch überall diese älteren Loop-CDs, DVDs noch zu kaufen. Teilweise werden sie auch versteigert oder ähnliches auf eBay. Und da war so ein kleiner runder Button drauf und da stand dann Roll Free oder sowas drauf. Hm. Und da war damals in den Geschäftsbedingungen drin, dass man die verwenden durfte. Aber Magix hat das irgendwie eingestellt. Na gut, einerseits ist auch, die produzieren die ganzen Loops und andere Leute ballern sich damit ihre Musik zusammen und vielleicht sogar kommerziell, das ist dann auch wieder so eine Sache. Ne? Mhm. Ich weiß halt nicht, wie das bei den anderen Programmen ist, ob wie weit die verwendbar sind oder nicht. Gerade für die Leute, die Werbung schalten, wäre das interessant, vorher abzuchecken, inwieweit da die Rechtslage ist. Das wäre ein guter Stichpunkt, ne? Das wäre ein guter Stichpunkt. Stell dir vor, ein Laie holt sich da jetzt da Magix Music Maker und auf einmal wird er auf Schadensersatz angeklagt, weil er nicht gefragt hat. Ja, nicht zwingend. Das kann halt nur eins sein, ihr könnt eure Videos mitunter nicht monetarisieren. Mhm. Oder ihr müsst sie vielleicht, was ich als Videokünstler, sagen wir es mal, richtig scheiße finden würde, wenn ich das mal so sagen darf. Man hat jetzt ein Video produziert, wo sau viel Arbeit drin steckt und hat jetzt Loops drunter gelegt und das Video läuft extrem gut auf YouTube. Jetzt spinnen wir mal ein bisschen rum. Man hat ein Video mit 1 Million Klicks und auf einmal kommt dann hier, hallo, runter mit dem Ding. Das ist doch wie ein Stich ins Herz. Da hat man ja absoluten Hauptgewinn. Ja. Weil dann verliert man das Video, seine ganze Arbeit und die Klicks sind mittlerweile auch weg. Wenn das Video gelöscht wird, verschwinden auch die Klicks auf eurem Kanal. Mhm. Aber wie gesagt, das würde ich nicht nur auf Magix beziehen, das Problem. Könnte auch bei anderen Loops der Fall sein. Ja, genau. Also deswegen ist auch immer so Vorsicht mit Loops. Also ich weiß von Magix, dass es da dieses Problem gibt. Bei anderen DAWs, also bei den teureren Sachen, ist es so, dass die meistens frei mitgeliefert werden, weil ich sag mal so, das Verkaufsargument ist dann, oder die Zielgruppe, an die Leute das verkaufen wollen, sind schon eher
sag ich mal, Musiker, die es auch kommerziell verkaufen wollen. Und dann ist es natürlich sinnlos, Loops reinzustecken, die man nicht verwenden kann, außer im privaten Bereich. Also bei Fruity Loops weiß ich, dass man die verwenden kann, die mitgelieferten sind, also diese Samples. Und bei Studio One ist es auch so. Vom Rest, also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Cubase, da wird zwar nicht viel mitgeliefert, aber was da mitgeliefert wird, ist auch frei. Und generell ist es so bei Synthesizern, also die Programme quasi, die nur Töne generieren, da ist es sowieso nicht so, dass du die Ergebnisse so einfach, sage ich mal, begrenzen kannst, sondern da ist es höchstens so, dass Melodien, die du spielst, quasi geschützt sind. Also wenn du, keine Ahnung, irgendein bekanntes Riff spielst, so Smoke on the Water oder so, dann ist das urheberrechtlich geschützt, aber vom Künstler, und es hat nichts mit dem Programm zu tun. Es gibt halt noch ein Problem, auch wenn die Loops meinetwegen frei sind oder mitgeliefert werden und dürfen benutzt werden, kann es trotzdem sein, dass ihr einen Content-ID-Treffer bekommt. Und da ist es jetzt wichtig, dass ihr YouTube beweisen könnt, dass ihr diese Loops verwenden dürft. Jetzt ist halt meine Frage, weil ich die Programme nicht verwende, wie sieht das aus? Sind da AGBs dabei, wo das auch ordentlich dargelegt wird? Weil hat man nichts Schriftliches, schaltet einen YouTube nicht mehr frei. Ja, also es kommt drauf an, wo du es gekauft hast. Also generell ist es ja so, wenn du irgendwie downloadst, also wenn du die als Download-Titel kaufst, dann hast du da irgendwelche Bestimmungen drin. Und ansonsten, also in den ganzen Verpackungen, die ich hatte, standen immer diese EULAs, End User License Agreement, also die Endnutzer-Lizenz Vereinbarung, ja, genau. Und wenn die schlüssig ist, könnt ihr die dann reicht's. Genau. Dann gebt ihr die dann an und dann wird's freigeschaltet, wenn es Nachprüfer ist. Natürlich könnt ihr die nicht mit eurem Loops die mit irgendwelchen Musiktiteln mischen und dann auch, ja, ich habe die Lizenz und hau das hin. Das muss dann wirklich auch wirklich nur aus diesen Loops bestehen. Genau, aber in dem Fall würde ich wirklich einfach in diesen EULAs gucken, ob das da drin steht. Also das steht meistens irgendwo an einer der letzten Punkte. Samples, die da drin sind, dürfen so und so verwendet werden. Also das steht auch in jeder Software so drin, außer bei Open-Source-Software. Also da ist es nochmal anders. Also ich meine zum Beispiel LMMS, Linux Multimedia Studio, hat da auch eingebettete Sachen, die sind aber alle frei. Also die sind genauso frei wie die Software, kann man benutzen, wie man lustig ist. Ich will nochmal einen Haken bringen. Ja? Denn frei ist so eine Sache. Wie frei? Von wem kommen die Loops? Da gibt es nämlich ein schönes Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Künstler Loops erzeugen würde und würde die jetzt frei zur Verfügung stellen, man hat aber nichts Schriftliches in der Hand, zum Beispiel frei für alle Ewigkeit. Wenn man sowas hat, dann ist man abgesichert. Wenn das aber nicht der Fall ist, kann es sein, dass die Loops später noch geschützt werden können. Das funktioniert. Dann hat man natürlich. Und dann hat man Bratches. Bei bestimmten Lizenz. Modellen funktioniert es nicht. Also zum Beispiel, wenn man einmal was unter Creative Commons gestellt hat. Dann ist frei. Dann wird es nie, kannst du nie wieder die Lizenz ändern. Genauso ist es, glaube ich, bei der GNU, bei der GNU-Lizenz, General Public License, das heißt dann, dass das Ganze Open Source ist, heißt aber auch im Endeffekt, dass alles, was daraus entsteht, Open Source bleibt. Open Source bleiben muss. Das ist aber, also ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich glaube, dass diese ganze Lizenz ist nur für Software ausgelegt. Das heißt, man kann sowieso keine Musik darunter veröffentlichen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall würde ich darauf achten, dass das quasi unter Creative Commons veröffentlicht ist, und zwar unter der Creative Commons Lizenz, die auch zum Beispiel kommerzielle Nutzung erlaubt. Ja. Ich wollte noch sagen, ich glaube nämlich zu genau diesem Thema mit den Lizenzen hatte letztens WBS Law was gemacht, also Kanzlei WBS, das sind ja Säumecke und, Wildebeuger Säumecke, und die hatten da, glaube ich, auch was zu gemacht, da hatten sie halt auch gesagt, dass mit irgendwie unbefristeten Lizenzen und so weiter. Nur als kleine Info am Rand. Ja, die sollte man sowieso fragen, wenn man irgendwie rechtliche Fragen hat, weil die haben da deutlich mehr Ahnung. Ja, im Zweifel mal einen Anwalt. Das Problem ist ja, das kann noch kein Endnutzer wissen, dass diese Dinger geschützt sind. Das ist ja das Problem. Man kauft sich das Programm und spielt da ein bisschen rum und stellt das online, aber der Endbenutzer weiß ja nicht, dass die Dinger geschützt sind, oder?
Ja, gut. Normal müsste es draufstehen. Oder wird das da irgendwo geschrieben, so nach dem Motto, ja, die dürfen nicht verwendet werden oder so. Ja, das ist bei Magix zum Beispiel so ein Problem, weil das richtet sich ja an Anfänger, die von diesem ganzen Lizenzkram nicht so viel Ahnung haben und das wird da meiner Meinung nach einfach nicht deutlich genug gesagt. Steht aber drin, es steht definitiv drin. Es steht, ja, es steht drin, aber es steht zum Beispiel nicht auf der Verpackung. Und das, da wäre es, also meiner Meinung nach einfach gut, dass die Leute, die sich quasi noch nie damit beschäftigt haben, an die sich ja das Programm eigentlich richtet, dass die schon mal eine grobe Ahnung haben, okay, das darfst du nicht machen. Ja, da finde ich Marketing. Da finde ich auch keiner mehr. Interessant, ja. Dass halt man so nicht ganz im Kopf hat, ich jedenfalls nicht, zum Beispiel, dass wenn ich einfach etwas monetarisiere, es ein kommerzieller Zweck ist, sozusagen. Ja, dient ja Geld. Das, ja, genau. Nur das verliere ich halt aus dem Blick, weil ich verdiene damit eigentlich eh nicht so. Jeder Cent. In dem Moment, wenn du einen Cent verdienst, ist es kommerziell. Genau. Und das ist halt so, was im Bewusstsein, glaube ich, auch nicht so ganz drin ist. Jedenfalls bei mir nicht. Aber, also. Ja, das ist aber das, was ich immer wieder predige. Das sollte einem als erstes im Bewusstsein erstmal drin sein. Deswegen sage ich immer wieder, schau doch erstmal, dass ihr so auf YouTube Fuß fasst und dass ihr so groß Fuß fasst, dass es auch wirklich Sinn macht, was zu monetarisieren. Hm. Weil mittlerweile gibt es da Kanäle, die schalten sich frei und bevor überhaupt das erste Video oben ist, ist schon die Monetarisierung gemacht. Und keiner hat sich überhaupt eine Platte gemacht, was da hinten dran hängt, was muss ich beachten. Man muss ja auf Einnahmen Steuern bezahlen, das interessiert gar keinen. Und in dem Moment, wenn man mit irgendwas Geld einnimmt, kann man auch dafür irgendwie belangt werden. Das sollte man alles im Hinterkopf behalten. Ja. Und man muss auch im Hinterkopf behalten, dass man in Deutschland nicht einfach so Geld verdienen darf. Es kann sein, dass man mitunter Gewerbe anmelden muss oder sich mitunter irgendwie anders anmelden muss oder Freiberufler machen muss oder irgendwas ähnliches. Und das geht nicht einfach so, ach, bin jetzt Freiberufler, passt schon. Das muss alles irgendwie angemeldet werden. Ich sag mal so, wir erzählen jetzt nicht von 70 Euro, die jemand mal irgendwo nebenher verdient hat. Das sind jetzt, naja, komm, da schreibt man halt in die Steuererklärung rein, ist gegessen. Weißt du? Aber wenn dann jemand anfängt und macht dann alle ein, zwei oder drei Monate eine Auszahlung, das ist eine regelmäßige Einnahme. Und dann, wenn dann irgendjemand kommt, der sagt dann schon, hier, das stimmt was nicht. Wieso hast du das noch nicht mal irgendwie vorher mal angegeben? Ja. Wir leben immerhin noch in Deutschland. Das ist nicht einfach so nebenher mal. Und ich hatte auch schon Kiddies, die mich angeschrieben haben, die hatten dann auf ihre Eltern sogar monetarisiert und ihre Eltern wussten gar nichts davon. Die haben sich dann erst gewundert, als Geldbeträge auf ihren Konten eingeschlagen sind. Das ist alles Mist. Ja. Alles Roger hatte das auch nochmal erläutert hier als Kommentar. Dass das alles auf Hinweis auf der Verpackung steht. Okay. Ja. Ja, also ist generell eine schwierige Sache mit dem Geld. Also. Immer aufpassen. Ja, ich glaube. Erst informieren. Ja, für die meisten Musiker würde ich sowieso empfehlen, vorsichtig zu sein. Also was immer wieder zu hören ist, ist zum Beispiel, dass irgendwelche Firmen, die quasi, also sich ganz viele quasi YouTube-Videos raussuchen, die runterladen, den Audio-Track in ihr Content-ID-Filtersystem hochladen und dann auf originale Tracks, die von den Künstlern selber gemacht wurden, wo kein Drittanbieter-Content drin ist, dann eben Strikes setzen, um dort Werbung drauf zu schalten. Und das ist natürlich dann besonders blöd, weil auf der einen Seite man hat diesen Strike, der dann zwar, also der nicht direkt geahndet wird, weil ja Werbung drauf geschaltet wird, aber man hat halt auch die Werbung von diesem Drittanbieter drauf und man hat eventuell im Nachhinein dann irgendwann mal Probleme mit YouTube und das Ganze ist unrechtmäßig. Ja. Aber da würde ich mittlerweile gegen vorgehen, da geht jetzt auch YouTube gegen sehr scharf vor, würde ich sofort melden, dass das nicht der Fall ist und in der Regel reagiert da YouTube jetzt drauf, man hat da sein Formular, wo man das einschreibt, dass das nicht richtig ist und wenn Firmen das machen, können sie die sich das nicht mehr unbegrenzt jetzt erlauben, die schmeißt dann YouTube auch irgendwann aus dem Content-ID-Filter raus. Echt? Man muss es halt melden. Ja, da hast du jetzt definitive Möglichkeiten, dann meldest du es. Okay. Und was ich dann auch machen würde, anzeigen. Ja gut. Aber weil das liegt dann auch an den Leuten, es wehrt sich keiner. Warum denn nicht?
Erstmal, das Einfachste ist, füllt doch einfach mal dieses Formular aus. Ihr könnt doch eine Gegendarstellung ausfüllen. Und wenn so ein Anbieter, also das war nämlich damals wirklich mal ganz groß Mode, Werbung dann auf Android zu schalten. Das war wirklich richtig weit verbreitet. Und da kann ich mich aber dann noch dran erinnern. Also wenn man da eine Gegendarstellung eingereicht hat, hatte das den Effekt, dass die dann gesagt haben, nach 4 Wochen, also wenn diese Frist abgelaufen ist, wo die antworten mussten, oh, ups, Entschuldigung, war ein Versehen. Und dann war das geht nicht mehr so weit. Und dann haben die wieder weitergemacht. Nee, so einfach ist das nicht mehr. Okay. Dieses Ups Versehen kann dir dann ganz schnell deinen Content-Krempel killen. Ich weiß nicht, wie stark die da belastbar sind, aber das würde ich mir jetzt nicht mehr erlauben an ihren Stellen. Weil da gab es einfach zu viele Beschwerden. Aber also ich meine, den betreffenden Kanal, wo ich das sehr oft mitbekommen habe, den gibt es noch. Also entweder hat er sich rechtzeitig abgesetzt oder... Ja, das heißt ja nicht, dass der Kanal gesperrt wird. Du fließt halt nur aus diesem Content-ID-System raus. Ja, das kann sein. Das weiß ich nicht. Du kannst dann halt nicht mehr... dann auch deine eigenen Videos nicht mehr schützen. Also ich meine, dafür war es ja gedacht. Das ist dann aber, dumm gelaufen, würde ich sagen, auch verdient. Ja. Das ist generell diese ganze, das ist halt das heikle Thema Musik, YouTube und dann eventuell monetarisieren. Das ist immer so eine Sache, gerade als Anfänger, da ist zu viel zu beachten. Sehr schnell auf Glatteis. Ja, extrem schnell, weil Musik ist eine zu große Branche und du hast überall diese ganzen Löwenhaie, diese Plattenfirmen, die GEMA, jeder will da sein Stückchen vom Kuchen abhaben und die arbeiten alle ziemlich unfair in meinen Augen auch. Ja, aber gerade in diesem rechtlichen, sage ich mal, Raum gibt es natürlich auch noch andere Probleme. Also ich sag mal so, was in Amerika sehr beliebt ist bei jungen Musikern, so Covers zu machen. Ne? Also da sind dann irgendwelche Mädchen mit engelsgleichen Stimmen, die dann auf ihrer Gitarre rumzupfen und dann irgendwie plötzlich 1 Million Abonnenten haben, weil sie halt die ganzen Songs, die momentan auf Platz 1 sind, covern. Und dadurch halt bekannt werden. Also das sind ja richtig große Sachen, zum Beispiel, also wie hieß die Christina Grimmie oder so, oder Tiffany Elwood, irgendwie, also diese ganze Schiene da, könnt ihr euch mal angucken, falls ihr es nicht kennt. Das ist natürlich in Amerika eine ganz andere rechtliche Situation als hier in Deutschland. Ja? Also die haben dort wenig Probleme, die können das da machen. Zum einen sind die Unternehmen da wohl sehr kulant, weil in gewisser Weise ist es ja auch wieder Werbung für ihre Künstler. Wenn da jetzt Warner oder irgendwie so, also diese ganzen Labels quasi auf YouTube Werbung für die Songs des Künstlers haben. Zum anderen ist es aber auch so, dass es da irgendwie dieses Fair-Use-Prinzip gibt. Ich habe das nicht durchblickt, aber irgendwie unter bestimmten Umständen, wenn man irgendwie kein Geld damit verdient oder sonst was, kann man da quasi das nutzen irgendwie oder für Parodien oder so. Und, Das ist ja nicht für uns, das ist ja nicht für Deutschland. Genau, nein, das gilt, absolut nicht. Das gilt nur für Amerika und das gibt denen natürlich einen Vorteil. Also die können dann sich hochpushen zu 1 Million Abonnenten oder was weiß ich und dann hauen sie ihr Album raus, das muss gar nicht so toll sein, aber die haben halt viele Fanboys, die kaufen das und damit sparen sie sich den ganzen Ärger mit der Werbung. Ja? Weil also, auch wenn es immer so cool klingt, AdSense und die ganze Geschichte, Es kann durchaus viel Ärger machen, ja. Manchmal hat man auch Glück, aber muss nicht sein. Und die Einnahmen rechtfertigen absolut nicht diesen Ärger und den Aufwand, auch den man in seine Videos reinsteckt. Also das ist, wenn man erfolgreich auf YouTube wird oder wenn man Geld verdienen will mit YouTube, dann verdient man nicht mit YouTube Geld, dann sucht man sich andere Sachen. Dann, also als Künstler hat man da natürlich super Möglichkeiten. Man kann T-Shirts verkaufen, man kann CDs verkaufen, man kann für seine Fans Werbung machen und irgendwie per Crowdfunding dann sein Album finanzieren. Man kann Konzerte geben, wofür dann Tickets gekauft werden. Also sowas ist natürlich auch mit rechtlichen Bedingungen, an rechtliche Bedingungen geknüpft, ganz klar. Aber es ist nicht so undurchsichtig wie AdSense und sage ich mal, der Kosten-Nutzen-Faktor ist wesentlich höher. Also kommt auch drauf an, also wenn ich mal was einwerfen darf, ich habe da mittlerweile festgestellt, dass das bei manchen Kanälen extrem niedrig ist, was da an Einnahmen kommt und wieder andere Kanäle extrem hoch abschneiden pro 1000 Klicks. Also da können ganz schöne Einnahmen auch über AdSense möglich sein. Okay. Also das ist nicht immer nur wenig, also es kann auch sehr, sehr viel sein. Also weil ich meine, also ich weiß, dass du 3 Kanäle hast, aber
Also zwischen denen kannst du dann vergleichen oder kennst du, weißt du es von anderen? Du kannst zwischen, ich habe über 15 Kanäle und ja, wenn man da schon vergleicht, ist Wahnsinn, was da für Unterschiede sind. Okay. Und es hat auch sehr schwer mit dem Content an sich zu tun. Wie gut verkauft sich das Content? Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, wie gut passt die Werbung aufs Content? Das kann unwahrscheinliche Mehrsummen bedeuten. Okay. Kleiner Beispiel, du wechselst Felgen am Auto oder Räder und neben dir wird Radwerbung eingeblendet. Das kann mitunter sehr viel wert sein. Es ist natürlich scheiße, wenn ich jetzt, wenn ich mache irgendeinen Joke auf YouTube und hier drüben läuft eine Tamponwerbung durch. Das ist dann natürlich, dann hast du deine paar Cent und dann mehr war das nicht. Also umso besser das passt, umso höher können die Einnahmen sein. Und dann kommt es auch darauf an, umso besser das passt, umso höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass Leute eure Banner klicken, die da unten eingeblendet werden. Mhm. Und das verlieren viele Kanäle aus dem Auge, weil die produzieren zwar Videos, versuchen auch irgendwie damit hochzukommen auf YouTube oder so, aber die Videos passen halt zu der Werbung, die da geschaltet ist, absolut nicht. Mhm. Und dementsprechend sind dann die Einnahmen extrem weit unten. Also ich wollte noch zwei Sachen sagen. Erstmal, alles Roger sagt, aber Heino durfte doch auch covern und es war erlaubt. Ja, das hat er halt die Anfrage an die GEMA gestellt. Und mit der Mitgliedschaft der GEMA gibt man ihnen auch das Recht, die Lizenzen zu verteilen. Und sie haben halt Heino die Lizenz erteilt, das zu covern und kommerziell zu verwehren. Deswegen durfte Heino das covern. Und das zweite, oh, ich habe noch ein drittes, das zweite war, WBS Law hat gesagt, das ist dann eine Urheberrechtsverletzung, so ein Cover, wenn man das ohne Erlaubnis macht in Deutschland. Und drittens, Mai 12 fragt, ob man ein gutes Headset oder Mikrofon empfehlen kann. Schwierig. Okay, ja. Ich würde jetzt gerne erst nochmal zurückgehen, dass das eine Urheberrechtsverletzung sei, wenn man covert. Das stimmt so nicht ganz. Und zwar vorausgesetzt, der Künstler ist bei der GEMA, hat er seine Verwertungsrechte an die GEMA abgegeben. Nicht seine Urheberrechte, sondern seine Verwertungsrechte. Genau. Und in dem Moment, wo du den Song exakt coverst, also wo du das einfach nur nachspielst, ja, in dem Moment benutzt du quasi das Verwertungsrecht. Und in dem Moment kann der Künstler sagen, hey, ich will dafür Kohle haben, weil du hast meinen Song gespielt. Ach so. Aus dem Zusammenhang, wenn die GEMA das dann hat, heißt es, du musst GEMA-Gebühren entrichten. Du schreibst an die GEMA, hey, hier, also jetzt im Beispiel YouTube, ich möchte gerne den und den Song covern. Und dann musst du halt pro Klick eine gewisse Geldsumme zahlen. Ja, jetzt bei YouTube ist natürlich das Problem, dass YouTube sich nicht als Sender sehen will, aber im Prinzip von der GEMA als Sender gesehen wird. Und das heißt, wenn du im Endeffekt ein Cover hochladen willst, müsstest du das auf deine eigene Webseite hochladen und das dann entrichten. Und das ist Chaos und das lohnt sich nicht. Also der einzige, ja, sage ich, ich weiß nicht, Vorteil, die einzige Möglichkeit quasi, wie du das machen kannst, ist so ein bisschen am Gesetz vorbei. Ja, wenn du das Cover quasi einfach hochlädst und dich nicht drum kümmerst, kann es sein, dass YouTube und die GEMA das nicht interessiert. Oder es kann auch sein, dass der Künstler gar nicht bei der GEMA ist oder er dir persönlich die Erlaubnis gibt. Ja? Also dann darf er aber nicht bei der GEMA sein, weil wenn er bei der GEMA ist, hat er seine Erlaubnis quasi an die GEMA abgegeben. Ja. Die andere Sache ist natürlich, wenn du das jetzt neu interpretierst, wenn du sagst, hey, okay, Gangnam Style, ich mache da ein Death Metal Cover draus, ja, mit einer Band-Instrumentalisierung, da musst du zu, wie heißt der, Psy hinlaufen und ihn fragen, hey Junge, gib mir mal eine schriftliche Erlaubnis, dass ich dein Lied noch entstalten darf. Und dann geht es. Und ja, genauso schwierig ist es natürlich mit den Songparodien. Ja. Also da bewegst du dich auch an einer scharfen Grenze, deswegen ist es meistens so, dass die dann einfach die Melodien verfremden oder Rhythmen ein bisschen anders machen und dann kannst du es ja wieder verwenden, weil dann ist es ja quasi ein neuer Song. Ja. Aber ob das nun so ist und ob das nicht so ist, das muss man dann letztendlich vor Gericht entschieden werden, wenn es schon geklagt wurde. Und das ist dann natürlich immer blöd. Also es ist generell glattes Eis. Saublöd.
Das ist nicht nur glattes Eis, habe ich hier einen aktuellen Fall, will aber den Kanal mal nicht nennen. Der hat auch gecovert und teilweise auch so schwer gecovert, dass man die Lieder nur noch sehr schwer rauserkannt hat, aus denen das rausgecovert worden war. Mit denen hatte ich schon mal vor Jahren diskutiert, habe gesagt, lass es lieber bleiben und ähnliches. Naja, egal, hat halt nicht gehört. Und hat sehr viel hochgeladen gehabt, extrem viel und auch, glaube ich, nicht monetarisiert. Und dann kam eine Plattenfirma her und hat jedes einzelne Lied abgemahnt auf dem Kanal. Oh. Und zur Abmahnung, ja, und zur Abmahnung hinzu kam noch eine Schadenersatzforderung auch für jedes Lied plus die Klicks. Der Streit läuft noch und das wird sich auch noch ganz schön hinziehen. Aber wie kann man denn auf sowas Schadensersatz erheben? Ich meine, der hat doch gar nichts verdient. Ja, da gibt's dann, ja, und hier könnte, wenn das wird benutzt und dadurch habe ich weniger verkauft und irgend sowas. Oder das ist einfach dieses Argument, ist alles, ja, hier, du hast das ja gespielt. Und jetzt, daraufhin brauchen die das ja gar nicht mehr zu kaufen, weil sie können es ja bei dir hören und ja. Dadurch ist uns natürlich ein Schaden entstanden. Und jetzt, da waren, glaube ich, Summen von bis zu 40.000 Euro im Raum. Und das Schlimme an der Sache ist jetzt erstmal nicht die Summe, die da im Raum ist, sondern auch der reine Prozess an sich. Denn jetzt brauchst du einen Anwalt und jetzt zieht sich die ganze Geschichte hin. Lang. Und jetzt kannst du den ganzen Zeitraum auch deinen Anwalt erstmal bezahlen. Oh. Und dann versuchen beide Seiten, sich irgendwie in einem Vergleich reinzuwurscheln. Der wird zwar vielleicht auch funktionieren, der wird dann vielleicht auch bei 5.000 oder 6.000 Euro einschlagen. Das Dumme ist aber, die Anwaltskosten und den ganzen Fraß, zumindest deine eigenen, wirst du auf jeden Fall tragen müssen. Und wenn du Pech hast und wenn es richtig schief geht, die lassen sich auf den Vergleich nicht ein. Da fliegt halt vielleicht der ein oder andere Titel raus, aber dann kommt der richtig dicke Hammer am Ende. Ja, das ist auch ohne Monetarisierung gefährlich. Da hast du ja gesagt, wenn man sich legal verhält, unbedingt auch Rechtsschutz mit Medienrechtabdeckung. Ja, die Rechtsschutz deckt aber keine eigene Dummheit ab. Also das heißt, ja, deswegen meinte ich legal verhält, hat er ja gesagt. Also. Genau. Also wenn man nicht gerade sagt, hey, ich komme einfach mal so. Also wenn man es macht, das, wie das deckt euren Rechtsschutz nicht ab. Ich habe ja keine Musik. Weil die das sagt. Ja, da hast du Pech gehabt, da schützt sich deine Rechtsschutz nämlich nicht. Ja. Wenn die nämlich sagen, das hast du gewusst, dass da, oder das hättest du wissen müssen, dann bezahlen die nämlich gar nichts. Ja, klar. Die bezahlen nur, wenn du fälschlicherweise angeklagt wirst. Wirklich? Ja, oder wenn du dann jemanden anzeigst deswegen oder so. Und das muss auch alles, also die Rechtsschutz ist nicht im Freibrief für alles. Weißt, ich mache hier einen Rechtsschutz und dann kann ich hier Scheiße bauen, dass nee, so nee, das geht nicht. Wenn ich nicht. Und manchmal, man muss auch immer, und es gibt auch noch einen anderen Punkt, manchmal versucht man vielleicht, euch auch damit auszuschalten. Mhm. Es kann auch sein, du wirst mit dieser ganzen Geschichte so groß, dass andere ein Risiko in dir sehen. Und sowas ist halt immer angreifbar. Und dann versuchen sie es einfach nach dem Motto, komm, wir gucken mal, wer den längeren Atem hat. Mal sehen, ob ich meinen Anwalt länger bezahlen kann oder du. Ist aber teilweise echt schwierig, weil teilweise können die auch anfangen, dich zu verklagen, ohne dass du irgendwas gemacht hast. Dann haben die da irgendwas entdeckt und behaupten, hey, okay, in deinem Lied sind drei Töne. Die haben wir auch verwendet. Und dann fängt das nämlich an. Dann fängt nämlich dieser Gerichtsprozess an und der wird, egal ob du gewinnst oder verlierst, ja, selbst wenn du jedes Mal gewinnst, dann wird der bis zur letzten Instanz durchgenudelt, weil dahinter halt ein Major-Label oder irgendwas steht, was richtig viel Kohle hat. Und selbst wenn die verlieren und 20.000 oder 100.000 Euro da rein investieren müssen, wirst du die Anwaltskosten irgendwie auch haben. Und an diesen Anwaltskosten allein kann es schon sein, dass du sagst, okay, ich akzeptiere es einfach und mache das nicht, weil die Anwaltskosten treiben mich in den Ruin, obwohl ich recht habe. Und da ist es eben auch so, dass vom Recht eben nicht alle gleich sind, sondern dass es eben manchmal doch die Leute mit dem meisten Geld hinbekommen. Ja, meistens merkt man es dann, wenn sie dann mit Vergleichen auf einen zugehen, nach einer gewissen Zeit. Ja. Aber meistens hat man dann schon selber keine Luft mehr im Reifen, sagen wir es mal so. Also das heißt, als Kleiner hat man wenig Chancen. Und das stört mich halt an dieser Musikgeschichte generell. Das ist einfach zu angreifbar. Ja, aber in dem Punkt, da muss man einfach, sage ich mal, hoffen. Also wenn man sich, auf eine gewisse Musik spezialisiert und einfach sein Ding durchzieht, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass man irgendjemandem ans Bein pinkelt. Also die Leute müssen ja auch ein Interesse an die haben und das ist eigentlich eher selten der Fall. Was natürlich passieren kann, was weiß ich, man ist eine Punkband, man ist politisch engagiert
und sagt dann, hey, okay, wir finden den und den Künstler scheiße. Und dann machen die ein Lied drüber, total passioniert, ja, das kriegt auf YouTube 3 Milliarden Klicks und ja, ist dann mega bekannt, aber disst irgendein Künstler. Der Effekt ist, der Künstler, der regt sich auf und was höchstwahrscheinlich noch dazukommen würde, jetzt mal abgesehen davon, dass die einen dann fertig machen wollen, ist vielleicht sogar noch so eine Klage wegen Beleidigung oder so, ja. Auch wenn das Lied vielleicht nur, keine Ahnung, humoristisch ist und gar nichts Beleidigendes hat, aber man sucht sich jeden Anhaltshaken und deswegen denke ich, wenn man einfach sich ein bisschen gemäßigt verhält, was auch seine Texte angeht, ist leider so, aber da ist die Meinungsfreiheit noch nicht so weit fortgeschritten, dann denke ich, aber kann man sich auf YouTube relativ gut, sage ich mal, etablieren, wenn man bei so ein bisschen bei sich bleibt. Und ich wollte noch kurz einwerfen, Michael hat mir einen Tweet geschickt, also Migotronic, dass er halt auch fälschlicherweise so viele Content-ID-Treffer hatte, obwohl er ja selbst Musiker ist und das alles selbst produziert hat. Und deswegen ist auch ein Grund, warum er von YouTube weggegangen ist, jetzt auf eine alternative Plattform, weil das Content-ID-System ihm quasi da immer eine reingewirkt hat, gerne mal. Okay. Also ich denke mal, wir kennen ja alle diese typischen YouTube-Netzwerke und sowas alles. Ich mache ja auch viel Musik und ich denke mal, das Netzwerk den User beschützt, wenn der User Musik macht, dass er nicht so schnell von Content ID erwischt werden kann. Und jetzt, wenn er zum Beispiel Musik macht und sowas alles, dass der Netzwerk ihn schützt, so nach dem Motto, ja, so schnell kriegst du jetzt nicht eine rein, weil wir dich beschützen und so nach dem Motto. Sonst hätte ich ja wahrscheinlich schon welche. Weil nee, da möchte ich was einwerfen. Die Netzwerke haben so eine Art Freischussbrief. Also die Videos werden nicht mehr von YouTube monetarisiert, sondern vom Netzwerk. Ah. Die legen den Schalter bei dir um. Okay. Das heißt, das YouTube durchläuft dann auch irgendwann den Content-ID-Filter, aber im Großen und Ganzen als erstes schalten die deine Werbung frei. So, Deswegen klappt das in den Netzwerken auch so schnell teilweise mit der Werbung. Man hat hochgeladen, ist sofort freigeschaltet. Ja, ich meine, die haben ja auch Interesse, jeden Klick zu monetarisieren, weil sie auch daran mitverdienen. Genau. Aber die wissen, die ja, mach zu. Generell ist es so, dass die Netzwerke äußerst selten direkt, sage ich mal, dich rechtlich schützen. Ja, es gibt manche, die haben das in den Verträgen, dass du irgendwie gewisse Absicherung bekommst über deren Rechtsberatung oder so. Ja, das kann durchaus sein. Aber es ist, also ich habe es noch nie gesehen und ich habe es erst einmal behauptet gehört von einem Netzwerk, dass die tatsächlich sagen, okay, hier in der Sache unterstützen wir dich. Also letztens hat irgendjemand gesagt, dass er, der ist jetzt bei irgendeinem Netzwerk und dieses Netzwerk macht es wohl so, dass wenn man irgendwie Videos macht so urheberrechtlich geschützte Tracks verwenden will, dass man die anschreibt mit dem Track und so weiter und die regeln das dann. Ja? Das ist aber dann kein, sage ich mal, Rechtsschutz, sondern die legen das vorher fest. Die sorgen einfach nur dafür, dass du quasi eine schriftliche Genehmigung bekommst, was du ansonsten halt selber machen würdest. Ja? Mhm. Aber im Umgekehrt, wenn du Mist baust, ja, und halt eine Abmahnung bekommst, dann geht die an dich, dann geht die nicht an das Netzwerk. Ja? Also das Netzwerk schützt dich nicht vor rechtlichen Konsequenzen. Es hat eventuell Möglichkeiten, gegen Content-ID-Treffer besser vorzugehen. Richtig. Aber nicht gegen das Rechtliche. Es kann aber auch sein, dass dich das dann dein Netzwerk kostet. Also mal die Verträge lesen, oftmals steht dann in den Netzwerkverträgen drin, wenn du Treffer bekommst, fliegst du auch aus dem Vertrag raus. Mitunter. Ja. Mhm. Mal genau durchlesen, das haben viele drin. Sebastian Schneider fragt, wie sieht es denn mit Instrumentals aus? Ich vermute, es bezieht sich auch jetzt auf die Urheberrechts-YouTube-Geschichte. Ja, kommt doch von welchen Instrumente, ne? Instrumental. Ja gut, also mit Instrumentals sind das auch Lieder, also es ist exakt dasselbe. Also ob man in Instrumentals oder Songs hochlädt, das ist kein Unterschied. Also die Stimme macht es da nicht wirklich aus. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel, ich werfe jetzt mal Rap rein, wenn man zum Beispiel Instrumental von Bushido nimmt oder sowas ähnliches, die würden denjenigen abmahnen auf jeden Fall. Ja gut, wobei, also Bushido kann dich unter Umständen gar nicht abmahnen, weil, also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass Bushido seine Beats selber macht. Ich glaube, der bezahlt Das machen seine Produzenten. Genau. Und dann
sieht der Produzent das und sagt halt, hey Junge, das ist mein Beat. Und entweder du bezahlst, genauso wie Bushido dafür bezahlt hat, ich meine, er hat ja das Recht dann dazu, oder du nimmst es halt runter irgendwie. Also da kann ich das auch verstehen. Ich meine, die Produzenten wollen ja davon leben. Ich meine, du hast gesagt, du willst im Endeffekt auch mal sowas machen. Wenn du in der Situation wärst, dass irgendjemand dann deine Beats runterlädst, ich meine, du bietest die jetzt kostenlos an, ja, was ja natürlich nur bei Geste ist. Aber nehmen wir mal an, du willst später damit Geld verdienen, dann wirst du zwangsläufig bestimmte Beats verkaufen müssen, ja, weil du ja auch was essen willst und so. Und wenn dann jemand dann dein Beat da hochlädt und quasi es den anderen Nutzern gibt, ohne dass die es kaufen müssen oder vielleicht sogar noch selber damit Geld verdient, dann ist das ja eigentlich eine Frechheit. Ja, also auch wenn ich Bushido jetzt persönlich nicht mag, aber in dem Punkt, ja, beziehungsweise eigentlich seine Produzenten, mit denen habe ich ja gar nichts zu tun, aber seine Produzenten haben dann in dem Fall das volle Recht und ich finde dann, ja, dann sollen sie das ruhig machen, weil dann müssen sich die Leute auch mal drüber Gedanken machen, finde ich. Ja, aber wie gesagt, der Laie weiß das doch gar nicht. Der Laie kennt mit den Gesetzen gar nicht aus oder sowas ähnliches, wie ich mich ja vorhin gesagt habe. Mittlerweile weißt du auch, dass Downloads illegal sind, ja. Es gab dann ja mal immer diese Gerüchte, ja, das ist eine rechtliche Grauzone und bla, aber mittlerweile müsste das doch so langsam durchgekommen sein, dass jeder Download, der offensichtlich von irgendeinem Album kommt, was du kaufen kannst, illegal sein muss, ja. Es sei denn, es gibt irgendwie, du siehst, das ist eine offizielle Seite von dem Label oder es gibt irgendeine Special Offer oder so, aber das siehst du dann ja. Die sagen dann ja speziell, warum es kostenlos ist. Ja? Aber was ist denn deiner Meinung nach offensichtlich illegal? Ich meine, die Produzenten von irgendwelchen... Wenn du irgendwas im Kino, irgendein Film im Kino läuft, ja, wieso sollte der gleichzeitig kostenlos im Internet laufen? Ja, das meine ich ja. Aber ich beziehe mich ja jetzt gerade nur auf Musik, nicht auf Film. Ja, das ist dasselbe. Wenn Musik gerade im Radio läuft, wieso sollte die kostenfrei verfügbar sein? Ja. Ja, zum Beispiel ein Künstler, der haut da jetzt seine Instrumental hoch und es ist aber auf seinen offiziellen Kanal. Das kann doch nicht illegal sein, oder? Nö. Darf ich mal was einwerfen? Ja. Das gibt noch ein Problem. Du weißt ja auch nicht, wo die Künstler sind. Zum Beispiel, viele Künstler sind nun mal auch bei der GEMA und da können die machen, was sie wollen. Egal, was die schreiben, es ist automatisch bei der GEMA als Verwertung. Unter Verwertung. Weil du kommst ja da gar nicht raus. Ja, doch, du kommst aus der GEMA raus. Du kannst dich von der GEMA abmelden, dann übernehmen. Ja, aber dann ist dein Zeug alles, was vorher drin war, bleibt drin. Aber nee. Du kannst in der Regel jetzt. Doch, glaube ich schon. Nee, die verwenden, also das ist so, die übernehmen noch für 3 weitere Jahre deine Songs und ab dann sind deine Songs wieder frei. Nicht die alten, die du bei der GEMA hattest, die bleiben dort verwertet. Die bleiben, ja. Ja, genau. Aber danach, die du danach machst, die sind, ja, genau. Das ist klar, aber wer tritt denn aus der GEMA aus? Macht für die meisten keinen Sinn. Ja, es gibt welche, die rausgehen. Ja. Deswegen kann man eigentlich immer... Ja, scheiß Verzögerung. Das heißt halt, man kann immer davon ausgehen, wenn irgendwo Musik zu sehen ist, es ist immer schon allein das Risiko, dass der Künstler bei der GEMA ist. Und damit hat sich das komplett erledigt. Ja. Also in den Rechten. Das hat sich komplett erledigt. Also einfach an die GEMA schreiben, hier, ich meine... macht man ja sowieso, egal ob der Künstler bei der GEMA ist oder nicht, ich würde gern den und den Künstler irgendwie spielen oder sonst was, ist der bei euch in der Datenbank? Oder man fragt den Künstler direkt, wenn er kleiner ist. Ja. Und dann, also es gibt, glaube ich, sogar eine Datenbank, wo man das direkt abrufen kann, da bin ich mir aber nicht sicher. Aber im Zweifelsfall füllt man einfach diesen GEMA-Bescheid aus und dann sagen die einem hier, du musst die und die Pauschale entrichten. Ja. Dann kannst du dir überlegen, ob du die sagst oder wenn du sagst, nee, ich überleg's mir anders, ich blase die Sache doch ab. Ja, das ist ein bisschen umstritten, das mit der GEMA und Lizenzen auf YouTube auf jeden Fall. Das ist ein bisschen komisch gemacht, finde ich. Ja, die GEMA hat mit YouTube keinen Deal und deswegen hat ja YouTube seinen Content-ID-Filter. Und YouTube versucht halt alles rauszuschöpfen, was in dem Filter drin ist und schmeißt es raus, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber sie können doch nicht deinen eigenen Content irgendwie rausschmeißen, nur weil die eine Melodie... Das Dumme ist halt mit dem Content-ID-Filter, du musst dir das so vorstellen, das ist ein riesengroßes Rechenprogramm und das wird ständig mit neuem Zeug gefüttert. Und dass sich mal irgendwas ähnlich anhört, ja, irgendwann ist rum, es gibt nur mal nicht so viele Noten. Ne? Das heißt auch, dieses Content-ID-System ist dann irgendwann nicht mehr... Da ist zu viel Information drin. Ja, ich hatte ja mal das lustige Problem, dass ich einen Content-ID-Treffer bekommen habe, einfach auf ein Video. So. Und
ich habe keine Musik drin, ich rede ja da nur, ich habe nur den Ton nachbearbeitet. Das ist ja das Mysteriöse, was mich ein bisschen aufregt an dem Content. Ja gut, dann stell dein Video auf privat in dem Moment. Also oder anders ausgedrückt, was ich immer jedem empfehle. Wenn er jetzt keine brandaktuellen Videos macht, wie Tagesthemen, jetzt und sofort ist das und das passiert. Also wenn du ein Video machst, was auch Zeit hat, mal ein paar Tage. Ja. Lass es auch privat hoch, monetarisiere es, lass den Content-ID-Filter drüber laufen. Und mittlerweile kann man auch sagen, wenn da halt irgendwas schiefläuft, der Filter anschlägt, füll dein Formular aus, dann kommt es halt darauf an, wie groß dein Kanal ist, muss man leider immer wieder dazu sagen, umso kleiner dein Kanal, umso länger dauert es, bis das bearbeitet wird, weil YouTube geht hier nach Geld. Die Leute, die viel Geld bringen, werden zuerst bearbeitet, die Leute, die wenig Geld bringen, als letztes. Aber mittlerweile wird das schneller bearbeitet als noch vor einem Jahr. Und dann musst du halt durchwarten, bis das durch ist, und dann schalt's auf frei. Ich habe einfach das nochmal durch einen Equalizer gehauen. Ja, dann erkennst du das System nicht mehr. Ja, quasi ausgetrickst, das kommt in die System. Naja. Man braucht eigentlich, man macht Folgendes, man staucht das Video zeitlich ein bisschen ein und schon hat sich's erledigt. Es war ja ich. So. Ja, ich weiß, dann ist es rechtlich, also dann ist es okay, wenn man es umgeht. Halt bei Musik wird es auch gemacht, dass man wirklich echte Musik nimmt und verfremdet die und versucht die dann durch das Filtersystem zu bringen. Das bringt ja aber auf lange Sicht auch nichts, ne? Ja klar, nur das war halt so, wo ich dachte, so, das ist leichter als versuchen, den YouTube-Support zu erreichen, denn da kann man sich schon mal ein Grab bestellen. Ja gut, das ist ja kein Support, du hast das Formular, füll das Formular aus. Aber das müsstest du auch wirklich in den ersten zwei Wochen machen, nicht zu lange warten. Das hatte ich ja, nur nichts passiert erstmal und dann dachte ich, scheiß drauf, du hast 10 Views drauf. Ja, weg, dann ist egal. Geschenkt. Ich habe mal eine Frage, ab wann weiß man, wann das Content-ID-System über dein Video gelaufen ist? Gar nicht. Doch, gibt zwei Varianten. Variante 1, entweder das Dollarzeichen wird weiß. Wird es nicht weiß, ist das Content-ID-System nicht drüber gelaufen, außer für die Leute, die im Netzwerk sind. Oha. Da schaltet das Netzwerk frei. Und Variante 2, wenn es schief gelaufen ist, schreibt YouTube dich an. Ja. Mittlerweile. Da kommt eine E-Mail, bitte, wir brauchen mehr Informationen um dein Video, bla 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 bla. Bitte geh da hin und füll das aus. Das sind die zwei Varianten. Und gefährlich wird es, wenn dieses Dollarzeichen lange dunkelgrün bleibt. Man hat mal so Durchstrecken, wie zum Beispiel, wenn man Samstag oder Sonntag hochlädt, kann es sein, dass sehr viele Leute mit einem Schlag die Monetarisierung beantragen. Da kann es schon mal einen Tag dauern. Aber wenn es einen Tag dauert, ist es in der Regel schon faul. Dann ist der Content-ID-Filter schon mal drüber gelaufen, hat was entdeckt, läuft vielleicht nochmal drüber und wenn das nicht schlüssig ist, kommt dann die E-Mail. Bitte fülle aus. Ja. Ja. Also es wird, ohne Content-ID-Filter wird nicht freigeschaltet für die Monetarisierung. Es sei denn, du bist im Netzwerk, dann schaltet mitunter das Netzwerk frei. Juhu, ich bin in deinem Netzwerk. Ja, das kann aber auch in der Regel, also die Netzwerke, die ich kenne, die machen das so, am Anfang testen die dich ein bisschen und dann, wenn die wissen, okay, der weiß, was er macht, dann schießen die dich generell immer frei beim nach dem Hochladen, weil die müssen sehen, dass sie Geld verdienen. Weil das nutzt denen nichts, wenn dein Video hochgeht, es wird veröffentlicht und es ist einen halben Tag nicht monetarisiert, weil da laufen die meisten Klicks drüber und das Netzwerk will nur mal mit dir Geld finden. YouTube geht halt da auf Nummer sicher, die sagen sich, ach komm, hier die paar tausend Klicks, scheiß drauf, das sind ein paar Cent, lieber erst das Content-ID-System drüber laufen, bevor Google irgendeinen Ärger kriegt. Ja. Absolut kein Ärger. Ja, Ich meine, Google mag absolut keinen Ärger. Die sind so groß, die müssen sich absichern. Muss man verstehen irgendwo. Ich meine, man will ja auch, dass seine Firma überlebt und Google will auch, dass Google überlebt. Und die müssen halt diverse Sicherheitsmechanismen einführen. Die haben ja keine andere Chance. Die werden ja auch, wie gesagt, gezwungen dazu. Ja, Michael sagte noch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Nee, zum wollte ich vorhin schon anmerken. Ja, nur habe ich gerade über Twitter bekommen, da versuche ich so ein bisschen. Dummheit schützt da definitiv nicht. Und ja. Audio. Felix Beuster schreibt mich gerade über Twitter an. Kostenlos, Open Source ist immer schön, aber das Kühlschrank-Argument ist absolut richtig. Ich würde gern wissen, was das Kühlschrank-Argument ist. Ja. Erzähl mal, das Kühlschrank-Argument. Okay, und hier das nächste. Content-ID geht mittlerweile fast sofort. Hätte vor einem Jahr 4 Feuerwerke hochgeladen. Sofort gab es zig Treffer. Ja, das kann sein, dass auch die Töne, dass auch mitunter so Hintergrundpakete geschützt sind. Das sind manchmal so Windrauschen und Vögel zwitschern und so ein Kram. Aber wie gesagt, füllt den Krempel aus, da hier dieses Formular,
Und wie gesagt, wenn ihr halt unbedingt auf die Basend angewiesen seid, dann schaltet halt so lange privat euer Video. Ich bin arm, ich muss. Ja, das. Oder. Ach, ein Wandscherz. Ne, und führt das dann aus. Und, ja. Und dann wird dann irgendwann, wird das jemand manuell prüfen. Es ist halt nun mal so, wann halt jemand Zeit hat. Dann sagen die, ja gut, ich sehe das Feuerwerk, ich sehe den Ton, das passt mit dem Licht, das kann das nicht sein. Ja, hey. Das ist nicht das Vogelgezwitscher. Und das Schöne ist, umso mehr sich da beschweren, also umso mehr dann diese Meldung machen, dann wird das auch wieder in das Content-ID-System als Fehler gemeldet und dann wird, dann passiert das weniger. Ja, dann ändern sie das. Das System will nämlich besser werden und das kann nicht nur gefüttert werden, das muss auch mit Fehlern gefüttert werden, damit die das wissen. Ja, klar. Und wenn sich keiner beschwert und immer nur die Leute runternehmen und wieder neu hochladen, das funktioniert nicht. Ihr müsst auch mal beschweren. Ja, dann glaubt das System, es würde funktionieren so. Ja, genau. Also kann man jetzt sagen, quasi, sollte man einen fälschlichen Content-ID-Treffer bekommen, dann ist die Vorgehensweise die, dass Video quasi sofort privat stellen erstmal, damit, falls der Mensch, der das getroffen hat, da irgendwie böse Hintergedanken hat, dass der zumindest keinen Gewinn macht, keine Werbung auf der Video schaltet. Keinen Gewinn macht und es nicht mehr findet am besten und nicht mehr abspielen kann. Da hat man sich schon mal, da kann der sich auch keine Beweise mehr sammeln, alles weg. Genau. Und dann eben gucken, okay, habe ich Mist gebaut, habe ich keinen Mist gebaut? Wenn ich Mist gebaut habe, sollte man sich überlegen, dass man es möglichst schnell runternimmt. Und zu Gott beten. Hat man keinen Mist gebaut, Gegendarstellung einreichen und sich überlegen, ob man am besten den direkt, also den Gegenspieler quasi auch noch anzeigt. Ja, da muss man halt sehen, ob das finanziell Sinn macht, ja. Genau. Gut. Anders geht es leider nicht. Es ist halt nur mal, es ist eine harte Geschichte, tut mir leid. Ja. Diese ganze Spaßgeschichte auf YouTube wird leider immer härter. Das ist halt nun mal leid, ja. So. Naja, geht. Also wenn man jetzt nicht gerade Musik macht, sozusagen, für mich zum Beispiel ist das relativ einfach dann, weil ich rede ja nur. Und da habe ich mein Hobby so, ich kriege eigentlich nie deswegen Content-ID-Treffer und mir kann es egal sein, weil solange ich keine Hintergrundmusik laufen habe oder so, habe ich kein Problem damit so wirklich. Ja, das ist halt der Punkt, das ist der Spaß sozusagen. Wenn man als Musiker Spaß haben will, dann ist es allerdings eine ziemlich harte Kiste. Es gibt auch noch andere Geschichten, dass solange ihr alle noch klein seid, ist das alles egal, weil ihr bewegt dann nichts. Aber richtig blöd wird es dann, wenn du als YouTuber generell eine gewisse Größe hast. Ja. Und noch blöder wird es, wenn du halt mit irgendeinem Video ein bisschen auf den Putz haust. In welche Form auch immer, du kannst ja 10-mal recht haben. In dem Moment, wenn du in Scheiße reinstocherst, kann es sein, ne? Sollte man wissen, in welche Richtung man sich dreht. Denn und dann wird es gefährlich. Dann fangen diese ganzen Leute um dich rum an, nachzudenken, wie kriegen wir den? Dann wird sich jedes deiner Videos angeschaut und dann suchen die Leute und suchen und suchen und suchen und mitunter finden sie auch was. Und wenn sie nichts finden, wird versucht, irgendwas zu finden. Oder was auch gerne gemacht wird, hatte ich schon viel den Fall, man wird eingeschüchtert von außen. Dann kommen dann so E-Mails, nimm das Video sofort runter oder ich mache eine einstweilige Verfügung und bla und blo. Und jetzt, wenn man so eine E-Mail erstmal hat, oh Gott, sofort löschen, da war das teilweise schon viel zu früh gelöscht. Hätte man gar nicht machen müssen. Ja. Und das also auch kommt mit der Größe, kommt das wird schlimmer. Ja, aber du hast da mittlerweile so die Erfahrung, dass du unterscheiden kannst. Das kommt wahrscheinlich auch mit der Größe, genau wie auf Hater ich kann das nicht unterscheiden. Ich greife zum Telefonhörer und lasse es unterscheiden. Ja, okay, aber da. Ja, okay. Da hast du manchmal Fälle, auch wenn das, ich habe mal ein paar Videos gemacht, YouTuber wird verklagt und bloß, und dann schreiben da viele drunter, ach, da würde ich doch gar nichts drauf geben. Wenn du eine richtig gut geschriebene E-Mail bekommst, die richtig professionell aussieht und die richtig hart gegen die vorgeht, dann hat man schon mal, ja, ist das nun richtig oder nicht? Und da ist es immer schön, wenn man jemanden hat, an den man sich wenden kann. Und dann sind wir wieder bei dem Anwälten Problem. Und den Kosten. Ja, Rechtsschutz. Und dann würde ich euch generell, wer auf YouTube längere Zeit unterwegs ist, macht so einen Rechtsschutz mit so einer rund um die Uhr Rechtsschutzberatung. Telefonisch habe ich auch. Ja. Das ist eine schöne Sache mit den Leuten, die das jetzt hier kostenlos anbieten, wie dieses WBS oder wie die heißen. Wenn man da hinschreibt, das dauert manchmal lange, bis da geantwortet wird. Oder die sehen den Fall vielleicht gar nicht richtig. Es ist besser, man hat da wirklich jemanden, hier, ich schick's dir hin, okay, Feuer. Ja. Oder wenn wenigstens sagt, brauchst du keinen Kopf machen, hast du erledigt. Genau. Und dann kann man auch, es ist auch dann teilweise schön, wenn man den Leuten zurückschreiben kann, okay, mein Anwalt ist eingeschaltet, er meint, das ist totaler Blödsinn, was du da schreibst. Und dann geht denen mitunter dann auch die Muffe, weil die wollten das gar nicht so weit treiben.
Ja, die wollen einfach nur einschüchtern. Ja. Gut, also wir haben jetzt sehr viel über Musikrecht und all das geredet. Wir können auch dazu, ne? Vielleicht so ungefähr. Nichts benutzen, was von anderen ist, es sei denn, man hat eine schriftliche Genehmigung dafür. Am besten selber Musik machen und halt gucken, dass man sich den rechtlichen Kram von Leib hält. Und wenn man sich leisten kann, am besten eine Rechtsschutzversicherung mit Telefonmensch besorgen. Mit Telefon, mit so einem Mensch, der Telefon. Eins möchte ich nochmal anmerken, auch für die ganzen Leute, die zuschauen, was immer gerne auch gemacht wird, ob direkt oder indirekt, dass der eine YouTube-Kanal den anderen ein bisschen ans Bein pissen will und man dann seine Abonnenten auf diesen YouTube-Kanal jagt. Und das ist schon in vergangener Zeit auch oftmals gemacht worden. Und dann versuchen dann die Abonnenten von Kanal A, Kanal B Schaden zuzufügen, indem sie Kanal B flecken unter irgendwelchen sinnlosen Gründen. Ich kenne einen Kanal, der das macht. Ja, so. Und jetzt mal eine Warnung an alle da draußen. Wenn ihr Sachen fleckt, die nicht fleckfähig sind, gefährdet ihr eure Kanäle. Nur so als kleine Zusatzinfo. Und ich kann auch so einen Flecker mitunter abmahnen oder nicht abmahnen, Schadenersatz fordern. Nur mal so als kleine Info. Also nicht einfach immer was, das wird sehr gerne gemacht, dann gehen die Leute hin und drücken einfach auf die Fahne und wählen sich irgendwas aus und hin und hin. Und wenn das genug Leute machen, ist das Video mit einem Schlag weg. Erstmal, das kommt ja dann irgendwann wieder. Aber die ganzen Kanäle, die gefleckt haben und unrechtmäßig gefleckt haben, die sind dann auch weg. Plus die Geschichte, die noch hinterherkommt vielleicht. Ja, umgekehrt kann es dir aber auch passieren. Also wenn du tatsächlich Sachen fleckst, die relevant sind, dann kommen manchmal von YouTube nette E-Mails, wo sie sagen, vielen Dank, dass du in den Sachen hatte ich auch schon. Gefleckt hast. Also das finde ich auch eigentlich eine coole Einrichtung. Ja, so weiß man wenigstens, dass man richtig gefleckt hat. Also, genau, aber wie gesagt, es wird sehr gerne missbraucht und auch sehr gerne unter großen YouTubern. Die sagen es vielleicht nicht direkt, geh da hin, fleck den, aber dann hast du solche Fanboys, die drehen dann voll frei. Nur mal so als Mahnung, das schießt euch mitunter auch weg. Ja. So. Ja, Musikrecht, großes Thema. Haben wir da noch was zu oder können wir weitergehen? Jo, würde mal weitergehen. Können wir weitergehen. Ja. Weil ich hatte jetzt gerade eine Idee, die da zusammenpasst, indirekt, weil es nicht direkt Musikrecht ist, aber es auch damit zu tun hat, weil wir ja von der GEMA gesprochen haben, selber einer Verwertungsgesellschaft beizutreten. Mit seiner Musik. Ist nämlich auch so eine Sache, über die man sich Gedanken machen sollte, weil man will ja als Künstler vielleicht auch mal Geld verdienen mit seiner Musik. Und es ist so, dass man als Künstler nicht nur bei, also man hat zwar in Deutschland selbst nur die GEMA, aber man muss nicht unbedingt bei der GEMA Mitglied sein. Man kann auch zum Beispiel bei der schwedischen, oder ich weiß, die schwedische glaube ich, oder irische, also man kann sich auch bei ausländischen oder europäischen Verwertungsgesellschaften anmelden und sich da, also da muss man sich aber jeweils immer informieren, was die machen, aber die haben teilweise andere Bedingungen. Die sind zum Beispiel auch freundlicher gegenüber YouTube und so Sachen. Das Problem ist, dass in Deutschland momentan immer noch die GEMA das quasi Monopol hält. Das heißt, selbst wenn man bei der anderen Verwertungsgesellschaft ist, wird man immer noch das Problem haben, dass man in YouTube keine Videos öffentlich geschaltet bekommt. Das ist einfach so eine blöde Sache. Das heißt, wenn man tatsächlich mit YouTube bekannt werden will, muss man am besten, also wenn man unbedingt noch zusätzlich eine Verwertungsgesellschaft braucht, muss man bei der diese Online-Sache ausklammern. Also das kann man machen. Dann muss man da so einen Antrag ausfüllen und dann wird die GEMA für die Online-Sache keine Verwertung mehr übernehmen. So kann man das zum Beispiel auch auf seine eigene Website hochladen und so machen. Das ist aber sehr komplex und das Problem ist auch, wie macht man das YouTube klar, dass man das gemacht hat. Ist aber eine Möglichkeit. Und worauf ich jetzt so ein bisschen gerne Werbung machen würde, ist ab, ich glaube, September ist es, oder Oktober, ich glaube... Da wird die C3S... September. September? Okay, da wird die C3S, die Creative Collecting... egal. Society. Die C3S wird gegründet. Das wird quasi die zweite Verwertungsgesellschaft nach YouTube. Nach der GEMA. Und die wird eben auch so Sachen wie Creative Commons anbieten. Und dadurch hast du natürlich den Vorteil, dass du auch einfacher auf YouTube wieder deine Sachen hochladen kannst. Und sobald die gegründet wird, ist die GEMA-Vermutung hinfällig.
Das heißt, momentan kann die GEMA noch sagen, okay, wir vermuten erstmal, es ist alles, alle Musik, die irgendwie gespielt wird, ist bei der GEMA, wird bei der GEMA verwertet. Und der Typ, der quasi die Musik spielt, muss beweisen, dass er keine GEMA-Sache quasi spielt und erst dann wird das Ganze freigegeben. Also zum Beispiel auch bei Presswerken, wenn man CDs produzieren will. Ja. Und das wird wohl hinfällig, zumindest habe ich das von einigen Leuten gehört, wenn es zwei Verwertungsgesellschaften gibt, weil die müssen sich dann darüber einigen. Die müssen sich einigen, wie sie damit umgehen. Und das könnte interessant werden, deswegen würde ich auf jeden Fall allen raten, sich da mal in nächster Zeit die Ohren zu spitzen, sich darüber zu informieren. Und vielleicht auch zu überlegen, ob man selber da hin will. Ne? Ja, uninteressante Geschichte. Gerade mit dieser GEMA-Vermutung, die hat mich eh schon die ganze Zeit sehr genervt. Ja. Gut. Weitere Themen. Sir Trashnut ist gerade. Mikrofone ist ein gutes Thema. Was würdet ihr denn für Mikrofone empfehlen? Für Web und Gesang? Was wäre denn das Beste? Worauf müsste der Verbraucher denn achten? Worauf der Käufer achten muss. Was ja, er will. Der Verbraucher gesagt. Ja, das ist echt unterschiedlich. Also das ist ja quasi noch unterschiedlicher als die Frage, was für Arten von Musik man macht. Es gibt natürlich die elektronischen Künstler, die gänzlich ohne Mikrofone auskommen könnten, sofern sie keine irgendwie Vocals einspielen oder so oder irgendwie Samples selber machen. Für alle anderen gilt, dass du quasi spezielle Mikrofone unter Umständen für spezielle Instrumente hast. Also es gibt zum Beispiel spezielle Gitarrenmikrofone. Die E-Gitarren kann man auch direkt aus dem Eingang raus abnehmen und so. Also das kommt echt drauf an. Aber wenn man so, ja, wenn man so einen Überblick hat, gibt es eigentlich so drei häufig genutzte, oder sagen wir mal vier häufig genutzte Modelle. Das sind einmal die dynamischen Mikrofone. Das ist so einfach so ein kleiner Magnet, der in so einer Spule hängt und bei halt Schall dann anfängt zu vibrieren und darüber wird halt der Ton aufgenommen. Dann gibt's Kondensatormikrofone. Da funktioniert das Ganze mit so einer kleinen Membran, die dann, ja, mit dem Kondensator, also kann man sich auf Wikipedia angucken, was das ist. Es gibt dann noch so Piezo-Mikrofone, die nehmen Körperschall auf. Das ist dann meistens so ein Kristall oder sowas. Und es gibt natürlich dann diese elektrischen Tonabnehmer, die aber ja teilweise auch so funktionieren, so ein bisschen wie ein dynamisches Mikrofon, nur dann halt mit der Seite. Und ja, jetzt ist es eigentlich so, muss man sich die Frage stellen, was man will. Wenn man nahe Schallquellen, laute Schallquellen aufnehmen will, dann ist ein dynamisches Mikrofon am besten. Was einfach so, also es ist sehr robust einmal und es nimmt nicht so viel, es ist nicht so fein, nimmt nicht so viele Hintergrundgeräusche auf, aber hat dann natürlich auch nicht so einen klaren Klang. Ein Kondensatormikrofon wäre dann quasi das Gegenteil, das ist wesentlich empfindlicher, aber macht dann natürlich auch einen besseren Klang. Oder man kann mehr aufnehmen, keinen besseren Klang. Ich sollte den Kondensatormikro nehmen, wenn ich jetzt etwas aufnehme. Ja, also wenn du zum Beispiel Gesang aufnimmst, ist ein Kondensatormikrofon eine klasse Sache. Ja, also zum Beispiel so ein Großmembran, das hat dann auch noch einen richtig schönen Charakter teilweise. Hast du quasi nochmal die Stimme nimmst du die in so einem ganz eigenen Klang auf, der irgendwie gut klingt. Für die meisten Instrumente, wo man so Raum auch mitnehmen will, sind Kleinmembran-Kondensatormikrofone wichtig. Weil die halt wesentlich linearer den Klang aufnehmen. Also es ist ja so, wenn man irgendwas hört, irgendeinen Ton, dann besteht er aus verschiedenen Frequenzen. Also hohe Frequenzen, tiefe Frequenzen, kann man sich vorstellen wie so Einzeltöne. Ja, jeder Klang, wenn man eine Saite anschlägt, ist aus hohen und tiefen und mittleren Tönen zusammengesetzt. Und Kleinmembran-Kondensatormikrofone stellen diese quasi Töne eben auch realistischer dar. Ja? Also es ist so ähnlich wie eine Kamera. Eine Kamera wird das nie so darstellen wie im Auge, aber es gibt gute Kameras, die können das realistischer nachempfinden. Und es gibt schlechte Kameras, die machen das dann ganz verpixelt oder falsche Farben oder sowas. Ja. Und so ähnlich ist es eben auch bei Mikrofonen. Das kann aber unter Umständen gewollt sein. Ja. Also zum Beispiel früher Schwarz-Weiß-Kameras. Ja, damals war das ein Problem, aber mittlerweile wird es ja auch als Stilmittel verwendet. Und genauso kann es sein, so Großmembran-Kondensatormikrofone, die klingen nicht linear, also die stellen nicht alles so realistisch dar, aber sie stellen es teilweise schön dar. Sie klingen schön. Und da
heißt die Devise auch immer, wenn man irgendwie sich ein teureres Mikrofon zulegt, vorher anhören. Einfach gucken, okay, was will ich aufnehmen? Ausprobieren. Es gibt viele Online-Händler, die haben irgendwie Geld-Zurück-Garantie oder irgendwie sowas. Einfach mal ausprobieren, schadet nicht. Mhm. Und deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, es gibt dieses oder jenes bestes Mikrofon. Also gerade auch im Billigpreisbereich sind die teilweise sich so ähnlich, dass ich will da auch gar keine Empfehlung rausgeben. Es sei denn, einer der netten Hersteller da will mich dafür bezahlen. Product Placement und so. Schicken Sie jetzt aber ein Tweet. Nee, ich bin der Meinung, dass es in dem Preisbereich so unter 100 Euro relativ wenig ausmacht, welches quasi, also wenn man jetzt von Großmembran-Kondensatormikrofonen, welches man sich dazulegt, es macht relativ wenig Unterschied. Es ist manchmal ein Problem mit dem Rauschen und so, aber es ist generell so, ja, die einschlägigen Hausmarken der diversen Musikläden, die es da gibt, die sind da schon in Ordnung. Ich wollte einen kurzen Einwurf machen, zwei eigentlich. Erster, es wird gefragt, wann kommt Klaus, und Klaus wollte halt irgendwann reinkommen, meint er, ja, oder? Klaus, ja, genau, Klaus wollte spontan reinkommen. Ja. Und ich wollte fragen, ob wir vielleicht eine kurze Pause machen können vom Audio und zum Video kurz gehen können, weil ich auch bald irgendwie Schubrakete geben wollte. Okay, ja, über Mikrofone kann man stundenlang reden, also das können wir auch machen. Und ich glaube, das wäre mit Klaus auch sehr viel noch ergiebiger, sozusagen, da der ja auch anscheinend ein bisschen Erfahrung damit hat, und da kann er mich sehr gut ersetzen, weil ich nichts sage und er dazu wahrscheinlich auch gut was zu sagen hat. Ja, das ist eine gute Idee. Einen kleinen Zusatz hätte ich auch nochmal ganz gerne. Wir reden jetzt sehr viel über das fortgeschrittene Equipment, sage ich immer schon. Und was ich immer bei sehr vielen YouTubern beobachte, auch Neueinsteigern, man hat da so einen Traum im Kopf, man möchte irgendwas machen. Sei es Musik, sei es Video oder irgendwas. Und was ich dann bei sehr vielen Leuten sehe, es wird zuerst eine Spiegelreflexkamera angeschafft, es wird zuerst das teuerste Mikrofon angeschafft, was kaufbar ist, und es wird zuerst, was weiß ich, für ein sauteures Equipment angeschafft. Und dann nach 3-4 Monaten stellt man fest, dass dieser Kanal so gut wie nichts hochlädt. Und damit hat die Person ein paar tausend Euro verbrannt für nichts und weiß überhaupt nicht, was sie auf YouTube machen möchte. Ich empfehle da immer eine andere Vorgehensweise. Geht lieber erst mal vielleicht doch ins Billigsegment. Nehmt vielleicht doch mal, weiß ich nicht, hier so einen einfachen Aufnahmerekorder für 100 Euro oder ähnliches und probiert überhaupt erst mal, was ihr hier macht. Und es gibt da noch einen anderen Punkt. Es kann ja sein, dass ihr von der Sache wirklich saugut überzeugt seid. Das klappt wunderbar, sagt ihr euch. Das heißt aber noch lange nicht, dass es geschaut wird. Und wenn ihr dann nach einer gewissen Zeit keine Aufrufe bekommt, geht auch ganz schnell die Lust an der Geschichte flöten, und dann habt ihr nicht gar so viel Geld verbrannt. Denn dann habe ich immer sehr schnell dann Leute, die mich dann anschreiben, ja, und es geht nicht voran, und woran liegt das, und jetzt habe ich mein ganzes Geld da reingesteckt. Ich würde erstmal mit einfachem, nennen wir es einfach sogar mal Billig-Equipment, mal antesten, wie die Leute mich annehmen. Denn mitunter ist es vielleicht gar nicht mal so interessant, ob meine Stimme nun absolut rund, klar und sauber rüberkommt. Es hat vielleicht auch was damit zu tun, was ihr den Leuten mitzuteilen habt, wie ihr es rüberbringt und kommt ihr überhaupt an. Ja. Und wenn man dann sich für ein paar tausend Euro Equipment in die Bude gestellt hat und die ganze Geschichte ist rum, ist die Kohle verbrannt. Ich würde also erstmal mit billigerem Equipment anfangen, mich langsam hocharbeiten, und dann, wenn ich sehe, es geht, kann man immer mal nachfassen. Und dann hat man auch so die Erfahrung, was brauche ich jetzt wirklich? Weil am Anfang wird zu viel Käse gekauft, bin ich immer so der Meinung. Was auch, das höre ich auch immer wieder bei meinen Kameratests. Oh, nur Spiegelreflex auf YouTube, alles andere ist scheiße. Das ist Blödsinn. Ja. Es ist gut, du hast jetzt einen Spiegelreflex für 5000 Euro, eine Canon Mark, hast du nicht gesehen. Ja, toll, und keine Klicks. Alles verbrannt, die Kohle. Da muss ich auch einen ganz wichtigen Punkt sagen. Die Musik macht nicht das Mikrofon, die Musik macht der Künstler. Und wenn man sich, finde ich ein schönes Beispiel, die alten Metallica-Alben anhört, also die älteren so, Master of Puppets und so, ich finde persönlich, also mein Geschmack, die klingen vom Klang her einfach grottig. Ja? Und trotzdem hat es Metallica geschafft, jetzt werden mich alle Leute verbrennen, aber egal, hat es Metallica geschafft, zu einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekanntesten Metal-Band zu werden. Ja?
weil die gute Songs hatten und weil die Leute live mitgerissen haben. Und das ist der Punkt. Es geht, du verkaufst nicht dein toll gefeiltes, mit Autotune bearbeitetes Gesamtprodukt und wirst dadurch berühmt. Die Musik muss den Leuten gefallen. Und die Musik gefällt denen auch, wenn sie vielleicht ja nicht ganz so toll aufgenommen ist, ja, wenn sie vielleicht nicht ganz so gut abgemischt ist. Da wird natürlich, es wird nicht so gut laufen, es wird vielleicht nicht am Anfang im Radio gespielt. Aber wenn man sich anguckt, was teilweise bekannt geworden ist, auch Rebecca Black, ja, zwar eine enorme Menge von Dislikes, ja, aber eine Aufmerksamkeit, ja, die ihr jetzt es beschert hat, dass sie sich, ich glaube, sie hat sogar so einen Plattenvertrag was bekommen, ja. Ja. Also gut, in dem Fall, weil es ist jetzt genau das Negativbeispiel, es hat den Leuten nicht gefallen, aber genauso umgekehrt kann es funktionieren, ja. Es kann ein schlechter Mix sein, aber es ist trotzdem ein cooler Song und deswegen finden es die Leute toll. Also glaubt nicht, dass euch eine Spiegelreflexkamera oder ein teures Mikrofon zu besseren Musikern macht, ja. Ja, das habe ich ja, kann ich ja kurz erzählen. Ich habe so angefangen auf YouTube. Damals, als ich noch jung war, ich habe ja vor einem Jahr angefangen, noch mit einem anderen Account. Und damals hatte ich eine Kamera und die habe ich von meinem Vater geliehen. So, ja. Und damit habe ich halt die ersten, sagen wir mal, 10 Videos gemacht. Ich hatte ja auch zwischendurch den Kanal gewechselt und dann hatte ich irgendwie 30, 40 Abonnenten und merkte, hey, ich finde das richtig geil eigentlich. Und dann habe ich erstmal geguckt, wie kann ich das so verbessern. So habe ich gemerkt, okay, was ist das Wichtigste? Weil die Leute, habe ich das Gefühl, setzen auch viel zu viel auf Bildqualität. Ja? Man kann noch so ein schönes Bild haben, wenn der Ton Mist ist, ist der Ton Mist. So, und du sagtest mal, dass es eigentlich fast egal ist, also du Last Sight Living, so welches Mikrofon man hat. Also es ist nicht fast egal, aber man kann auch aus Billigmikrofon sozusagen das gleiche rausholen, wenn man es gut genug bearbeitet. Das kann man, glaube ich, auch mit Audacity und da, okay. Ja, das habe ich nicht gesagt. Also ich sag, okay, hast du nicht so gesagt, aber ich will sagen, der Ton kann auch so gut werden, dass man ihn versteht. So, und es bringt nichts, ein schönes Video zu haben, es sei denn, man macht Naturvideos, wenn der Ton, wenn man dich nicht versteht. Und da habe ich mir, glaube ich, erstmal das Mikrofon gekauft. So, hat 60 € gekostet, supi, ne? Und ein paar Monate später, so nachdem ich dann 8 Monate auf YouTube war, dachte ich, hey, du brauchst Licht, schaffst dir Softboxen an. So, ja, haben mich 60 € gekostet. So, habe ich auf eBay billig geschossen, hatte ich Glück. Und irgendwann kam dann auch die neue Kamera, so, weil ich gemerkt habe, YouTube ist für mich eigentlich eine Sucht der Selbstdarstellung geworden und ich weiß, dass ich weitermachen werde. So, ja. Weil ich irgendwie nach 2 Wochen merke, verdammt, du willst irgendwas machen, du willst vor diese Kamera und deine Meinung quasi ins Web schießen. Und ich merke auch, dass es vorangeht mit Abonnenten, mit Klicks. Und so mache ich weiter. Aber ich habe mit einer geliehenen Kamera die ersten 10 Videos gemacht, so, um meine Abonnenten, sage ich mal, und Zuschauer gesammelt, bis ich gemerkt habe, hey, das ist wirklich etwas, woran ich Spaß habe und was ich dauerhaft machen will. Und wo ich wirklich auch ein bisschen eine Ahnung habe, was ich machen will. Okay, ich bin dann von Entertainment zu jetzt ernsteren Vlogs gekommen, aber in der Grundessenz, dass ich genau sozusagen weiß, ich finde meinen Weg auf YouTube und ich will den auch gehen. So. Und das ist auch ein Punkt. Also, dass auch ich sage, bevor man sich quasi die praktischen Sachen holt, das ist wie, ich finde, das kann man auch gut mit dem Thema vergleichen, Musik, was ihr genannt hattet, wo man sagt, man fängt nicht gleich mit dem FL-Studio oder so an, sondern man fängt mit den kleinen Sachen an. Und so ist es da auch. Und ich glaube, du sagtest auch Last Sight Living, aber das hast du, glaube ich, wirklich mal gesagt. Ist halt, warte, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe den Faden verloren. Mit kleinen Sachen anfangen. Genau, mit kleinen Sachen anfangen, mit kleinen Sachen anfangen. Ja. So lange kann ich ja zumindest mal sagen, also ich habe nicht gesagt, dass man
alles aus allen Mikros das einen super Sound rauskriegen kann. Aber wie du schon gesagt hattest, man kann auch mit den billigsten Mikrofonen, wenn man ein bisschen dran rumbastelt, also nicht nur in der Bearbeitung, sondern auch in der Position und so, kann man einen Ton rauskriegen, der verständlich ist. Und was halt zählt, ist die Stimme. Es ist immer noch, es ist nicht das Mikrofon, sondern wenn du überzeugend sprichst, zum Beispiel Gronkh ist das beste Beispiel. Ja. Ja, was Gronkh drauf hat, ist zu sprechen, motivieren zu sprechen und vor allen Dingen viel zu sprechen und eine ganze Menge zu labern, was die Leute unterhält. Ja. Seine Let's Plays sind nicht toller als andere. Ja, der ist nicht der Mega-Könner oder sonst was. Das, meiner Meinung nach, der Grund, warum er so erfolgreich ist, ist seine Stimme. Ja. Er hat und auch eine richtige Kampfstimme, ich weiß nicht. Ja? Er hat so eine Erzählerstimme irgendwie. Ja, genau. Und, kleinen Anfang. Ja, gut. Ja, ich habe den Faden verloren. Aber im Endeffekt will ich sagen, auch in der, bei den, ach ja, genau. Du sagtest nämlich, dass Outer City ganz gut ist, um halt die Grundlagen erstmal zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Mhm. So, dass dafür auch so ein kostenloses Programm reicht erstmal. Und da finde ich, das finde ich halt auch sehr wichtig in der Video- und Tonbearbeitung, dass man erstmal die Theorie ein bisschen lernt. Und ganz ehrlich, man kann sein, ich muss jetzt nicht gleich Sony Vegas mir holen. Ich kann auch erstmal mit Windows Movie Maker anfangen, weil im Endeffekt schneide ich die Sachen am Anfang nur zusammen. So. Und was soll ich damit irgendwelche, was soll ich damit, nehmen wir das Beispiel oder iMovie oder sowas, ne? Oder ist das kostenlos, keine Ahnung. Aber es bringt halt nichts, wenn man die Sachen da nicht benutzt und eigentlich keine Ahnung hat, wofür die da sind. Ja. Und das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Braucht man das wirklich? Ne? Brauche ich jetzt den teuren Camcorder oder eine Spiegelreflex oder ist das einfach, sag ich mal, wenn man sagt, hey, na, ich bin jetzt so lange dabei, ich finde, besseres Bild wäre jetzt geil. So. Und dann muss man ich auch, sagt, ich hab das Game. Und da nicht. Da muss ich auch was einwerfen, auf jeden Fall. Worüber reden wir jetzt eigentlich? Ich meine, geht es genau jetzt um Vlogs, dass man nicht so die High-Class-Kameras braucht, das oder ist, geht das es um, ist um universell? Universal, das, ja. Das trifft auf alles zu. Und jetzt, um den Bogen wieder mal ein bisschen zum Videoproduktion für Musiker zu spannen, ich habe bis heute keine Kamera, die HD aufnehmen kann. Ich habe immer noch denselben Camcorder, den ich mir vor 5-6 Jahren zugelegt hat, der 640x480 aufnimmt. Das habe ich am Anfang dann hochskaliert, als ich mit YouTube angefangen habe. Und wenn ich mal echt Film gebraucht habe, habe ich mir die Kameras immer bei Freunden ausgeliehen oder sonst was. Ja? Also, du brauchst es nicht, um erfolgreich zu werden. Es ist zwar gut, wenn du HD-Video hast, weil wegen Suchalgorithmus und so, aber du kannst dir die auch leihen. Du brauchst kein immenses Geld auszugeben. Ja? Und gut, vielleicht leiht nicht jeder Freund einem so eine Spiegelreflexkamera aus. Ja. Habe ich auch nie. Ich hatte so eine einfache, ja, das braucht man gar nicht. Aber man kann die Leute auch fragen, hey, hast du nicht Lust, mir zu helfen beim Drehen? Ja. Auch super Möglichkeit. Also man muss nicht so viel kaufen, wenn man es nicht braucht. Man kann auch sagen, hey, kannst du mir dies und jenes leihen? Ja? Und dann merkt man, hey, okay, es liegt mir oder es liegt mir nicht. Und dann halt erstmal ausprobieren. Ja. Ist wie eine Probestunde. Oder Probe-Stunde. Wenn man es gibt auch immer so Technikverleih, die man dann, genau, wo man dann günstig was leihen kann und das einfach mal ausprobieren kann. Ja. Das heißt, im Musikvideobereich ist das auch nicht relevant. High Quality. Kommt drauf an, ne, in welchem Rahmen du das machst. Machst du das als Hobby auf YouTube sozusagen nicht? Machst du es kommerziell als Firma, wie ihr es macht? Dann ist das ja schon ein ganz anderes Ding sozusagen, auch was die Kunden erwarten von dir, was du ablieferst. Ne? Wenn du den da mit einer Webcam sozusagen, wenn du da mit deinem Laptop ankommst und sagst, wir filmen das mit der Webcam. Das wollte ich gerade sagen, da würde ich ja keine Kunden bekommen. Ja, genau da ist der Punkt. Also wenn du ein Unternehmen gründest, dann brauchst du einen Businessplan, dann brauchst du eine Ahnung von steuerlichen Sachen, dann brauchst du eine klare Idee. Und dann kannst du dir Gedanken machen, wie du Mittel besorgst. Also wir reden hier momentan von YouTube. Wenn wir sagen, hey, du willst es kommerzialisieren, du willst eine eigene Firma draus machen, ja, setz dich damit auseinander und setz dich lange damit auseinander. Ich habe vor drei Jahren mittlerweile, habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, hey,
ich hätte Bock, ein Musiklabel zu gründen. Ja? So, yeah. So, weißt du, für Metalcore gibt es noch nicht viel, inzwischen gibt es das alles, aber da habe ich mir einfach überlegt, hey, okay, das mache ich, ja. Und da, darüber hat dann auch so ein bisschen Audio, also Audio habe ich schon vorher gemacht, aber so direkt mit Musikern zusammenarbeiten, das hat schon so da angefangen. Und ich habe mir alles Mögliche durchgelesen und irgendwann habe ich gemerkt, Junge, das ist viel zu anstrengend, das ist viel zu großes finanzielles Risiko. Nee, das ist nicht mein Ding. Und ich habe mich dann weiterorientiert. Ja? Ich habe viel dadurch gelernt und das ist auch eine tolle Sache. Ja? Also kann ich nur jedem empfehlen, sich mal damit zu beschäftigen, einfach was passiert bei einer Firmengründung. Weil die Gedanken, die du dir da machst, die kannst du für alle möglichen Aspekte im Leben verwenden. Ja? Zum Beispiel, also das sind im Prinzip genau diese Gedanken, wofür brauche ich was? Ja? Muss ich mir das anschaffen und so weiter? Ja? Muss ich mir ein Spiel anschaffen, wenn es mir gar nicht gefällt, wenn ich es gar nicht spiele? Ja. Ja, dann du gehst auch viel mehr dazu über, zum Beispiel Demos anzuspielen und mal zu gucken, hey, liegt es mir? Und so Geschichten. Ja. Ist eine tolle Sache, aber es ist, wenn du ein Unternehmen gründest, such dir Leute, die ein Unternehmen gegründet haben und red mit denen darüber, red mit denen viel darüber und liest dir auch im Internet alles durch, was du kriegen kannst. Oder geh zum Beispiel zum Finanzamt und zur Arbeitsagentur. Die haben da auch meistens, also mindestens mal Infobroschüren, ansonsten Kurse teilweise auch, wo du richtig zum Thema Unternehmensgründung dich beschäftigen kannst. Ich wollte noch sagen, zum Beispiel mein Bild, ich persönlich bearbeite das ja überhaupt nicht eigentlich. So, ne, ich schneide es nur zusammen, deswegen und dadurch brauche ich kein wirklich teures Programm. Ich brauche nur ein Programm, halt, das die Tonspuren anzeigt, also die Spitzen. Da habe ich nämlich von Mark Molter, was er mal empfohlen hat, ein bisschen geklaut. Mit dem Klatschen am Anfang, um den Kameraton und den Ton vom Mikro zu synchronisieren. Habe ich mir eiskalt gezeckt. Und das ist alles, was ich mit dem Bild mache. Den Ton bearbeite ich, ne? Und wenn man sieht, also ich habe mir jetzt ja so ein Mikrofon für 60 € geholt, so ein T-Bone, ja, wo ich auch vorher mich eingelesen habe und mit Leuten im Hangout haben wir ja sau viel über Mikrofone geredet, falls Marc sich auch erinnert und Last Side Living hier. Mhm. Und daraufhin habe ich mir das geholt und ich merke auch, wenn ich den nicht bearbeite, klingt er nicht gut. So, naja, da kann das Mikro noch so toll sein. Er klingt nicht gut, wenn ich ihn nicht bearbeite. Zum Beispiel, weil ich filme hier neben meinem Rechner. Ich habe keinen anderen Platz dafür. Und dadurch habe ich das Rauschen immer drin. Und das muss raus. Und dann muss ich hier noch nachbearbeiten und da was drehen. So. Und dadurch kam plötzlich, und das finde ich halt, ist das geniale Beispiel. Ich habe nämlich weiter deine Tutorials geguckt noch. Und mir das noch ein bisschen vertieft, ja. Hier auf die Schulter klopf. Und dann habe ich das danach bearbeitet, bis ich fand, der Ton klingt diesmal richtig geil. Und das war das gleiche Mikro und unter dem Video stand, man merkt, dass du ein neues Mikro hast, das klingt richtig gut. Und ich so, oh, du hast das Mikro jetzt seit Monaten. Aber im Endeffekt nichts aus dem Ton gemacht. Und da kann halt sowas helfen. Da helfen Programme ungemein. Ja, wobei, da wäre ich echt vorsichtig, weil wir hier auch von Musikern reden und so. Ja, das war halt auf Vlogs und Video, Anfang vom Video bezogen. Ne? Dafür stimmt es, das ist auch super. Aber wenn du jetzt mal anfängst, also zum Beispiel in Studios aufzunehmen oder so, ja, dann ist es eben schon so, wenn du ein gutes Mikrofon hast und wenn du Ahnung davon hast, wie du es aufstellst, ja, brauchst du diesen Sound fast nicht mehr zu bearbeiten. Und das klingt ultra genial. Aber da beginnen dann die Mikrofone so ab 1.000 € Minimum, ja? Wenn du sowas erreichen willst, dass du das auch tatsächlich als CD-Qualität hast. Und da hast du noch viel mehr dahinter, da wollten wir ja später noch drüber reden, wir wollen ja gleich über Video machen, aber das wollte ich nur mal anmerken, dass es eben zwei Seiten gibt. Ich bin gerade etwas mehr auch beim Video machen, ehrlich gesagt, so persönlich, weil das ist so, ich habe keine Ahnung von Musik, ja, ich bin für den Videopart hier und so. Du hast insofern schon Ahnung, und zwar hier fragt The Drummer 80, ist T-Bone gut? Du hast ja gesagt, dass du ein T-Bone hast. Ja. Ich habe hier auch eins.
Aber ich, also da können wir jetzt natürlich Meinungen austauschen. Ich persönlich sage, T-Bone ist gut, aber genauso gut wie andere Marken. Ja, da gibt es dann noch Fame, da gibt's, was weiß ich, was gibt's denn? Dann gibt es auch noch die Marken, die tatsächlich Mikrofone herstellen und die nicht nur nachbauen, behaupte ich jetzt mal so. Also wie zum Beispiel Shure oder Sennheiser oder so. Also ich sag mal so, es gibt eine Menge gute Mikrofone. Wenn man, ich sag mal so, wenn man sich ein Mikrofon suchen will, guckt man sich mal um. Und wenn man ein Mikrofon gefunden hat und es mal googelt, dann merkt man, wenn es ein schlechtes Mikrofon ist. Ja, dann guckt man sich 3-4 Seiten von Bewertungen an, zum Beispiel Thomann, zum Beispiel, was weiß ich, Delamar, Session Music. Guckt man sich die Seiten an und guckt mal, wie die Benutzerbewertungen sind. Oder Amazon. Amazon ist meistens auch ganz gut. Sind jedenfalls viele, weil es so verbreitet ist. Ja, genau. Und dann merkt man, wenn es ein schlechtes Mikrofon ist. Und an den Bewertungen teilweise auch, wenn es ein gutes Mikrofon ist. Ja, das kann einem sehr bei der Auswahl helfen. Und generell ist es nicht unbedingt so, dass es das beste Mikrofon oder das schlechteste Mikrofon gibt. Man muss dann halt irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Und ich finde, eine sehr gute Entscheidung kann man treffen, indem man sagt, okay, ich gucke nach meinem Geldbeutel. Ich versuche möglichst das Billigste rauszuhauen, aber mit dem besten Preis. Ja, ruhig mal geizig sein, schadet nicht. Meiner Meinung nach. Ja. Und ich habe ja jetzt so meine Sachen auch für die Ewigkeit möglichst geholt. So, ja, ne? Und ich meine, das Mikrofon, es funktioniert. Mit Nachbearbeitung kann ich genug für Vlogs und so ein Zeug und halt meine Videos rausholen. Und das reicht mir. So, ne? Und da ist es shit egal, ob ich jetzt ein Spiegelreflexmikrofon oder eine Großmembrankamera habe, was weiß ich. Mir gleich für so viel Geld das Rode Medium-Mic hole. Es nimmt sich nicht so, wenn man keine Ahnung hat, wie man es aufstellt und so ein Genie wie ich ist und es nur neben dem PC stellt. So, da könnte eine Marke eine Menge dazu sagen, wie man sie aufstellen könnte, die Mikrofone. Ja, es gibt auch noch einen anderen Punkt, was ich auch mal sagen will. Wenn meistens zu teure Technik am Anfang angeschafft wird, dann hat man zwar Technik, die viel kann, nur das Problem ist, der sie sich angeschafft hat, ist nicht in der Lage, das Zeug zu bedienen. Das sehe ich sehr oft bei Spiegelreflexkameras und auch sehr oft bei Mikrofonen. Da wird zu hochqualitativ gekauft und man muss immer so sehen, man schmeißt sich da als Neuling in irgendwas rein und versucht das dann zum Laufen zu bringen und das sehe ich dann immer sehr stark an meinen PNs. Und dann wird man den ganzen Tag mit PNs zugebombt, wie geht das und immer dieselben Fragen. Und wie gesagt, man muss mit der Sache erstmal hochwachsen. Also erstmal mit einfachen Dingen anfangen, am besten auch, wie halt gesagt, ein Camcorder, der alles automatisch einstellt, auch wenn das viele Leute nicht gerne hören, ist meistens für den Anfänger halt besser als jemanden, den ich, also Spiegelreflex, wo ich halt sehr viel manuell regeln muss. Dasselbe gilt auch für die Mikrofone oder so. Deswegen bin ich immer sehr von diesen Aufnahmerekordern begeistert, weil da gibt es auch viele Programme und viele Filter und sowas drin und wenn man das einstellt, für den Laien ist das erstmal eine gute Sache, dann läuft das schon mal alles, naja, brauchbar rüber. Man hat dann weniger, um was man sich kümmern muss. Und dann kann man sich so nach und nach in die Sache reinarbeiten. Ach, jetzt möchte ich doch mal einen Weißausgleich machen. Ach, jetzt möchte ich doch mal ein bisschen die Rauschunterdrückung wegnehmen. Möchte das vielleicht am Computer selber lösen oder durch Aufstellen regeln oder ähnliches oder durch ein Soundinterface am Rechner oder bla bla bla. Aber das ist dann alles so eine Geschichte, da muss man sich erstmal einfinden und das ist dann extrem arbeitsaufwendig. Und dann sehe ich dann immer ganz schnell den Effekt, wenn YouTube anfängt, Arbeit zu machen, springen sehr viele ab. Und das war's dann. Ja. Equipment gekauft, macht keinen Spaß. Dann resigniert man. Ja, dann ist der Spaß futsch. Ja, klar, weil das ist die Sache mit dem Know-how. So, ja. Das mein, ich gib's zu, hasst mich dafür, mein Camcorder macht alles automatisch momentan. Also da mache ich nichts mit Weißabgleich oder sonst was. Ich lasse den komplett alles selbst regulieren und mache nur den Ton komplett selbst sozusagen. Man kann ja mal spielen. Mach doch mal Folgendes. Mach doch halt mal ein Video und stell's dir mal ein. Ich meine, man wird ja nicht dümmer davon. Und dann lernt man sich so nach und nach in die Geschichte rein und dann kann man es ja auf lange Sicht weitermachen. Immer mal, heute probiere ich das aus, morgen probiere ich das aus. Und wenn es nicht geht, gehe ich wieder einen Schritt zurück. Meine Methode. Meine Methode dazu ist halt, dass ich erstmal versuche, den Sound so nach meinen
Bedürfnissen zu perfektionieren, dass ich weiß, genau so finde ich es am besten und da habe ich wirklich das Gefühl, dass ich das meiste daraus raushole und dann gehe ich zum nächsten Punkt. Aber ich schaffe mir nicht alles an und denke jetzt, ich hole mir alles Know-how auf einmal, weil irgendjemand, den ich da sehe auf YouTube, den ich toll finde, das ganze Know-how schon hat, aber der hat ja auch nicht angefangen mit Spiegelreflex und ne, Softboxen und was weiß ich allem. Der hat ja auch so angefangen ungefähr, dass er erst da reingewachsen ist, weil sonst hätte er, glaube ich, das Gleiche gebracht, was du gesagt hast, nee, du, mit resignieren, dass die dann sagen, nee, so, das ist doch, ne, ich will eigentlich nur Videos machen und plötzlich muss ich hier der Theorieprofi werden. Aber wenn es einem so Spaß macht, Videos zu machen, wie mir jetzt, dann gewinnt man auch so ein Interesse daran, sie besser zu machen und dann geht man in die Theorie. So. Deswegen ist, finde ich, auch das Vollautomatische nicht schlecht am Anfang. So. Und das ist auch so ein Punkt, so dass man sich da gerne so viel vornimmt und dann merkt, scheiße, das ist zu viel auf einmal. Das schaffe ich nicht, ohne mein Leben aufzugeben, sozusagen. Aber ja, ich find's insofern schwierig, weil, also ich kann nur von mir reden, ich weiß, wie das bei mir war, aber bei mir war das so, ich habe am Anfang extrem viel Kacke gemacht. Also ich habe mir jetzt kein teures Equipment direkt gekauft, ja, ich hatte nicht das Geld dazu und so. Aber ich habe am Anfang relativ viel Müll fabriziert, ja, der zum Glück nicht auf YouTube gelandet ist, ja, weil wir damals noch kein gescheites Internet hatten. Ja, das ist heutzutage auch so ein Phänomen, weil das auf den Leuten so rumgehackt wird. Ja, hier, du hast eine schlechte Soundqualität oder dies und jenes. Das Problem ist halt, das ist am Anfang so. Ich wette mit euch, alle Leute haben am Anfang irgendwie so oder so ähnlich angefangen. Ja, der hat dann halt einen schlechteren Ton gehabt oder keine Ahnung. Ja, oder er hatte keine Ideen, aber er hat einfach angefangen, mal Videos zu machen. Ja? Und genau das ist der Punkt. Ich finde, jeder Mensch hat das Recht, schlechte Videos und schlechte Kunst, sage ich jetzt mal, um das Ganze zusammenzufassen, zu machen. Jeder Mensch hat das Recht, das nur so blöd wie möglich zu machen, weil aus nichts kann man besser lernen als aus seinen Fehlern. Ja. Und deswegen finde ich, also jetzt bei den Fehlkäufen ist das natürlich so eine Sache mit dem Geld, ist ganz klar. Mhm. Aber prinzipiell finde ich so, dass man sich nicht davon abbringen lassen sollte, wenn man was nicht direkt kann oder nicht direkt was hinbekommt, ja. Und da hilft einem die automatische Sache natürlich, ja. Aber wenn man versucht, was einzustellen, ja, sich einfach dran versucht und es kacke aussieht, ja, dann kann man beim nächsten Mal einfach was anderes ausprobieren. Ja. Ja, das ist es halt so vom Prinzip her in meinen Augen, weil wenn man mein erstes Video mit meinem jetzigen vergleicht, ist das ein himmelweiter Unterschied von Qualität, Kamera und allem Möglichen. Jetzt habe ich noch verschiedene Cuts reingenommen, so, ja. Und das ist halt die Entwicklung. Und deswegen lasse ich die alten Videos auch genauso drin. Auch wenn sie vielleicht dafür Dislikes bekommen ohne Ende, so. Na, es geht einfach darum, dass ich auch damit zeigen will, hey, ich habe so angefangen. Ich habe quasi mit Unfug angefangen und mache jetzt ernstere Sachen. Und du hast dich damit gesteigert, das sehen ja die Leute dann auch, ne? Genau, und qualitativ ja auch, so, wenn man das vergleicht. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den viele übersehen, denke ich, wo sie jetzt das neueste Video sehen von irgendeinem sehr großen Menschen und sich dann wundern, dass sie nicht selbst dieses, was der schon jahrelang macht, genauso schnell so können. Das ist dann nicht so einfach vor der Kamera sein, wie es aussieht. Das erfordert ja auch Gedanken irgendwo und Planung. Ich denke ja vorher auch nach, was ich sage. Du, Daniel, denkst nach, welche Melodie du machst oder wie du das machst. Oh ja. Last Side Living denkt darüber nach, worüber rede ich jetzt im nächsten Tutorial? Sag nicht so, ich habe hier mal Outer City geöffnet, was machen wir denn? 5 Minuten Pause, ne? Also da stecken Gedanken auch hinter. Marc denkt ja auch darüber nach, was zeige ich als nächstes, was handwerke ich als nächstes, so. Und dahinter stecken immer Gedanken, die sich viele nicht machen, wo sie denken, das ist einfach so drauf los. Quatschen und schon ist man's da. Aber das sind dann wieder das gleiche mit Hochkommen und wir kommen
sollten jetzt, habe ich mich leider etwas vergaloppiert und wir sollten zurück zur Videoproduktion an sich kommen. Entschuldigung dafür. Ja, haben wir eigentlich noch mehr zu sagen dazu? So, weil mir fällt gerade nichts spontan nichts mehr ein. So, ja gut, speziell Musikvideos. Mir fällt noch eine Menge ein. Ja? Oh. Sag mal. Ja, mal. Ja, Schnittprogramme. Schnittprogramme. Wie gesagt, es reicht am Anfang irgendein kostenloses. So. WordShutUp. WordShutUp. Bestes Schnittprogramm überhaupt. Kann nicht mal mehrere Spuren, also du hast wirklich nur eine Spur, Video und audiomäßig. Und es ist nicht einfach, damit zu schneiden. Das stimmt absolut. Aber wenn man sich damit mal beschäftigt hat, ist es nicht nur, also das schnellste CPU-Renderprogramm meiner Meinung nach, ja. Aber es ist vor allen Dingen, du hast dich so sehr darauf beschränkt, nur den reinen Schnitt zu machen, dass deine Schnittarbeit besser wird und dass du dir mehr Gedanken darüber machst, ob du noch einen Schnitt machst und so weiter. Deswegen finde ich das eine coole Sache, aber man muss sich echt da reinfinden. Es ist nicht einfach, aber man lernt für sich selbst was Cooles. Also ich würde jedem raten, probiert's aus. Probiert WordShutUp aus. Dann als Herausforderung, wenn man wirklich was lernen will, ne? Genau. So für den Anfang, wenn man einfach nur erstmal Videos und seinen Stil finden, dann hat man eh nur den Kameraton, wenn man nicht gerade ein Geld schwimmt, sag ich mal. Oder einen Fehler macht, meiner Meinung nach einen Fehler macht. Also, ich bin halt ein Mensch, der hat sehr viele Strohfeuerinteressen und da denke ich, es wäre ein Fehler, am Anfang so gleich ein Mikro mit reinzunehmen. Und da sehe ich das genauso. Nur ich meine halt, ich wäre davon dann entmutigt worden. Deswegen erstmal mit den ganz einfachen anfangen. Und wenn man Bock hat, sich so weiterzubilden, wie du es gerade gesagt hast, dass man sich wirklich mit Schnitt beschäftigt und darüber nachdenkt, dann gerne. Deswegen werde ich jetzt auch ausprobieren, ehrlich gesagt. Mal gucken, was dabei rauskommt dann. Aber wahrscheinlich werde ich dann immer mal wieder hin und her hoppen, wenn es mir gerade zu schwer ist, ne? So. Ja. Zu dem, womit ich mich auskenne, damit ich nicht allzu sehr frustriert bin und plötzlich aufhöre. Ja. Aber was ich dazu sagen kann, wenn jemand wirklich mehr Videos schneiden will, wird man früher oder später doch nicht an einem kostenpflichtigen Programm vorbeikommen. Aber da auch früher wieder die beste Lösung. Viele bieten Demo-Versionen an. Schneid doch mal einen Monat mit einem Videoschnittprogramm ein paar Videos. Meistens ist die Demo-Zeit 2 Wochen bis ein Monat. Und da kann man sich erstmal angucken, was liegt mir, was liegt mir nicht. Und meistens ist wirklich Fakt, es ist unter 100 Euro meistens am Anfang, definitiv. Und da ist eine Handvoll Videoschnittprogramme nur im Raum. Hm. Die meisten steigen dann halt mit dem Magic und so ein und das reicht eigentlich am Anfang auch erstmal definitiv aus. Also Magic dann, ist nicht schlechtes. Es ist halt vom Preis her, man muss halt sehen, wie man mit den 20 bis 70 Euro, die man hat, irgendwie, sagen wir es mal salopp, mit dem Arsch an die Wand kommt. Ja. Und möchte ich halt das meiste dafür bekommen und probiert es halt einfach mal aus, würde ich sagen. Ja. Und dann, wenn du wirklich siehst, es läuft und du willst mehr machen, wirst du dann früher oder später dich auch preislich sehr stark nach oben arbeiten. Ja, und vor allem, eigentlich ist das ein allgemeiner Tipp, aber ich fürchte, dem befolgen auch manche nicht. Rechnet nicht damit, dass ihr Geld verdient. Rechnet nicht damit, dass sich das rechnet. YouTube ist für mich auf jeden Fall ein reines Hobby, erstmal. Ne? Wenn ich Geld verdiene, geil. Wenn nicht, es ist mein Hobby. Dann ich investiere auch gerne in mein Hobby. Aber ich darf nicht erwarten, dass ich jetzt YouTube Money mache oder so. Ja, und dass ich im Endeffekt mein Geld wieder rauskriege, daran darf ich nicht glauben, weil das ist etwas, wo man sich ganz schnell vergaloppieren kann und plötzlich sozusagen auch noch Schulden dazu hat, wenn man Pech hat, oder einfach viel zu viel Geld verbrennt, weil man denkt, man kriegt es wieder und es ist ja eine Investition in die Zukunft, aber es ist es oftmals nicht. Bei Software sowieso nicht, die ändert sich zu schnell. Ja, weil so ein Programm ist 1-2 Jahre aktuell, dann kommen neue Versionen raus, dann verändert sich wieder was, dann gibt's Full HD, irgendwann gibt's noch wieder was Neues. Und genau. Ist auch eigentlich so mit Kameratechnik, die hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Wobei, ich benutze immer noch Kameras von 2008, die funktionieren auch tadellos. Ja, okay. Auch Full HD. Ja? Oh.
Reicht vollkommen. Also ich, okay, ich hatte ja, oh Gott, wann hatte ich meine Kamera gekauft? Das ist ja schon ewig her. Aber die hatte halt noch kein Full HD. Das gilt genau wie bei Musik, meine ich, oder beziehungsweise Mikrofonen. Es zählt erstmal die Idee. Also ja. es ist gute Qualität schadet nicht. Aber sie rettet auch nicht ein scheiß Video. Ja. Und die Kontinuität muss da sein und die Lernwilligkeit. Ja, ich würde sogar sagen, das regelmäßige Zuschauer beliefern ist meiner Meinung nach sogar mit das Wichtigste. Ja. Und nicht mit irgendwas beliefern. Es gibt dann Leute, die fangen zwar mit ein, zwei guten Videos an, da sehe ich gute Ansätze, dann schnuppern sie, oh, wie es klappt, und dann wird hochgeschossen, egal was. Ja. Und damit vergrault ihr eure Leute viel schneller als alles andere. Andererseits vergraut man die Leute aber auch, wenn man sie zu lange auf Produktionen warten lässt. Genau. Ja, das ist aber, ja, da hat sich der Anspruch der Zuschauer geändert, auch mit, muss man sagen. Würde ich nicht sagen. Also aber ich gucke immer noch meine Kanäle und man hat dann wirklich so die Kanäle, die fangen jetzt an und schludern rum und dann hört man monatelang nichts davon. Und dann kommt auch YouTube ins Spiel. Wenn man monatelang von einem abonnierten Kanal nichts mehr gesehen hat, wird einem von diesem Kanal auch seltener ein Video wieder vorgeschlagen. Oh. Das heißt, du wirst dann rausgespült aus der Geschichte. Ja. Wie kommt man dann da wieder rein? Kann man da wieder reinkommen? Ja, ich würde dann wieder, du musst dann wieder sehen, dass du wieder beliebter wirst. Das ist wirklich im Moment sehr, sehr interessant, weil gerade das Thema Watchtime und Regelmäßigkeit hat sehr viel an Brisanz gewonnen in den letzten paar Monaten. Mhm. Sieht man auch, ich möchte mal jetzt so als Beispiel sagen, ich halte mal Videoamt, weil er sich halt immer beschwert, es geht immer mehr unten aus mit ihm und ich sage dann halt immer wieder, man hat dann auch diese langen Durststrecken, wo nichts kam und dann kommt was und dann ist es vielleicht gar nicht mal so klug, wenn man nach 3 Monaten, wo man nichts gemacht hat, dann anfängt jeden Tag ein Video hochzuschießen. Dann überforderst du den Zuschauer. Das ist dann auch nicht gut. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, taktet euch auf einen regelmäßigen Takt ein. Zum Beispiel, wenn ihr Videos produziert, schaffe ich in der Woche 1? Gut, ich schaffe vielleicht in der Woche auch mal 3, aber dann habe ich auch mal eine Woche, dann habe ich gar keine Zeit. Produziert und legt ein bisschen auf Halde und beliefert gleichmäßig. Ja. Und was vielleicht auch sehr interessant auf YouTube wäre, egal ob man Musik macht oder Videos, was wäre, wenn ihr aus eurer YouTube-Show eine Art regelmäßiges Ereignis macht? Zum Beispiel, mittwochs 18 Uhr ist meine Zeit. Das merken sich die Zuschauer sehr gut. Und auch wenn ihr dann nicht in der Abo-Box erscheint, wissen die, da war doch was. Es war 18 Uhr. Sehe ich den denn nicht? Oh, guck, ich mache seinen Kanal. Und je geringer die Frequenz ist, desto mehr gewöhnen die sich dran. Also wenn du ein Video 2-mal die Woche hochlägst, dann passiert es dir schon, dass du denkst, hey, der Mensch hat aber lange kein Video hochgeladen, obwohl es nur einmal ausgefallen ist. Ja. Mhm. Und dann merkst du vielleicht, hey, der war ja gar nicht in der Abo-Box drin, weil der irgendwie ein Bug hat. Oder guckst mal auf der Facebook-Seite nach. Aber ehrlich gesagt, ich muss persönlich für mich sagen, ich habe gesagt jetzt, also sinngemäß sozusagen, deine Zuschauer müssen dir egal sein, weil es geht halt darum, in meinem Kopf, sonst zwinge ich mich zu sehr, ein Video zu machen und dann kommt das, dass nur Mist bei rauskommt, dass ich mir Druck mache und dann funktioniert bei mir gar nichts mehr. Und da muss halt jeder sehen, manche kommen mit dem Druck gut klar. Ich komme mit dem Druck persönlich nicht so klar und habe gesagt, es ist mir jetzt egal. Und seitdem mache ich viel regelmäßiger Videos als ohne diesen Druck, den ich mir mache. Das ist der Witz daran. Also da muss jeder für sich sehen, wie er quasi seinen Kopf da am besten dazu kriegt, regelmäßig was zu liefern. Ja, mir geht es halt darum, dass die Leute dann auch begreifen, warum es dann ihnen auch schlecht geht. Ja. Man muss das ist. Ja, natürlich. Bei mir habe ich auf jeden Fall auch so meine Zeiten, wo zum Beispiel die Abonnenten stagnieren. Das hatte ich irgendwie 4-mal, wo ich wirklich dachte, ey, langsam habe ich das Gefühl, entweder ist mein Konto schlechter geworden, mein Content oder irgendwas, ne, dass es nicht vorangeht. Aber es geht auch mal vorbei und dann war wieder, hey, yo, aber ich habe auch die Durststrecke weiter produziert, einfach weil ich Spaß dran hatte. Und ich denke, da kommt es ins Spiel, ob es wirklich Spaß macht oder ob man quasi auf Abo-Jagd ist. Ja.
Migutronic wirft hier auch noch ein. In der Musik kann man kaum einmal die Woche einen neuen Song produzieren. So ja, ist mir nicht. Man kann es ja auf einen Monat machen oder so. Oder, was vielleicht auch nicht schlecht wäre, was ich auch gerne empfehle, vielleicht dieses Musik, viele nehmen das sofort als Hauptthema. Das ist mein Hauptkanal, ich mache nur Musik. Ich. Das ist vorsichtig. Mit Musik ist meiner Meinung nach extrem schwer Fuß zu fassen. In Deutschland, auf YouTube, ja. Überall. Ja, ja. Wie mit Let's Plays. Macht es doch vielleicht anders. Verkauft euch vielleicht auf einen Vlog-Kanal ziemlich gut und arbeitet euch dort eventuell höher und verlinkt immer euren Musikkanal. So seid ihr permanent präsent. Ihr könnt auch viel in den sozialen Netzwerken präsent sein und so werdet ihr insgesamt bekannter, euer Gesicht ist bekannter und dann zieht ihr die Musik, die ihr dann macht, halt mit oder die Let's Plays ja. Mit. Sauguter Trip. Weil du hast halt mit so Randsachen. Entschuldigung, es ist keine Randsacher-Musik, aber sagen wir es mal klipp und klar, als Neuling hast du keine Chance in dem Thema. Ja, das stimmt ja. Vielleicht. Du hast keine Chance. Ja, aber das ist echt der saugute Tipp, weil das mit dem Vlogs finde ich ein gutes Thema, weil mit den Leuten interagieren. Ja? Früher war es so, du warst als Musiker die ganze Zeit unbekannt und bla, hast halt deine Musik gemacht, bis ein Major-Label kam. Und dann warst du in den Zeitungen oder im Radio, also im Radio hauptsächlich. Mhm. Und dann warst du halt darüber bekannt. Heutzutage hast du die sozialen Medien. Jetzt haben Musiker, auch wenn sie klein sind oder auch wenn sie kein Label haben, endlich mal eine Chance. Und genau diese Chance müsst ihr nutzen. Also wenn ihr einfach nur Musik hochladet und denkt, ach, das wird schon irgendwas, das wird nichts. Ihr müsst die Leute, die euch, also die Leute, die eure Musik hören, die feiern nicht nur eure Musik, die finden auch eure Musik cool, aber die finden auch euch cool, ja? Ja. Und es ist egal, in welcher Musikrichtung. Wenn du dir anguckst, Skrillex, oh, geiler Typ, ich gehe auf seine Konzerte, ja? Da machen Leute dann Witze darüber, ja, der drückt ja nur einen Knopf, ja. Also ich glaube, der macht schon noch ein bisschen mehr. Aber das ist der Punkt. Ihr seid auch als Person interessant für die Leute. Und egal, wie wenig Selbstvertrauen ihr habt, wenn ihr gute Musik macht, habt ihr ein Recht oder habt ihr quasi den Leuten Grund geliefert, dass sie sich für euch interessieren können. Also könnt ihr auch darüber erzählen. Ihr könnt zu eurem Song auch anderen Content anbieten. Ihr könnt sagen, hey, so habe ich den gemacht. Ja, das ist die Story hinter dem Song. Oder, hey, ich lade den Song einmal so hoch, einmal mit Lyrics. Und so Sachen lassen sich alle machen. Und so kann man regelmäßigen Content machen. Sogar relativ einfach, ja. Man setzt sich einfach dahin mit einer Webcam und erzählt ein bisschen. Das machen viele Bands. Wenn ihr mal guckt, auch so in Amerika, die so ein bisschen größer sind, die setzen sich dahin und setzen sich an die Webcam, machen irgendeinen Scheiß, filmen sich, während der Tour auf dem Konzert fahren. Oder filmen ihre Konzerte. Weil wenn es deine Musik ist, kannst du das auch durchaus machen, sofern du den Veranstalter gefragt hast und es auch auf deine YouTube-Kanal stellen. Also es gibt viele Möglichkeiten, man muss nur kreativ sein. Ich wollte auch mich langsam verabschieden. Tschüss. Ja? Ich muss ja noch die Welt retten und so. Also sage ich, ich bedanke mich für diesen Hangout. Tut mir leid, dass ich nur so kurz dabei bin. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass er so lange geht jetzt schon. Ja, das waren die Dinge an sich. Ja, plötzlich, ja, das habe ich auch immer mit Daniel, wenn ich mit ihm anfange zu skypen, 5 Stunden später, so, oh scheiße, in 5 Stunden arbeite ich. Das war fast 3 Stunden oder so, genauso wie Lukas und Marc. Ja, und deswegen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuschauer, wünsche euch allen und natürlich auch meinen sehr verehrten Mithangoutern einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wo lege ich ihn jetzt auf? Oben der Rohre. Ja. Genau. Gut. Endlich sind wir los. Nein, Spaß. Sebastian Schneider fragt gerade, ist eine Zeit angesetzt, wie lange das Hangout geht? Open End vor, oder? Ne? Aber irgendwann wird es auch langweilig. Sollen wir uns mal eine Grenze setzen, dann fangen wir an, schneller zu reden und kriegen mehr Themen durch. Naja, ach, der Grenze macht keinen Sinn. Wir labern so lange, wie es passt und dann kann man mal, wer nicht mehr will, steigt einfach aus. Weil das mit den Hangouts ist wird, dann geht er wieder ins Bettchen und Handwerker-Videos. Manja, wie sieht's mit Klaus aus? Ja, habe ich dir bei Skype geschrieben. Hast du nicht gelesen? Moment. Ah, ja. Schade. Doof. Sieht so aus, als würde er nicht mehr kommen. Naja. Egal. Dann ja, liebe Zuschauer, mit Klaus wird es nichts. Er ist leider schwer beschäftigt. Ja. Ich hatte auch gehofft, dass er heute kommt, spontan. Mal ganz kurz Hallo sagen und so.
Aber ja, das Leben drängt. Ja. Naja, kriegen wir auch so hin. Ja. Nächste Themen. Irgendjemand muss schnell auf seinen Knopf drücken. Wie bitte? Gerade eben hat mir Google ein kleines Bett gezeigt und gefragt. Ja, ja. Das meine ich, das habe ich dir vorhin erzählt, das mit der Beschwerde. Google beschwert sich, warum wir ach hier. Ach so. Weißt du? Ja. Okay. Ja, da musst du schnell sein, sonst bist du weg. Google beschwert sich, so. Ja. Was macht ihr so lange da? Ja, das war, was ich dir vorhin schon mal in einem anderen Hangout gesagt habe. Pass auf, ja, wenn das Bett kommt, seh zu, dass du ja rechtzeitig drauf drückst, sonst ist dein On Air im Arsch. So, naja. Gut, Musikvideos, Schnittprogramm haben wir, würde ich sagen, oder? Ja. Schnittprogramm haben wir. Andere Themen? Überhaupt, also ich... Professionelle Schnittprogramme, denke ich mal. Professionelle Schnittprogramme, wie sieht es damit aus? Was gibt es denn da für Programme? Also wenn du, ich behaupte es jetzt einfach mal, wenn du professionell bist, ja, also wenn du so ein Programm brauchst, dann weißt du auch, welches du nehmen willst. Dann guckst du dir das an und weißt, welche Features das hat und so weiter. Und dann wählst du es dir aus. Ganz wichtig, das ist jetzt für die meisten YouTuber gestorben, aber dieses Abo-Modell mit Adobe, ja, da muss man sich das echt gut überlegen, weil das sieht am Anfang natürlich viel günstiger aus, weil man weniger Geld bezahlen muss, aber das bezahlt man dann dauerhaft, wenn man die Software nutzen will. Wenn man irgendwann mal keinen Bock mehr hat, dann sind die ganzen Dateien wertlos geworden. Mhm. Ich würde mir das mit dem Abo-Modell gut überlegen, ob ich das machen will. Gibt es denn, wie ich das gehört habe, wollte Adobe das aber komplett nur noch so machen, oder? Ja, genau. Das ist auch so. Weil im Moment, ich habe zwar eine Kaufversion noch von dem Adobe Rumpel, aber das wird auf lange Sicht wahrscheinlich nur noch auf das Abo-Modell hinlaufen. Ja, es gibt es jetzt nun. Also du kannst keine neuen Versionen mehr kaufen. Du ja, CS6 war die letzte. Genau. Ja. Ab dann ist rum, dann gibt es nur noch Abo. Wie ist das eigentlich? Die alten Versionen, wenn man die kauft, irgendwie gebraucht oder so, über den Handel, werden die dann ins Abo-Modell überführt? Weißt du das? Wie ich es weiß, wenn die Codes, diese Schlüssel schon mal verwendet waren, ist rum. Okay. Also deswegen sehr, sehr vorsichtig generell mit gebrauchter Software. Weil wenn die meistens schon mal irgendwo registriert waren, kann es sein, dass das Ende ist. Mhm. Deswegen sind die mitunter auch teilweise so extrem billig auf eBay. Ja. Also ich meine, ich habe jetzt, benutze jetzt seit kurzem eigentlich eher Sony Vegas, bin damit sehr zufrieden. Es erfüllt professionelle Anforderungen. Ich würde gucken, wenn ich mir tatsächlich jetzt ein professionelles Schnittprogramm holen würde, dass es so Sachen beherrscht wie GPU-Rendering, also CUDA, was das quasi über die Grafikkarte läuft. Das ist 1000-mal schneller als über den Prozessor und hat dieselben Ergebnisse und es spart extrem viel Renderzeit. Also wenn ihr mal anfangt, Videos zu schneiden oder wenn ihr Videos schneidet, dann kennt ihr das, das dauert ewig mit dem Rendern. Da ist GPU-Rendering schon eine tolle Sache. Sofern es die Grafikkarte unterstützt. Genau, sofern sie. Und das Programm mit der Grafikkarte harmoniert. Oh ja. Da hast du wirklich sehr, sehr, sehr viele Probleme. Ja. Sauteure Grafikkarte gekauft, sauteure Schnittprogramm, geht nicht. Noch schlimmer sind dann die Gamer-Grafikkarten, weil gerade die spinnen da sehr gerne rum. Ja. Weil da die Treiber etwas angepasst sind mitunter und die das GPU gar nicht unterstützen. Oder nicht richtig, oder manchen Programmen. Ja, aber da hilft eben auch, von Sony Vegas gibt es und ich glaube auch noch von ein paar anderen, da gibt es Forenseiten und so, die explizit auflisten, welche Grafikkarten gehen und welche nicht. Und dann guckt man, ist seine dabei, wenn es nicht ist. Aber vorsichtig, bei den Grafikkarten auch die Unterkategorien beachten, weil es gibt meistens von einer Grafikkarte dann noch mehrere Gamer-Grafikkarten. Und dann nicht darauf schließen, ich habe jetzt die 600 oder irgendwas von, weiß ich nicht, und hol mir jetzt die Gamer-Version davon, das heißt nicht, dass es funktioniert. Ja. Ganz, ganz große Falle. Besonders, weil ich nicht weiß, wie das mit dem Zurückschicken ist, wenn man die alle aufgerupft und eingebaut hat und dann schon ein bisschen im Betrieb. Schwierig. Ja. Aber das sind so Punkte, die, wie ich meine, in Schnittprogrammen gehören. Ja, das GPU ist ziemlich gut. Aber wenn man, ich sag mal so, wenn du einen richtig saftigen Rechner hast, der richtig Bums hat, macht es weniger aus mit dem GPU, als wenn es vielleicht, umso schlechter da der Rechner ist, umso mehr schiebt das GPU nach. Ja, das stimmt.
Und das GBU, man sollte immer darauf achten, das GBU hilft euch nicht beim Schnitt. Das wird nur dann interessant, wenn Übergänge eingefügt sind, Effekte eingefügt sind, ihr das Bild verändert, bearbeitet oder ähnliches. Das GBU beschleunigt nicht den reinen Videoschnitt. Den Videoschnitt nicht, aber das Rendern sehr wohl. Das Rendern nur, wenn Effekte sind. Also wenn ich jetzt ein Video nehme... komprimiert wird. Also der Komprimierungsprozess, der wird auch dadurch. Also die Grafikkarte ist ja... ganz extrem minimal. Nee, also bei mir ist das echt extrem. Also wenn ich... Also ich meine, ich habe auch nicht so leistungsfähigen Rechner, aber abhängig davon, ob ich mit GPU oder mit normal rendere, macht es schon einen extremen Unterschied. Also teilweise von... schon, also sonst rendere ich das mit GPU, rendere ich es momentan so in etwa in Echtzeit. Wenn ich es ohne GPU rendere, dasselbe Video, habe ich das 3- bis 4-fache an Zeit. Ja, es wird auch sehr stark rechnerabhängig sein. Wie gesagt, bei mir ist halt, wenn ich nur schneide und renne mit GPU. Die Kompression, die kann auch über die Grafikkarte laufen, weil die Grafikkarte ja die Stärke hat, dass sie viele Sachen gleichzeitig. Gleichzeitig, ja, durch diese Mini-Prozessoren da drauf. Ja, durch die Transistoren, genau. Ja. Also alles, was man gleichzeitig machen kann, ist toll. Ist besser, ja. Ja, also insofern, das macht schon Sinn, aber ich sag mal so, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dann würde ich mal sagen, weiß man, was man sucht. Gut. Schnittprogramme werden jetzt, glaube ich, endgültig abgehakt, ja, oder? Ja, ich denke auch. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt ein Beat mache, was ist denn eigentlich Mastering? Kannst du uns das mal erläutern? Was Mastering ist. Ich mache zum Beispiel ja Beats, ne? Ich habe manchmal diese Probleme mit Mastering, diesen Sound fetter machen. Den Sound fetter machen, okay. Ja, richtig knalliger machen. So. Ja, da ist jetzt schon mal ein grundsätzliches Problem. Es gibt im Prinzip mehrere Prozesse. Also es gibt das reine Aufnehmen oder das halt in dem Sinne Produzieren des Beats. Dann gibt es den Mixing-Prozess und den Mastering-Prozess. Und die sind mittlerweile sehr ähnlich. Aber das fetter machen, ja, erstmal muss dein Beat vom Rhythmus und so fett sein und dann kommt das Mixing ins Spiel, was den fetter macht. Das Mastering kann auch diesen Effekt haben, ist aber eigentlich nicht gedacht. Und zwar, das kommt daher. Früher hat man so Tonbandmaschinen gehabt, ja, und dann hat man dann vier Tonbänder gehabt und damit haben die Beatles dann ihr Album aufgenommen. Und Mixing bestand da aus Lautstärke abgleichen und so weiter und das zu machen. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das Mastering kam damals dann ins Spiel, wenn man das Ganze vom Tonaufnahmegerät auf dieses Master gebracht hat. Also das quasi die Vorlage, wie alle anderen CDs, beziehungsweise damals waren Schallplatten, also man hat es quasi dann übertragen darauf, um das zu vervielfältigen zu können. Und da war es eben wichtig, darauf zu achten, dass durch den Prozess, wie man das macht, der Klang nicht verfälscht wird. Also, dass irgendwie das Band korrekt ist und alles und dass man auch guckt, dass dieses Band eben gewisse Prozesse durchläuft, dass der Sound besser zusammenpasst und so und eben für die Vervielfältigung, sage ich mal, gemacht ist. Und heutzutage haben wir ja dieses Problem nicht mehr. Also, es gibt wenige Menschen, die noch mit einer Bandmaschine arbeiten. Ist auf jeden Fall cool, sowas mal gemacht zu haben. Kann ich, also wer die Möglichkeit haben will, der kann, ach, da mache ich jetzt Werbung für einen Bekannten, Ghost City Recordings, das ist unterhalb von Nürnberg, einfach mal gucken. Die haben noch da eine Bandmaschine dastehen und die benutzen die auch teilweise. Und das ist schon Schnieke. Gut, aber heutzutage ist das ein ganz anderer Prozess. Was man eigentlich macht, man hat die Aufnahme, dann gleicht man die Lautstärke der einzelnen Aufnahmen an, also eben Synthesizer oder Beats oder sowas, setzt Effekte drauf, guckt, dass das alles schön klingt und dann hat man das ganze Projekt und knallt es quasi dem Mastering-Ingenieur vor. Und der guckt jetzt, okay, wie klingt das Ganze so auf meinen Boxen, ja? Der hat dann meistens 4.000 bis 5.000 Euro teure Boxen pro Stück, also hat 10.000 allein nur für die Boxen ausgegeben und er kann dann ganz genau hören, okay, hier bei 6.000 Hertz, da kratzt irgendeine Frequenz, ja, und dann zieht er die runter und so. Und dann passt er den Klang so an, dass er möglichst auf jedem Gerät irgendwie gut klingt, ja. Also ob das nun ein verrotzter Laptop-Lautsprecher ist, eine Autoanlage oder das Hi-Fi 5000-System.
Das ist im Endeffekt heutzutage so ein bisschen die Aufgabe des Mastering-Ingenieurs. Natürlich passt er den Gesamtklang dann noch ein bisschen an, ja, aber diese Aufgaben sind auch im Mixing drin. Also das ist so ein fließender Übergang mittlerweile geworden und das so genau zu sagen, ist echt schwer. Aber im Grunde genommen kann man sagen, der Mastering-Ingenieur guckt, dass der Gesamtklang passt, sodass man ihn überall gescheit hören kann und ihn dann eben auch vervielfältigen kann. Hm. Was sind das überhaupt für Boxen, die Mastering-Ingenieure denn benutzen? Das sind ja nicht irgendwelche Home-Anlagen, die sie benutzen. Das sind keine Home-Anlagen mehr, nee. Ich würde auch, also, ich sag mal so, wenn du Musik produzierst, dann nimmst du das selber auf meistens, also wenn du jetzt so anfängst, Home-Recording selber machen, Mixing selber machen. Ja? Und damit ist der Case gegessen. Damit kann man tolle Songs machen. Mastering ist nur dann noch der Fall, wenn du dir sagst, entweder, okay, ich möchte es verkaufen, dann macht es nicht unbedingt Sinn, dass du anfängst, dich im Mastern auszuprobieren. Also auszuprobieren ist cool und so, aber das, also ich würde mich da nicht groß reinhängen, weil um das gescheit machen zu können, man schon recht teures Equipment braucht. Ja, man, und natürlich auch das Gehör und die Erfahrung. Es kostet alles Unmengen an Zeit und Geld und da ist es viel sinnvoller, jemanden zu bezahlen mit ein bisschen, also vielleicht 200 Euro, der dann quasi das kann und dir ein tolles Produkt abliefert, was du dann eben verkaufen kannst. Es gibt noch einen Fall, wenn du tatsächlich Spaß daran finden solltest, ja, wenn das was für dich ist, weil du auch sagst, vielleicht, dass du es dir beruflich mal vorstellen kannst, ja, kannst du dich da reinarbeiten. Aber da würde ich kein großes Geld investieren. In was ich, wenn dann Geld investieren würde, wäre in eine Ausbildung. Aber dann ist es ein beruflicher Weg und dann siehst du dich vorher im Gehörstest und du hast dich vorher gut damit beschäftigt. Also Mastering ist eine coole Sache, kann man sich probieren, finde ich gar nicht schlecht. Aber wenn man das verkaufen will, gibt man es einem Profi oder wird selber zu einem? Selber einen ist immer cool, ne? Hm? Selber ist immer gut. Ne, ich halte das so. Das ist meine persönliche Meinung. Also das können auch Leute anders sehen. Sich selber daran versuchen, aber ja, man hört dann oft, ey, ich habe den Track gemastert und so und der klingt dann nicht ganz so gut und man kann sich Ärger ersparen einfach dadurch. Hm. Man muss es nicht machen. Ich bin der Meinung, wenn es ein guter Mix ist, dann kann der auch so funktionieren, ohne dass man ihn in ein Mastering-Studio schickt. Aber wenn du ein Album produzierst, warum nicht einen Mastering-Engineer bezahlen? Weil wenn du schon so viel Geld investierst, um ein Album zu produzieren, ja, dann wirst du auch noch Geld dafür haben, um jemanden drüber hören zu lassen, der richtig Ahnung davon hat und der das Ganze fein poliert. Ja? Das ist wie so ein Diamantenfeinschleifen. Ja? Der Diamant ist schon so wertvoll, aber der glänzt erst richtig, wenn man den Rest abgeschliffen hat. Mhm. Und wenn du sagst, hey, ich habe Bock, selber Mastering zu machen und ich habe aber keinen Bock auf einen Beruf, dann darauf das als Beruf zu machen, dann hast du einen anderen Beruf, wo du Geld verdienst, wo du dir ansparst und wo du dann sagst, okay, ich bin mir bewusst, das wird mich vielleicht nicht unbedingt zufriedenstellen, aber ich investiere dieses Geld in vielleicht 4.000 Euro für zwei Boxen und habe dann eine richtig klasse Abhöre, mit der ich das mache. Das macht auch Sinn fürs Mixing, ja, das macht auch Sinn, sich so eine Abhöre generell zu holen, wenn man tiefer in die Musik einsteigt, wenn man damit Geld verdient. Aber ich bin der Meinung, also es ist schon sinnvoll, sich gute Boxen zu besorgen. Wenn du aber das, also wirklich so High-End-Boxen kaufen willst, kauf sie dir erst dann, wenn du live so erfolgreich bist, dass du mit ein bisschen Einnahmen vielleicht dir schon einen Teil dieser Boxen finanzieren kannst. Oder du hast ein geregeltes Einkommen und du hast dir das angespart. Ja? Also den finanziellen Punkt einfach im Blick haben. Zu sagen, ich setz mich nicht in den Ruin, weil ich irgendwie so ein Traumbild habe. Ja? Das ist ein sehr teures Hobby, wenn man es macht. Oder es ist halt ein sehr, oder es ist ein wenig rentabler Beruf. Ja. Also Mastering ist so eine Sache. Muss man natürlich auch immer unterscheiden. Mixing, was ist Mixing, was ist Mastering? Ja. Also ja genau, was ist Mixing? Lukas, du bist dran. Okay, muss ich das auch noch erklären. Mixing ist mal, du hast einen Haufen von Spuren, du hast Drums, du hast Gitarren, du hast Gesang und wenn du die alle gleichzeitig abspielst und daraus quasi einen Song machst, dann klingt das übertrieben bekackt. Und du musst quasi gucken,
dass du es so gestaltest, dass das wieder klingt, wie als wäre es in einem Raum aufgenommen. Ja? Also wie als wäre es realistisch, und eigentlich klingen CD-Aufnahmen sowieso vom Klang rein schöner als live. Ja? Es macht trotzdem mehr Spaß, live Musik zu hören, meiner Meinung nach, aber es klingt schöner, es klingt polierter. Ja? Man macht mehr Rotz weg und so. Und was du eigentlich im Mixing der eigentliche Teil ist, okay, du hast diese alle Spuren, du passt die Lautstärke an. Wie ist die Lautstärke so, dass es gescheit klingt? Da muss man viel ausprobieren, viel üben. Mit jedem Mal wird man besser. Und ansonsten auf jeden Fall sind Tutorials und Bücher eine klasse Sache. Also Bücher sowieso. Wer was lernen will, nimmt ein Buch. Tutorials sind cool, aber Tutorials sind auch für Leute, die nicht ganz so motiviert sind. Ja, das muss ich an der Stelle mal sagen. Du lernst, wenn du ein Buch gelesen hast, lernst du mehr, als wenn du 1000 Stunden, vielleicht nicht 1000, aber auch wenn du 100 Stunden Video geguckt hast, lernst du nicht so viel wie in einem Buch, meiner Meinung nach, weil das da nochmal viel komprimierter ist und weil es auch sachlich fundiert ist und so. Also Tutorials sind eine klasse Sache, aber sie zielen nicht darauf ab, dir irgendwie eine Bildung zu verschaffen, die quasi jetzt so Universitätsniveau hat oder sowas. Was Bücher durchaus können. Ich sage immer, Tutorials sind immer für ein kleines Ausschnittchen, für ein Thema, für einen Punkt. Wie schraube ich das rein? Und nicht für den kompletten... Was ich halt bei den Tutorials wieder gerne sehe, gerade bei dem handwerklichen Zeug, man sieht's. Das hat man bei den Büchern halt nicht. Es gibt Themen, die kann man einfach im Buch nicht beschreiben. Geht einfach nicht. Ja, kommt aber halt auch wieder auf die Themengeschichte hin, wo lagert sich hin. Also es gibt viele Sachen, die gehen gut theoretisch, und es gibt Sachen, die gehen eigentlich theoretisch gar nicht. Ja, das stimmt natürlich. Ja, klar. Ja, da muss man schon unterscheiden. Das stimmt sehr. Ja, ich finde halt, beim Mixing ist es so schwierig, weil wenn man da Tutorials sieht, ja, also Mixing ist viel mit Hören. Du musst eigentlich hören, wie es läuft, ja. Und das bei einem Video hörst du es meistens nicht, weil die Videoqualität, also die Tonqualität des Videos, ist meistens nicht so gut, dass du es wirklich peilst. Darauf bist du halt angewiesen, und dann hast du auch noch die Boxen, die, sage ich mal, nicht dafür ausreichen, um das zu hören. Deswegen mein Tipp, einfach ein bisschen ausprobieren. Tutorials sind nicht schlecht, es gibt viele gute Tutorials, aber die würde ich wirklich nur mir angucken, um zu lernen, wie gehe ich mit einer DAW um. Wenn ich ans Mixen gehe, mir durchlesen, was empfehlen die Leute, was empfehlen jene Leute. Zu Workshops gehen ist ganz klasse, also Ghost City Recordings bietet ab und zu Workshops an. Ansonsten mal bei der FH in der Umgebung gucken, irgendwie, die haben manchmal auch offene Workshops. Es gibt Möglichkeiten, sage ich mal, direkt quasi was praktisch lernen zu können. Das ist immer ganz klasse, und ansonsten einfach Fragen stellen. Das ist auch überhaupt ein Ratschlag, den man fürs ganze Leben geben kann. Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm, ist einer der wichtigsten, finde ich, Grundsätze. Und wenn man jetzt sagen will, man will mit Mixing anfangen, ruhig mal klein anfangen, ruhig mal mit Audacity anfangen. Ja. Was ich an meinen Tutorials mache, ist letztendlich auch eine Form des Mixing. Eine sehr grundlegende, aber es ist Mixing letztendlich. Und wenn man davon weitergeht, ist das kein Problem. Leuten auf die Finger schauen und sich einfach ausprobieren. Und ich finde, da braucht man auch kein zu teures Equipment. Wichtig ist eigentlich, wenn man sowas anfangen will, dass man selber darüber Musik hört. Man muss das kennen. Man muss wissen, okay, so klingt geile Mucke, weil also man wird generell eher so gute Musik von CDs hören. So klingt die auf meinem System. Und dann kann man sagen, hey, okay, wenn meine Musik so ungefähr klingt, dann weiß ich, ich habe was richtig gemacht. Ja. Da kommt man nicht um alle Fehler, sage ich mal, drumherum, aber man hat einen guten Orientierungspunkt. Ja. Abmischmonitore. Oh, sorry. Abmischmonitore, was ist das überhaupt? Und das verwendet ja viele, um die Tonspuren abzumastern. Muss ich das unbedingt haben, oder ist das zwingend als Musiker? Als Musiker sowieso nicht. Als Musiker, also ich bin jetzt so eher mehr in dem Bereich unterwegs, wo man sagt, der Musiker lebt live. Das Studio ist nur ein geringer Teil davon. Wenn man nur im Studio arbeitet, ist es klar, es macht durchaus Sinn, sich sowas anzulegen.
Prinzipiell gibt es aber da schon echt günstige und gute. Also ich sag mal so, ich würde, wenn ich tatsächlich Abmischmonitore holen will, dann würde ich mir 1000 Euro zurechtlegen und mir da zwei hinstellen, wo jeder Kopfhörer, wo jede Box 500 Euro kostet. Ja? Mhm. Da hat man dann schon eine Qualität. Also es kommt natürlich immer darauf an, was man nimmt, aber da gibt es ja wieder Tests und so. Da kann ich auch jetzt mal meinen Arbeitgeber zeitweise Delamar empfehlen. Da gibt es auch gute Testberichte oder man kann bei Amazon schauen, bei Thomann. Man kann einfach mit diesen Boxen schon ziemlich alles machen, was man braucht. Ja? Und wenn man dann sagt, okay, ich steige komplett ins Musikbusiness ein, dann wird man eh wissen, was man kauft. Mhm. Aber so wenn ihr euch Abmischmonitore holen wollt, nehmt 1000 Euro in die Hände, da habt ihr was, womit ihr lange glücklich seid. Ansonsten besorgt euch normale Hi-Fi-Boxen, mit denen ihr auch Musik hören wollt, ja? Oder halt, also das, was euch halt zur Verfügung steht. Aber ruiniert euch nicht damit, dass ihr euch so fette Boxen kauft. Auf der anderen Seite, wenn ihr für irgendwas Geld ausgeht, beim Aufnehmen, dann ist es auf jeden Fall Audio-Interface-Boxen, also dass ihr hören könnt, was los ist, ja? Alles andere ist zweitrangig. Ja, dass ihr ein gutes Mikrofon habt, ist zwar schön, aber wenn ihr das nicht gescheit abmischen könnt, dann ist es blöd. Ja, wenn ihr es nicht gescheit einstellen könnt, weil ihr es nicht richtig hört, ist es blöd. Deswegen gibt es eigentlich zwei Dinge, für die man nicht genug Geld ausgibt, oder drei Dinge. Ja, die Soundkarte, also sowohl die Vorverstärker als auch die Wandler, das ist jetzt ein Thema, könnte man noch weiter anschneiden, die Mikrofone und die Lautsprecher. Ja, und vielleicht noch Kabel. Ah, man kann eigentlich für alles Geld ausgeben, das ist blöd. Aber ich würde anfangen damit, das Abhören zu perfektionieren, weil wenn man das hat, da kann man auch viel mit Raum Verstellungen machen. Also je nachdem, wie man sich den Raum aussucht, wie man die Boxen im Raum aufstellt, kann man viel am Klang retten. Und da würde ich dran arbeiten. Also generell den Raum mal so zu bearbeiten, nicht so viel Geld investieren. Das macht teures Equipment macht nicht glücklich. Ja, also den einen Punkt würde ich tatsächlich raten, sucht euch ein Tutorial oder mehrere Tutorials mit Raumakustik. Das ist Gold wert. Wenn ihr das habt, dann ist schon mal das meiste gerettet und dann kann man es durch schlechte Technik zwar immer noch ein bisschen schlechter machen, aber ja, da wird gute Technik wenigstens gut klingen. Sebastian Schneider hat jetzt gerade ein Kommentar gepostet. Was hältst du eigentlich von Mixing, Mastern über Kopfhörer? Ist das überhaupt sinnvoll? Nö. Also, Mastern nicht. Mastern über Kopfhörer nicht. Mixen ist okay, weil, sage ich mal, wenn man die Möglichkeiten nicht hat, ist das eine gute Sache und man kann sich ja auch mal anhören, wie es auf dem Kopfhörer klingt. Dafür ist es gescheit. Aber die Hauptarbeit würde ich nicht über die Kopfhörer machen, aus dem Grund, weil man da quasi die räumliche Information so abgetrennt hat. Also man bekommt da das pure Signal rein und da das pure Signal. Wenn man Boxen hat, dann kriegt man Rauminformationen mit. Und das ist wichtig, weil die meiste Zeit werden wir Musik darüber hören. Ja? Mhm. Und man kriegt auch viel mehr mit in Richtung Stereobild. Das heißt, wo steht es im Raum? Ja? Das ist bei Kopfhörern teilweise ein bisschen komisch. Und außerdem, die Membranen sind nur begrenzt groß. Das heißt, deswegen gibt es auch meistens so große Boxen. Die Basswiedergabe ist manchmal nicht ganz in Ordnung und es ist schwierig. Wenn man über Kopfhörer tatsächlich mixen und mastern will, gilt genau dasselbe wie für Boxen, man kann nicht genug Geld ausgeben. Ich persönlich mische auch über die hier, die sind ganz billig. Die kosten, glaube ich, im freien Handel 20 Euro oder so. Das hat den einfachen Grund, weil mich meine Mitbewohner beziehungsweise definitiv meine Mutter sonst erwürgen würde, weil ich so lautes Zeug halt abmische und so. Und deswegen mache ich halt so ein bisschen so Rohmix, mache ich damit. Wenn ich dann mal Zeit habe, schalte ich die Anlage an und so und höre mir das Ganze im Raum an, mache dann noch Anpassungen und gucke halt, dass ich es irgendwie mit dem Kopfhörer hinbekomme. Ja, also ich habe kein teures Equipment. Ich habe keine teure Abmischmonitore. Das sind die alten Boxen, die mein Onkel vor 25 Jahren gebaut hat. Aber so an.
Das hört sich aber so an. Was, als ob ich... Ja, teures Equipment hast, genauso wie Marc. Nee. Ich habe absolut kein... Also, ich glaube, das, was Marc in seinen Rechner gesteckt hat, das unterbiete ich... Na, ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gesamtequipment unterbiete. Aber ich glaube, ich habe wesentlich weniger Geld ausgegeben als Marc. Also schon allein deswegen, weil ich weniger habe. Und weil ich CD-süchtig bin. Ich habe so unglaublich viel Geld für CDs ausgegeben. Das ist ungesund. Nee, aber ich kann mal zusammenzählen. Ich habe für alle meine Mikrofone unter 300 Euro ausgegeben. Und ich habe 7, 8... Ja, also ich habe dann immer so Bundles gekauft, wo da eh schon zusammen drin war. Also das sind billigste Mikrofone. Das, wie gesagt, war auch im Bundle, aber hat 20 Euro gekostet. Meine Soundkarte habe ich ein bisschen mehr Geld rein investiert. Die hat, glaube ich, 200 Euro gekostet. Und die Boxen, wie gesagt, habe ich von meinem Onkel. Die klingen jetzt nicht hundertprozentig linear, aber die waren damals schon gut. Die sind auch heute noch gut. Und da ich eh darauf immer Musik höre, mische ich darüber ab. Und es reicht. Also es ist, ich bin ja auch kein Berufstätiger. Ich mache das ja nicht als Beruf. Ja, wenn ich tatsächlich mal dann einen Song wirklich abmischen will, dann habe ich das Glück, kann ich zu Freunden gehen, die richtig coole Boxen haben und mir das darauf mal anhören. Ja? Hat nicht jeder dieses Glück, aber geht halt so. Mache ich aber ehrlich gesagt selten. Also, nö. Also die meisten Produktionen, die ich mache, da habe ich, gut, ich habe noch eine teure Investition, die tatsächlich da ist. Das ist ein Audio-Interface mit 8 Kanälen, was einen richtig guten Klang hat. Das hat 700 Euro im Handel gekostet, aber ich habe es auch über eBay 400 Euro bekommen. Ich kaufe kein teures Equipment und es klingt trotzdem gescheit, was ich mache, bin ich der Meinung. Naja, aber im Großen und Ganzen liegst du doch schon bei 2000 Euro Minimum. Mit allem, was jetzt, ja, das ist, ja gut, aber das hätte man nicht gebraucht. Also, ja, ja. Das ist halt, es ist halt so, man steigert sich danach dann rein. Genau. Nach und nach. Das kommt von selbst. Genau, also wenn ich jetzt rein Musiker gewesen wäre, dann hätte ich mit 300 Euro wäre ich dabei gewesen. Und zwar mit allem. Also sowohl mit Software, mit Audio-Interface, mit Kabeln, mit Mikrofonen. Hätte ich schon was machen können. Mhm. Aber nach einer gewissen Zeit kommt das dann, ja, genau. Dann jucken die Finger, dass das juckt einfach. So angefangen und so Sachen und darüber habe ich mir dann mehr Equipment zugelegt, weil ich es brauchte. Das ist dieser Trieb der Menschheit, man möchte es haben. Da gibt es einen eigenen Begriff, der sogar unter Studio, also unter Musikern, die sich sehr damit beschäftigen, verbreitet ist, nämlich Gear Acquisition Syndrome. Sich immer mehr Zeug kaufen, was man am Ende gar nicht braucht. Das hat irgendwie jeder Mensch. Das kommt nach einer gewissen Zeit. Und wenn du irgendwas gerne machst, steckst du das Geld irgendwie auch gerne rein. Ja. Und bei mir war es dann so, bei dem YouTube, es gibt auch ein anderes Thema. Man kann auch viel Geld in sein Auto stecken. So mal so als. Ne? Und da habe ich aber immer einen Punkt noch im Hinterkopf. So ein Auto ist ganz schnell im Arsch. Und dann hat man mit einem Schlag alles verloren. Man fährt einmal auf eine Disco und irgendein Penner schmeißt einen Hohlblockstein in die Kiste rein. Und der nächste Penner reißt einen die Anlage raus und damit ist alles weg. Deswegen bin ich dann zu dem Punkt gekommen, lieber in sowas investiert, das ist ein Hobby, das ist, weiß nicht, da man hat mehr davon. Gut, das muss dann jeder sowieso für sich entscheiden, wo er seine Kohle für rausschmeißt, aber deswegen, ich investiere lieber in YouTube als in sowas. Ja. Aber das ist jedem seine Geschichte. Der eine verqualmt, der nächste muss ich halt immer den neuesten Kinofilm im Kino angucken und verbrennt so seine Kohle und wieder ein anderer hat halt die fetteste Kiste von allen und lebt absolut runtergeranzt dafür, aber... Hier, Migotronic schreibt noch, ein Studio fürs Recording und Mastern kostet im günstigsten Fall ca. 100 bis 150 soll das K und 1000 sein? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal davon aus, 100 bis 150.000. Drunter bringt es nichts, gerade für CD. Ich weiß nicht, ob das mit dem 100 bis 150.000 so richtig ist, aber es stimmt natürlich, es ist nicht ganz billig. Billig. Also Mastern kostet Geld. Ich möchte sowieso generell mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wir steigern uns hier in Summen rein. Wir sind immer noch auf YouTube. Ja. Wir sollten erstmal mit dem Equipment ein bisschen mehr am Boden bleiben. Das geht zu hoch.
Ja. Weil das wird nichts. Das ist eindeutig zu teuer. Ja, für die Einsteiger nicht. Aber ich meine, es ist auch zu teuer. Auf YouTube. Ja. Aber selbst da ist das immer noch ganz schön hoch. Interessant, wenn Einsteiger das auch wissen können, wissen wollen, die auch in diesen Bereich einsteigen wollen und wissen dann schon im Vorfeld, was sie holen müssen. Ne? Ja, nichts. Ich habe auch nichts geholt, sage ich mal, jetzt von Boxen mäßig. Also ich meine, ich habe viel Geld ausgegeben, sage ich mal, für alles, was ich hier verwende, bestimmt so um die 2000 Euro, ja. Aber da habe ich ein komplettes Paket, mit dem ich schon verdammt viel machen kann. Ja, und ich habe mir halt gekauft, was ich brauchte. Deswegen, ich würde gucken, es möglichst billig hinzubekommen. Das macht euch am Ende glücklicher. Wenn ihr Spaß an Musik machen habt, dann werdet ihr Spaß am Musik machen haben, unabhängig davon, wie cool die Gitarre ist. Und wenn ihr eine teure Gitarre habt, ist das natürlich, dann das macht schon Spaß, ja. Es wäre auch cool, so eine zu haben, aber es wird euer Gitarrenspiel nicht verbessern. Mhm. Womit wir wieder am Anfang zurück werden. Also man merkt schon, dass der Grundgedanke kommt durch, letztendlich seid ihr es und das Ganze drumherum, die ganze Technik ist, wie ihr euch quasi rüberbringt. Wobei ich auch noch immer sage, solange wir uns auf YouTube bewegen, ist es vielleicht gar nicht mal zu interessant, zu professionell zu wirken. Denn auf YouTube sind meiner Meinung nach die professionellen Produktionen nicht die, die die meisten Klicks einsammeln. Ja, das stimmt. Also das ist, weil YouTube-User, Zuschauer, sind mehr die Fetzer, die wollen mehr, wenn der singt und rammelt von der Bühne, wirst du definitiv mehr Klicks sammeln, als wenn du ein perfektes Stück hinlegst wie Sahne. Du bist hier auf der falschen Plattform für sowas, definitiv. Man kann entdeckt werden auf YouTube, aber auf YouTube wäre es vielleicht doch mal wirklich sinnvoll, man spielt ein schönes Stück, man hat jetzt wirklich was Schönes geschrieben und nach einer Minute muss irgendwas passieren. Es wäre vielleicht sogar sinnvoll, hinter euch fliegt was weg oder ihr rammelt mit dem Stuhl um, währenddessen ihr das aufnehmt oder sowas. Und das bringt euch weiter voran, als definitiv nur sauber dahin zu spielen. Mhm. Das ist immer die Frage, wie komme ich auf YouTube überhaupt voran? Und alle, die wirklich sich zu sehr auf zu professionell eindocken, scheitern auf YouTube. Das sieht man auch immer sehr gut an den ganzen Profi-Kanälen auf YouTube, sage ich immer. Von den Kanälen, die wirklich von Firmen betrieben werden. Ich sage mal, das ist dieser Stock-im-Arsch-Effekt. Das ist zu steif. Und das will die Zuschauerschaft auf YouTube gar nicht sehen. Weil wenn ich YouTube schaue, schaue ich YouTube, weil ich jetzt runterkommen will. Ich komme von meinem Job, es war alles scheiße gelaufen heute wieder. Jeder hat mich voll genölt, weil ich bin da vielleicht noch gegen einen Bordstein gefahren heute, der Tag war einfach nur. Und jetzt gucke ich meine Videos und ich will ein bisschen unterhalten werden. Und wenn ich nur Musik hören will, brauche ich mitunter gar kein Videobild. Wirklich falsche Plattform. Weil Musik, wenn ich Musik höre, mache ich Folgendes. Ich setze meinen Kopfhörer auf, suche mir eine stille Ecke, mach mein Licht aus, mach vielleicht noch so ein bisschen Lightshow, leg mich zurück und mach die Augen zu. Und lass mich mitnehmen von der Musik. Das ist Musik hören. Wenn dann schon wieder Videobild dabei ist, ist schon wieder zu anstrengend für Musik hören, für mich. Okay. Ich dimm dann gerne so ein bisschen weg und entspanne mich bei Musik hören. YouTube will ich mich aber nicht entspannen, da will ich unterhalten werden. Ist jetzt meine Meinung, aber ich sehe das auch sehr stark, den Trend auf YouTube. Deswegen sind halt Sachen wie Gangnam Style. Das ist halt so ein kleiner Dicker mit einer Brille und. Ja, da ist auch ganz klar der visuelle Teil wichtig. Definitiv. Und bei mir, also ich muss ehrlich gesagt zugeben, wenn ich Musik höre, klar, lege ich eine CD rein. Aber wenn ich so neue Musik entdecke, dann macht ein Musikvideo viel her. Und gerade auch wenn das Video an sich cool gestaltet ist, bleibe ich vielleicht eher mal da. Ja, also es gibt manche Musikvideos, ich finde die Künstler nicht so toll, ja. Nicht so spannend. Aber ich finde das Musikvideo wahnsinnig genial. Und jetzt kommt der nächste Punkt, jetzt will ich gerade mal da einhaken bei dem, was du erzählst. Jetzt findest du das eine Musikvideo wirklich toll. Würdest du jetzt den Kanal abonnieren? Schwierig, ne? Na, ja, stimmt. Das ist das Problem bei YouTube. Du hast jetzt, das Video war wirklich geil, die Musik war wirklich geil, war einmal frei. Aber will ich jetzt nächste Woche von dem wieder ein Lied hören? Tja, das ist eine gute Frage. Das ist dieser, warum sollte ich einen Musikkanal abonnieren? Und deswegen sage ich immer, lass das mit dem Gedanken, nur diesen Musikkanal zu betreiben. Der Musikkanal ist ein Nebenkanal in meinen Augen. Es ist eine Nebentätigkeit. Auch wenn das viele nicht hören wollen oder vielen nicht schmeckt,
Nur Musik bringt euch nicht voran. Ja, stimmt. Es wäre vielleicht doch sinnvoll, ich will jetzt nicht Flock absolut favorisieren, der könnte was anderes machen. Vielleicht ist einer wirklich witzig. Oder jemand hat ein echt interessantes Leben. Macht so eine Art Real-Life-Show, wem das liegt. Und dann, Junge, der hat ja einen guten Vlog-Kanal, der hat einen guten Let's-Play-Kanal, der hat einen guten Weiß-der-Teufel-was-Kanal. Wie koche ich einen Schnitzel, wenn ich die Pfanne mir auf den Kopf hau? Und ach, der macht ja auch Musik. Oh, abonniere ich mit. Das zieht's vielleicht weiter. Ich sehe das ja auch auf meinem Kanal, dass ich auch nicht viel weiterkomme mit meinem Kanal, weil ich mache zwar Beats und sowas alles, Musik, und ich glaube, ich weiß auch, dass ich auch nicht viel weiterkomme als jetzt, also noch viel, viel weiterkomme, weil Marc hat da schon recht, dass dann Musik... Das bringt dich nicht voran. Und es gibt noch... Besser rübergebracht werden. Ja, es gibt noch ein ganz großes Problem bei der Musik. YouTube leitet eure Videos nur über die Suche weiter. Also Google-Suche, YouTube-Suche, vorgeschlagene Videos. Und da habt ihr bei Musik ganz, ganz schlechte Karten. Hm. Weil die Takes sind... Was will ich denn da reinschreiben? Entweder ich nehme falsche Takes, das erkennt YouTube irgendwann und schmeißt mich raus. Oder ich mache mir halt Takes, ja, ich nenne jetzt mein Lied, ich rülps im Schrank rechts, das ist vielleicht noch ein Titel, der uns weiterbringt. Und hoffe, dass mich das irgendwie hochpusht, aber im Großen und Ganzen schwierig mit YouTube mit Musik auf YouTube hochzukommen. Da habt ihr sogar mit Let's Play bessere Chancen. Hm. Weil ihr einfach, ihr habt keine Takes. Ja gut, aber da ist es, also was Tags angeht, kann man schon noch was machen. Also was man zum Beispiel machen kann, man sucht sich ähnliche Künstler raus. Ja, also man weiß, so klingt meine Musik, ich hau die Künstler in die Tags. Das funktioniert relativ. Ja, ist aber schon wieder ein leichter Verstoß gegen die Take-Regeln. Ihr dürft nämlich keine Takes reinschreiben, die nichts damit zu tun haben. Ja, aber sie haben ja was damit zu tun. Du suchst dir das Genre aus, das kannst du zum Beispiel in die Tags schreiben. Und das wird euch die klingende Bands raus. Und dann sagst du darfst aber nicht die Künstlernamen mit einbeziehen. Du könntest vielleicht vielleicht einen Titel eines Songs einbeziehen, aber niemals die Künstler. Das wäre schnell, ich bin gleich aus. Wieso darfst du das nicht? Also, es könnte schwierig werden. Es könnte auch zum Nachteil werden, weil YouTube dann merkt, dass du einen Take eingefügt hast, der eigentlich doch mit dem Video nichts zu tun hat. YouTube seiner Meinung, Google seiner Meinung. Und das spült dein Video noch weiter nach unten. Ja, das kann natürlich sein. Aber ich sag mal so, wenn den Leuten das gefällt, ja, also da ist es dann auch wichtig abzumessen. Nehmen wir mal an, ich mache Metallica-ähnliche Musik. Ja, das klingt auch so ähnlich. Ja, ich weiß, die Fans mögen auch Metallica. Warum das nicht da reinhauen? Kleine Warnung noch, auch die Takes können den Content-ID-Filter auslösen. Ja, gut. Es ist alles so ein... Absehen, ja. Kleines... Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, was ich bei relativ erfolgreichen deutschen YouTubern gesehen habe, zum Beispiel, ich glaube, Equitas ist relativ erfolgreich. Was der gemacht hat, ist, also es hat nicht unbedingt was mit Text zu tun, aber er hat thematische Lieder produziert. Er hat gesagt, hey, okay, ich stehe auf Videospiele, ich mache zu dem Videospiel mache ich einen Song. Oder zu ACTA mache ich einen Song. Weißt du, er hat thematische Songs gemacht. Das haut ja dann rein, dann bist du ja auf eine Schiene auf und dann kannst du mitsurfen. Das knallt. Genau. Das würde wirklich, vor allen Dingen, dann hast du wirklich was die Leute finden. Jetzt im Moment ist ACTA groß und jetzt im Moment, dann wird das auch gut vernetzt, das funktioniert. Aber da hast du das Problem halt als normaler Musiker, das ist schwer. Gefunden zu werden ist wirklich schwer. Weil einfach das Angebot sehr groß ist. Genauso wie bei Let's Plays. Ich würde nicht Let's Plays anfangen, weil es gibt zu viele davon. Och, warum nicht anfangen? Ich sag mal so, du hast eh schon einen YouTube-Kanal und riech doch mal rein. Ich kann es mal ausprobieren, wie das wird. Dann, wenn du auf die Fresse geflogen bist, kannst du immer noch aufhören. Meine Meinung. Mhm. Probieren, ich will keinem was zu bieten, was zu probieren. Das kann durchaus sein, du läufst nur gerade so geil um die linke Ecke in dem Spiel, dass das alle Welt sehen will. Mhm. Aber probier es doch einfach aus. Das ist sowieso das auf YouTube. Ich würde mal sagen, probier es aus. Und das ist immer meine Empfehlung, ist immer ein bisschen gegen die Google-YouTube-Empfehlung. Man sollte erstmal einen Kanal sich auf YouTube machen, einen, und dann erstmal alles ausprobieren, was man überhaupt macht.
vielleicht nicht nur mit der Musik anfangen. Ich meine, wir sind jetzt hier in dem Thema, wie mache ich Musik auf YouTube und so, aber vielleicht denke ich zwar, dass ich gut Musik mache, aber vielleicht ist Musik gar nicht mein Ding. Macht Musik und macht auch alles andere erstmal auf dem Kanal. So habe ich es. Das ist eigentlich die Geschichte, wie ich auf M1 Molder gestartet habe. Ich habe einfach alles gemacht, alles Mögliche. Bis dann halt irgendwann meine Fans mich in den Arsch getreten haben und gesagt, ey, ich habe dich doch wegen den Heimwerker-Videos abonniert. Wieso machst du denn jetzt so einen Mist schon wieder? Und dann habe ich halt mir einen zweiten Kanal gemacht und dann mache ich den Mist jetzt weiter, das ist M-Molder Video, und mache halt auf den einen mehr doch so diese Praxisgeschichte. Dann findest du deinen Weg schon, das zieht dich dahin. Vielleicht ist es gar nicht, muss halt jeder auch sehen, vielleicht ist es gar nicht so gut, zu sehr einen steifen Gedanken im Kopf zu haben, wenn man auf YouTube anfängt, wenn man denn erfolgreich werden will. Das sage ich immer so, als, weil manche wollen vielleicht gar nicht erfolgreich werden, die machen YouTube-Videos wie Tweets. Ich blase meinen Krempel in die Welt raus und wer sieht, sieht und wer nicht, der sieht es halt nicht. Aber ich sag mal so, jeder hat so ein bisschen im Hinterkopf, ich will gesehen werden. Mhm. Auf lange Sicht freut sich jeder über Klicks. Keiner wird Nein sagen. Ja, wäre es vielleicht doch. Ja, aber das ist eine Bestätigung, ich mache doch irgendwie doch ein bisschen das Richtige. Und das ist ganz schwer, jetzt auf YouTube überhaupt noch den Weg zu finden, da was anzubieten, was noch zu gesehen wird oder was nicht irgendjemand anders schon auch irgendwie in der Art gemacht hat. Ich habe, also hier schreibt Blue Dolphin 2002 DD, ich habe einen Musikkanal und glaube, bin damit sehr erfolgreich, beziehungsweise habe meine Zielgruppe gefunden. Okay, das ist sicherlich auch eine allgemeinere Frage. Wie findet man seine Zielgruppe? Hast du eben schon ein bisschen angesprochen, Marc? Also da kann ich wirklich, wie gesagt, probiert alles aus und irgendwo landet ihr. Oder landet auch nicht. Das hat auch, ich sage immer klipp und klar, das hat wirklich was mit der Persönlichkeit zu tun. Es gibt halt Leute, die verkaufen sich und es gibt Leute, die können machen, was sie wollen, die verkaufen sich nicht. Die können sich Mühe geben wie Sau, die will halt, ich will sie halt nicht sehen. Ich weiß nicht warum, das habe ich auch manchmal so ein Gefühl, du hast da wirklich jemanden stehen, der gibt sich wahnsinnig Mühe, das merkst du wirklich. Aber wenn ich schon das Video anklicke, habe ich habe dieses Gefühl, ich muss weg hier. Und wenn du diese Aura ausstrahlst, hat sich schon erledigt. Mhm. Und das kann man wahrscheinlich gar nicht antrainieren, nehme ich an. Okay. Oder du bist wirklich im falschen Thema. Mhm. Ich weiß, dass gerade diese Sachen wie Musik, Motteln, Let's Plays oder diese ganze Standardsache, das ist das, was jeder machen will. Und jeder versucht sich da drin auch ein bisschen und jeder denkt halt auch, er ist ein bisschen guter drin, aber das wird halt sehr schwer werden, da hochzukommen. Oh ja. Aber in dem Sinne muss auch jeder YouTuber, wie ich finde, und auch jeder Künstler in gewisser Weise ein Stück weit auch Schauspieler sein. Also ja. Auf der Bühne, das heißt nicht umsonst Show, ja, also muss, im Englischen. Du hast eine Show, du zeigst was und du verkaufst dich da. Ja. Wenn ich in meinem Tutorial irgendwie rede und so Witze mache, so bin ich normal auch nicht. Ja. Im Hangout ist es schon viel eher erkennbar. Aber auch da bin ich mir bewusst, hey, okay, da gucken jetzt ein paar Leute zu, die reden mit dir und du redest mit Leuten über hunderte von Kilometern entfernt. Ja. Also man verkauft sich da irgendwie. Und das ist nichts Negatives grundsätzlich, aber ich glaube, das kann man sogar ein bisschen lernen. So ein bisschen schauspielermäßig zu sein, okay, wie strahle ich mich aus und wie vor allen Dingen lerne ich zum Beispiel weniger zu stottern oder so. Ja, einfach, das ist, glaube ich, Übungssache. Und was ich, das ist schade, dass er jetzt weg ist, bei Sir Trash Nerd stark gemerkt habe. Am Anfang hat er sich einfach so ausprobiert und so geredet und es war stinklangweilig. Ich habe ihn damals mal abonniert, weil ich halt ihn über die Hangouts kannte und dachte mir, oh, der ist ja so langweilig. Ich habe mir das auch gedacht. Ich habe seine Videos nie angeguckt. Ich hatte mir das auch gedacht. Boah, das ist so langweilig, ich habe ihn deabonniert. Ja. Und dann ging eine Zeit vorbei, wir haben normal die Hangouts gemacht, ich meine, er wusste das wahrscheinlich gar nicht. Und irgendwann kam da eine seiner Let's Rage Videos und da habe ich mir angeguckt und dachte, boah, da hat sich aber was verändert. Da habe ich gedacht, hey, okay, das ist eh so ein bisschen dein Bro, abonnierst du den wieder. Ja? Und seitdem gucke ich auch öfter seine Videos. Also ich glaube schon, man kann das auch durch viel Übung anlernen. Ja? Also ich würd's auf jeden Fall jedem raten zu versuchen, aber ich kenne genauso gut Leute, denen würde ich niemals sagen, geh vor die Kamera, weil das ist nicht deren Ding. Aber die ich jetzt kenne, die wollen das auch gar nicht. Und das ist voll okay. Was für mich halt wichtig ist, aber das ist wieder eine sehr inseltechnische Erfahrung nur von mir,
ich möchte die Person hinter dem Mikro sehen, irgendwann mal. Das ist für mich extrem wichtig. Habe ich Kanäle, wo ich ewig nur eine Stimme höre und nie die Person sehe, da muss diese Person wirklich sehr, sehr, sehr guten Content liefern, damit ich dabei bleibe. Sonst werde ich irgendwann gehen. Okay. Das bei mir, für mich ist die Person hinten dran sehr, sehr, sehr wichtig. Ich muss irgendwann mal ein Bild haben. Ich brauche seine Mimik. Mhm. Das ist halt für mich extrem wichtig. Deswegen habe ich extrem wenig Kanäle abonniert, wo ich niemanden nie gesehen habe. Und wenn ich ihn wenigstens mal in einem Hangout gesehen habe, die Person, ich brauche ein Bild dahinter. Das ist sehr wichtig für mich. Okay. Deswegen ist auch Let's Play ganz schlecht bei mir angesehen in der Hinsicht. Da sind diese Mischvideos wieder ein bisschen besser. Wenn jemand mal macht deine Let's Plays, macht deine Tutorials, wo kein Mensch dich sieht, aber dann doch mal irgendwie, und wenn du einen Vlog-Kanal hättest, weißt du, dass ich wenigstens, ich muss die Person sehen, um sie einschätzen zu können. Das brauche ich einfach. Also dann ist es wieder dieser Social-Media-Aspekt, dass YouTube eben nicht nur eine Videoplattform ist, sondern in erster Linie auch ein soziales Netzwerk. Genau. Ich brauche das halt sehr. Andere wieder weniger, aber... Hm. Wie zum Beispiel Semba-Video kriegt das gut hin, auch ohne Bild. Der macht das einfach auch schweinegut. Da kann man wirklich nicht mehr viel sagen, der macht das top. Aber das so hinzukriegen, auf das Niveau, wird sehr schwer. Anstrengung. Hm. Extreme Anstrengung. Gut. Noch andere Themen? Daniel? Virtual Dub? Hast du ja schon gesagt, ne? Virtual Dub, oh, Virtual Dub ist ein... Du meinst, ich mach ja irgendwann mal Virtual Dub Tutorials, aber das ist, glaube ich... Du meinst ja, mit Virtual Dub kann man gut schneiden. Man kann gut schneiden lernen. Aber man kann... Also ich habe sehr lange Videos mit Virtual Dub geschnitten. Das liegt aber auch daran, dass ich einen anderen Prozess hatte. Ja, bei mir musste nicht viel geschnitten werden. Ja. Wenn du große Projekte schneidest, dann kommst du nicht ohne, was weiß ich, ein Magix oder ein Sony Vegas oder ein Adobe Premiere. Also irgendwas, was mehrere Spuren hat und wo du einfach Sachen zusammengeschieben kannst. Da kommst du rein aus künstlerischem Eindruck, kommst du da nicht dran vorbei. Also Virtual Dub ist ein tolles Tool, um schnell Videos zu produzieren. Also so, ich habe mir da so ein Avisynth-Skript vorbereitet, da brauche ich nur mit ein Bild kurz malen und mit Audacity was aufnehmen, ziehe die Audiospur und das Bild zusammen, lade das Skript in Virtual Dub, drücke auf den Knopf und schon habe ich ein komplettes Ankündigungsvideo. Damit habe ich zum Beispiel dieses eine Hangout-Ankündigungsvideo, was ich heute rausgenommen habe, geschnitten habe. Yeah. Das hat mich in der Produktion her 10 Minuten gekostet. Ja, und dann nochmal 5 Minuten fürs Hochladen. Für sowas ist Virtual Dub unglaublich genial. Da würde ich in dieser Zeit würde ich nicht mal einen Film in Sony Vegas geschnitten bekommen, in der Zeit, in der ich das schon da oben hatte. Ja? Für so Kleinigkeiten ist Virtual Dub super. Und für wenig Schnittarbeit und mal schnell ein paar Filter drauslegen und mit so einfachen Presets bearbeiten. Mhm. Dafür ist es gut. Ich würde damit keinen Spielfilm schneiden und ja, alles, was so diesen Charakter hat, was viele Schnitte braucht, würde ich nicht machen. Mhm. Tutorials, wenn man gut und flüssig spricht, auch noch denkbar. Aber ich bin jetzt auch, also einfach weil ich die Möglichkeit hatte, auf Sony Vegas umgestiegen, weil es bot sich halt an. Aber ich habe bis zu Mitte dieses Jahr, Sony Vegas erst im Mai diesen Jahres, glaube ich, zu benutzen begonnen. Und zwar, als ich die neuen Videos gemacht habe, wo man sieht, okay, das ist jetzt nicht mehr einfach nur der Klick da was zusammen, sondern da gibt es plötzlich Kamerafahrten und so. Ne? Also die Kamerafahrten, die kamen mit Sony Vegas dazu. Vorher habe ich nie was gemacht. Aber da hatte ich schon 450 Abonnenten, ja. Also ich habe es nicht gebraucht dafür, um besseren Content zu machen. Und die Videos, die so produziert sind, ja, mit Kamerafahrten und alles, wo noch alles besser gezeigt werden und so, die kommen gut an. Aber die werden nicht so häufig geklickt wie das, was ich am Anfang mit Virtual Dub ein bisschen zusammengeschnitten hatte und Ton synchronisiert hatte, ja. Mhm. Das ist eine Video, was mich quasi, also was mir die Hälfte meiner Abonnenten beschert hat, ja. Das war einfach, weil ich da mich da spontan hingesetzt habe und das gemacht habe. Und in einem Zug, das ist ohne Schnitt. Also das ist, für mich war das der Beweis, okay, es zählt nicht, wie tolle Produktionsqualität du hast, sondern du musst am Anfang des Videos einen dummen Witz reißen. Das war echt der Grund, warum mich manche Leute abonniert haben. Die haben dann drunter geschrieben, geil, reißt du direkt einen Witz.
Und sofort nee, Abo oder so. Aber genau da ist der Punkt, den Marc schon wieder erwähnt hat, Unterhaltung. Also, was du machst, es kommt besser, wenn du ein bisschen Witz reinbringst, wenn du ein bisschen deinen eigenen Charakter reinbringst, wenn du die Leute unterhältst. Dann kommt es besser. Und genauso ist es auch mit der Musik. Ja. Mhm. So viel zum Thema Virtual Dub. Also, ja. Ich kann das Programm empfehlen, wenn man so kleinere Sachen machen muss, wo man nicht so viel Schnittarbeit hat. Ist klasse. So, der Sebastian Schneider meinte, erzähl doch mal was über DAW-Controller. Was ist denn das? DAW-Controller sind, also, das ist quasi, du hast da so gewisse Kontrollen. Also beim Mischpult zum Beispiel kannst du auch Lautstärke hoch und runter drehen, so mit so einem Fader, und kannst irgendwelche Knöpfe drücken und so. Ein DAW-Controller hat halt den Vorteil, der hat auch so einen Fader oder einen Drehpoti und du hast ein viel besseres Gefühl dafür, wie sich dieser Fader bedienen lässt, wie beim echten Mischpult. Und es gibt zum Beispiel so Sachen wie Automation. Das heißt, du über den Zeitverlauf des Songs kannst du zum Beispiel die Lautstärke einer Spur anpassen, ne? Oder kannst die Gewichtung eines Effekts irgendwie verändern. Und dafür ist das halt toll, weil es in diesen DAWs die Aufnahmefunktion gibt und dann kannst du tatsächlich die Bewegung dieses Faders aufnehmen. Mhm. Und dadurch wirkt es extrem natürlich und du kannst extrem einfach so richtig schön klingende Sachen machen. Es ist wie ein cooler Controller. Also zum Beispiel, was weiß ich, also das ist jetzt natürlich wieder so ein bisschen Schleichwerbung, aber ich habe nicht viel mit Konsolen zu tun, aber ich habe gemerkt, okay, es gibt solche Controller und es gibt diesen speziellen Controller von dieser Firma, ja, und der lässt sich besonders gut bedienen, ja. Du kannst das alles auch mit der Tastatur machen und mit einzelnen Mausklicks und so, es geht alles, aber es ist nicht so angenehm. Und dafür sind die DAW-Controller da, aber ist nicht notwendig. Wäre das Letzte, was ich kaufen würde, wenn ich Musik machen will. Ich habe keinen. Deswegen. Also. Nötig, unnötig? Nicht nötig, aber cool zu haben. Also ich hätte ihn gerne. Habe ich heute wieder gemerkt, wenn ich mir so das eine Video von so einem Typen angucke, der Mixing macht, der dann einfach mal so richtig das schön smooth umherzieht. Ich fände es cool, aber ich leiste mir erst das, wenn ich alles andere, was ich mir kaufen will, gekauft habe und das ist noch weit hin. Ja. Gut. Sonst noch was? Jetzt können wir mal wieder über Mikrofone reden, oder? Ja, ich wollte gerade Herr Molter anklicken. Ach so, ja. Ich hatte wieder was reinschmeißen hier. Wie nennt sich das Mikrofon links im Bild? Wie heißt das eigentlich? Fachsprachlich? Ja, genau das. Das ist einfach nur, das ist eigentlich weniger ein Mikrofon, das ist ein Rekorder. Ein Rekorder mit verbauten Mikrofonkapseln. In dem Fall das Zoom NH2. Ich benutze halt solche Mikrofone gerne. Ja, das ist halt weniger für den Musikbereich als mehr für Leute, die halt Interviews machen. Let's Plays machen, alles irgendwie machen und nicht 1000 Mikrofone kaufen wollen. Ich habe hier immer meinen Rekorder dabei, kann meine separate Tonspur aufnehmen. Ich kann sehr nah an mich dran bringen. Die Kamera kann ganz weit von mir wegstehen. Und ich bin immer der Meinung, umso näher das Mikrofon an mir dran ist, bis zu einer gewissen Grenze, umso besser wird mein Ton. Und das kann man halt mit den Rekordern schön regeln. Und ich bin auch immer der Meinung, dass eigentlich fast alle Kameras, die hier so unterwegs sind, bis 1500 Euro, seien es Spiegelreflex, seien es Camcorder, was auch immer, mit angesteckten Mikrofonen einfach nicht vernünftig funktionieren. Teilweise pegeln die selber aus. Man hat immerzu irgendein Rauschen drin, was die Kamera auslöst, nicht das Mikrofon. Aber immer sehr viele Leute, die mich dann anschreiben, oh, bei dir klappt das mit dem Mikrofon gut, ich habe es bei mir auf die sauteure Kamera drauf gemacht und es rauscht. Und das ist definitiv die Kamera dran schuld und nicht das Mikrofon. Weil viele Kameras pegeln ja auch automatisch in dem Ton rum oder haben irgendwelche Filter drauf oder so ein Kram. Und das kann man halt mit diesen Aufnahmerekordern schön umgehen. Was auch schön ist, diese Aufnahmerekorder, ich sage mal so, für den Laien ist das sowieso ein kleines Tonstudio, was da drin ist. Man kann sehr viele Sachen mit dem Rekorder einstellen, schon im Vorfeld. Ich gehe jetzt nicht zu sehr in die Profi-Sache rein, aber man kann zum Beispiel Windgeräusche unterdrücken. Besser, als es meistens die Kamera kann. Man kann Rauschfilter rauflegen, besser, als es bei der Kamera geht und besser, als es bei irgendwelchen Diktiergeräten geht. Wenn ich den Rauschfilter von dem
Recorder, die ich hier verwende, ob es eine Zoom ist, Dashcam oder was auch immer, das hört sich einfach besser an als diese anderen Rauschfilter, auch die Rauschfilter von den billigen Programmen. Da habe ich immer, habe ich damals auch schon mit dir damals drüber geredet. Das hört sich dann immer an wie 1000 Meilen unter dem Meer. So, wenn man das übertreibt mit dieser Rauschfilterung. Und das hast du bei den Geräten irgendwie weniger. Das ist irgendwie stimmiger. Das stimmt tatsächlich hört sich besser an. Ja, das liegt an diesen Vorverstärkern. Also in der Kamera, die kümmern sich auch gar nicht um Sound und so. Und deswegen sind diese Vorverstärker extrem billig. In den Audiorekordern, da ist wirklich ja nur das Mikrofon drin und Vorverstärker. Und deswegen sind die meistens höher qualitativ als die Kamera. Ja. Und was auch sehr gut ist, jetzt gerade bei dem hier, es ist extrem rumpelunempfindlich. Wenn ich zum Beispiel ein richtiges Großmembranmikrofon nehme oder irgendwas und stelle das so vor mich hin und mache ein Let's Play, dann brauche ich eine wahnsinnig gute Spinne und sollte das am besten schön an der Angel schön weg von meinem Schreibtisch haben. Denn wenn ich hier so mache, ist alles scheiße. Und wenn ich hier dieses Zoom nehme, das hat nur so ein paar blöde Gummifüße unten drin. Ich nehme aber an, das hat was mit dem Aufbau des Mikrofons zu tun. Und ich kann was dran schrauben und kann es in eine Spinne stecken oder ich kann es einfach auf meinem Schreibtisch stellen. Und wenn ich es einfach auf den Schreibtisch stelle, entkoppelt es besser als in der Spinne. Und es koppelt wesentlich besser als meine ganzen Großmembranmikrofone. Mhm. Es nimmt diese ganzen Tastaturgeräusche nichts mit, weil die ganzen Vibrationen sind weg. Ja. Und da hat sich jemand wirklich hingesetzt und hat sich Gedanken gemacht, wie er das alles in ein Gerät kriegt. Und das ist immer gerade, ich gehe jetzt nicht auf den Profibereich, wirklich für YouTuber ist das geil. Du brauchst dir nicht zu viel Kopf, um das Equipment zu machen. Es gibt ein paar Regeln, die sollte man einhalten. Es ist vielleicht auch mal ein Popschutz nicht schlecht oder so, aber das Mikrofon nimmt viele Fehler weg. Zum Beispiel das Mikrofon ohne Popschutz poppt weniger als meine Kondensator- oder Großmembranmikrofon teilweise mit Popschutz. Mhm. Das nimmt das weg. Also brauchst du im Prinzip nur diesen Rekorder. Das ist ja sozusagen ein Allround-Talent. Ja. Für YouTube gut. Für super Profis wird es dann irgendwann zu einfach, was das ist. Oder das kann nicht alles. Oder das ist. Aber für Musiker ist das, finde ich, ein guter Einstieg. Weil ein Einstieg, ja. Du kannst, also was ich zum Beispiel, also gerade so Singer-Songwriter, so du hast eine Gitarre, hast eine Sängerin. Oder das hab ich letztens, das finde ich ganz witzig, habe ich letztens mit einem Künstler hier aus der Umgebung gemacht. Ich habe einfach meinen normalen Rekorder genommen. Der kostet 100 Euro oder so. Ja? Also nicht mal das teuerste. Stativ dran gestaubt, irgendwie gescheit gehört, okay, wo klingt es in dem Raum am besten? Hab den spielen lassen, das Ding aufgestellt, aufgenommen und dann einfach, das ist ja eine Stereotonspur, ja? Hab das Ganze aufgenommen, ein bisschen abgemischt, klingt super. Klingt besser als die meisten Aufnahmen auf YouTube. Und das nur mit so einem billigen Ding. Also wenn man da sich ein bisschen, das alles könnte man mit Audacity machen. Und das ist eine super Sache, finde ich, auch für Musiker. Das heißt, wenn man sich ausprobieren will und wenn man in dem Bereich ist, also man kann mit so einem Ding keine Band aufnehmen, aber so Singer-Songwriter zum Beispiel, so einen Field-Recorder aufstellen, einfach mal ausprobieren, ein bisschen spielen, ein bisschen mit der Positionierung spielen, da kann man auch ganz viel machen und dann ist es das. Und ansonsten halt Do-it-yourself-Lösungen finde ich auch gut. Also ich meine, du hast jetzt gesagt, du hast das Problem mit deinem Rekorder nicht, aber ich zum Beispiel, ich benutze ja hier dieses Großmembran-Mikrofon, weil es halt immer noch, wie ich finde, irgendwie für meine Stimme einen besseren Klang hat, ja, also wesentlich besser zu hören ist. Ich habe mir so ein altes und so 3 € Mikrofonstativ einfach hier an die Seite gestellt. Ja, das ist vollkommen vom Tisch weg und ich kann da jetzt hier draufhauen, ja. Und da ist das Mikrofon ist da relativ wenig belastet, ja. Und generell ist es auch so bei so Mikrofonen, man braucht diesen Popschutz deswegen, weil man nah ans Mikrofon kommt, weil sonst klingt der Ton nicht gescheit. Weil ich meine, wir haben alle keine Studioräume und je weiter man weggeht, desto mehr Raum nimmt man quasi mit dem Mikrofon auf und den Raum will man eigentlich nicht hören. Ja, deswegen also so nah wie möglich. In manchen Fällen schon, das ist ganz klar, aber jetzt so, um die reinen Signale aufzunehmen, macht man das nicht. Und deswegen ist einfach der Tipp zur Mikrofonierung, gucken, möglichst nah ranzugehen, da hat man auch mehr Bass und so, und das nennt sich Nahbesprechungseffekt. Und halt vielleicht ein bisschen am Mikrofon vorbei singen, weil dann hat man nicht dieses Ja, deswegen habe ich ja meine Mikros immer meistens so 45 Grad neben mir stehen. Da bläst man nicht so direkt ein.
Ja, was ist denn eigentlich ein Popschutz? Wie funktioniert der eigentlich? Ich weiß, was ist ein Strumpf. Nochmal erläutern für die Zuschauer. Also ich zeige dir kurz, wie das funktioniert. Das ist ganz witzig, weil ich wollte mal so ein Do-It-Yourself-Video machen. Und da habe ich hier eine Tüte. Und da habe ich von meiner Mutter alte Nylonstrümpfe. Und hier so ein Schaumstoffring, das kann man auch mit diversen anderen Sachen machen. Und ich nehme gerne Drahtringe, die kann man schön biegen. Da hat man auch gleich seinen Arm dabei. Das ist auch wunderbar. Oder Kleiderbügel. Ja. Kleiderbügel gehen diese auch. Diese Drahtkleiderbügel. Ich habe jetzt das hier genommen. Das wäre jetzt ein bisschen aufwendig, das ganz durchzuschieben, aber im Prinzip, was das ist, ist das hier. Und wenn ich jetzt da so, ich weiß nicht, ob man das gescheit sehen kann, aber... Ja, da, vor allen Dingen hier hast du sogar noch einen doppelten. Genau. Wenn ich jetzt hier reinrede, also das ist im Prinzip dasselbe Phänomen. Das wird einfach, das bremst den Schall, indem es vom Schall in Schwingung versetzt wird und die Energie wegnimmt. Wenn ich jetzt hier mache, dann, ja, dann knallt es. Vibriert alles. Genau, und wenn ich jetzt hier das Ding vormache, viel weniger. Ah. Und das ist es. Also deswegen, sowas, dafür würde ich keine 20 Euro ausgeben. Ja, du hast dasselbe wie ich, das ist unter 20 Euro. Ja, das kann gut sein, weiß ich nicht. Aber 12. Ja, ich hatte es halt im Bundle dabei, deswegen... Ja. Das dürfte das Billigste sein, was im Moment war. Ja, kann gut sein, aber... Es reicht vollkommen aus. Genau, ich würde da kein Geld für ausgeben, wenn es euch halt zu peinlich ist, so irgendwie sich, wie heißen die, so Socken zu besorgen. Ist okay, aber da würde ich 10 Euro vielleicht maximal für ausgeben und dann war's das. Also, ja, das ist auch fies bei den Dingern, weil die Dinger sind richtig teuer teilweise. Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen. Ja, gut, musst du lange, lange suchen, um unter 20, 30 Euro zu kommen bei den Dingern. Ja, da gibt es dann teilweise die auch noch aus Metall und so und da hast du dann halt ein bisschen mehr Bass weggenommen. Mhm. Also es hat, die sind dann akustisch noch mehr optimiert, aber es ist nicht relevant, meiner Meinung nach. Ja, also hier kann man wirklich selber basteln. Ja, also auch, ich bin der Meinung, auch in größeren Tonstudios, dieses bisschen Bass, was du dann mehr oder weniger hast, das macht auch nicht aus. 22:10. Oh boy. Dankeschön, Handy. Ja. Man guckt gar nicht, das, mehr, guckt gar nicht mehr auf die Uhr und das Handy sagt es uns. Ja, es gibt eigentlich noch eine andere akustische Maßnahme, die es dann noch gibt, das sind diese Windfälle. Die sind aber eigentlich nur, die sind für Musiker eher nicht interessant. Ich benutze sie halt sehr gerne, aber auch irgendwie habe ich das Gefühl, die machen auch den Ton ein bisschen dumpfer. Ja, das stimmt. Und deswegen nehme ich sie auch gerne indoor. Besonders bei Ansteckmikros. Ach so, ja, das stimmt natürlich, weil diese ganzen, also ich meine, das habe ich jetzt hier gerade nicht, weil hinter mir so eine Decke aufgestellt ist, aber das seht ihr oft in Räumen, so viereckigen Räumen, wo so viele leere Flächen sind. Wenn ihr da mal klatscht, Reflexion. Genau, dann gibt es Reflexionen und dann macht es so BAM, so irgendwie so Flatter-Echos und so. Das kann man damit wunderbar loswerden, weil die halt besonders in den oberen Frequenzen zu hören sind. Also dafür ist das auch nützlich. Aber ich würde es nicht so gerne machen, weil, also dann lege ich lieber Teppich auf den Boden aus und so. Oder auf der Decke halt, oder wo es halt dann, sage ich mal, freie Flächen sind. Gilt für Studio. Genau, weil ja, ich sag mal so, in den Höhen ist ja auch noch Information von der Stimme oder von der Gitarre oder was weiß ich enthalten. Also es ist ja, es interessiert uns ja als Musiker, so einen seidigen Klang zu haben. Dafür ist es schon cool. Aber für Sprachaufnahmen, da braucht man, also das ist generell mal interessant zu wissen, können wir ein bisschen mal sowas, so Equalizer-Kunde machen, so was, welche Frequenzen braucht man für was. So Stimme und so Sachen sind so, ja, zwischen, ja, 1000 und 5000 Hertz, irgendwo dazwischen, so in etwa. Diese ganzen Mitten, die sind für die Sprachverständlichkeit verantwortlich. Ja, dann kann man oben so in die Höhen, so bis 10.000 Hertz, da kann man noch so ein bisschen Klarheit reinbringen. Dann gibt es halt noch diesen tiefen Bass, wo man so, da muss man echt vorsichtig sein. Ich würde da eher ein bisschen mehr wegnehmen, weil es doch sehr rumpelt teilweise. Aber da kann man manchmal noch so einzelne Frequenzen verstärken, die dann die Stimme besonders warm klingen lassen. Aber generell, was man so sagen kann, so gerade bei billigen Sachen, das ist ganz sinnvoll, unter so, ja, sag ich mal, 80 Hertz ist grob geschätzt, muss man ein bisschen abhören.
aber da kann man alles mit einem Equalizer wegschneiden. Also alles, was tiefer ist, so 10 Hertz und so weiter, einfach rausnehmen. Das interessiert eigentlich niemanden, das rumpelt nur und macht nur Probleme. Wenn man das rausnimmt, außerdem kann es passieren, dass es bei so billigen und so kleinen Membranen von so zum Beispiel Bildschirmlautsprechern, dass, also wenn man da sehr viel Bass drin hat, dann kann es sein, dass das verzerrt. Also dann, das habe ich letztens gesehen bei einem Video, das war ganz süß, Stimme professioneller, tiefer klingen lassen, hat er gemeint, ah ja, mach mal Bassverstärkung, mach mal 20 dB irgendwo da unten rein, ja. Das klingt dann professioneller, weil tiefer, wärmer. Und da hat dann einer gemeint, ja, das kratzt bei mir total. Und das stimmt einfach so, weil wenn du kleine Membran hast, dann wird das nicht so angezeigt, sondern die fängt einfach an, wild zu flattern und kratzt überall. Und deswegen einfach, da unten kann man einfach alles wegnehmen. Ja, das macht die Stimme nicht professioneller, das macht sie ein bisschen dumpfer. Genau. Ach, übrigens, Handtücher gegen Grumpel war klasse. Ach so, okay, also Tippgeräusche. Wenn man die loswerden will, kann man ein Handtuch drunter legen. Unter das Ding. Das wo kriegst du die Kommentare? Ich sehe da keine. Ich krieg die über Twitter. Felix Beuster schreibt mich an. Das ist. Eine Stunde beendet. Hier auf YouTube, aber hier sind auch neue Kommentare reingekommen. Da stand gerade, die Übertragung des Hangouts wird in einer Stunde beendet. Und jetzt? Was? Ja, stand da. Wir machen zu lange hier. Ja, überziehen schon richtig. Furchtbar. Die Ersten sagen auch schon hier, ich bin wieder draußen. Dabei verpassen die so viele wichtige Informationen. Ja, das ist halt die Länge des Contents. Irgendwann hat man einfach keine Zeit mehr. Die Themen, die wir hier machen, würden sich in mehreren Videos besser machen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, so hat man wenigstens einen groben Überblick. Aber er hat schon so viel Zeit, das anzugucken. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, das wird sich jetzt keiner so wirklich bis Ende angucken, außer die Zuschauer, die jetzt gerade... Nö, aber wir haben eine tolle Watchtime, du. Nicht prozentual, aber absolut auf jeden Fall. Aber das fand ich interessant. Also die prozentuale Watchtime, meiner Erfahrung nach, macht nicht so viel aus wie die absolute. Die absolute ist auch interessant für die Werbekunden, weil ich habe ein sehr langes Video, von dem nur 25% geschaut werden, aber das kommt saugut an, auch im Suchalgorithmus. Und ich habe sehr kurze Videos, die bis zu 70% teilweise geschaut werden, im Durchschnitt. Und die sind gerade so auf der zweiten Seite von YouTube gelandet, bei diesen Suchbegriffen halt. Ja, es gibt auch noch andere Faktoren, die mit reinzielen. Ja. Die Watchtime ist zwar mitunter gewichtig, aber es gibt noch andere Dinge, die mit reinziehen. Ja, und es braucht auch eine Zeit, dass ein Video mal zündet. Also wenn du es nicht von Anfang an schon... Kommt drauf an. Oder? Also viele Videos brauchen lange, bis sie zünden. Ja. Manche zünden aber auch wirklich gut gleich. Ja, das kommt einerseits aufs Video an, andererseits auch auf deine Reichweite. Also, und auf das Thema. Ja, klar. Wenn es viel gesucht wird... Dann schlägt es ein. Das ist auch gerne, wenn man Themen auf YouTube abhandelt, die eigentlich auf YouTube nicht vorhanden sind. Und die viel gegoogelt werden, ist man meistens sofort auf erster Stelle. Ja. Aber es ist sehr schwer, da Nischen zu finden. Ja, die Leute, die jetzt gerade eine Nische gefunden haben, die haben halt eine Markenlücke gefunden. Ne? Ja, die wird nie wieder frei. Nee. Gronkh mit seinen Let's Plays. Julians God Battle. Wie ist das? Die Markenlücken, die immer gar nicht so. Dein Ton wird gerade sau schlecht irgendwie. Ich stehe dich fast gar nicht mehr. Test, hallo. Soundcheck. Besser? Ja, warst vielleicht ein bisschen weiter vom Mikrofon. Weit weg, ja. Achso, ich hab's gedacht. Ja, gut. Seit wann kann man denn Hangouts nur ab? Ich weiß nicht, wie lange haben wir denn schon? Wir haben schon. Okay, schon knapp drei Stunden. Wow. Ich glaube, das ist der längste Hangout on Air, in dem ich mal gewesen bin. Wirklich? Ja. Gab's noch längere hier auf YouTube? Nee, das war jetzt der längste Hangout, glaube ich, in dem ich mal schon mal gewesen bin. Migotronic sagt, er schaut bis zum bitteren Ende. Cool. Okay. Gut. Werden denn jetzt irgendwann mal auch Klicks bei Hangouts und Airs angezeigt? Das war mal die ganze Zeit so, dass die Klicks nicht zu sehen waren. Weiß das mal jemand? Hat sich das mal irgendwie geändert? Bei den alten Hangouts,
aber ich glaube, die werden das nie wieder, also die werden das niemals freischalten, irgendwie habe ich das Gefühl. Weil wenn es technische Probleme wären, dann wäre es schon behoben. Ja, aber das hat mit dieser scheiß blöden Live-Übertragung in Deutschland wahrscheinlich was zu tun. Bisschen absichern. Meinst du den Tricks? Der Hangout? Hm? Du kannst siehst sie, du kannst Andra. Du kannst sie einsehen. Ja, du. Ja, wir alle. Auch andere. Ja. Ihr müsst einfach auf die Veranstaltung gehen, abgeschlossene, und dann müsst ihr auf diesen Control-Panel gehen. Hier, Moment. Ich zeig ja, du, das kannst du sehen, aber hier zum Beispiel, nee, ich sehe es immer noch nicht. Und der Hangout ist schon, wie alt ist der schon? Der ist noch von 2012. 28.09. Sinn und Unsinn von Hangouts. Ha. Ah, das waren noch Zeiten. Nee, aber ich kann es nicht sehen. Scheint nicht so zu sein. Aber warum ist das so? Apropos, kannst du ja mal sagen, wie viele Leute gerade online sind und gucken. Das müsstest du auch sehen können, oder? Ja, 7 Leute. 7 Leute? Ja. Okay, waren das mal mehr? Davon sind wir 3. Ja, wir sind so auf 15 Leute hochgegangen im Laufe des Hangouts. Okay. Immerhin. Ah. Ja, ich so viel Rummel war ja nicht, aber ja, hier alles, die haben Leute, die da jetzt dabei waren, die haben hier jetzt ganz viele Secrets eingesider. So, ne? Infos. Ja, Mann. Ja, die haben gerade echt Stoff für gut 20 Tutorials locker auf einen Schlag bekommen in 3 Stunden. Das ist gut verdichtet. Ich fand auch, das war echt ein recht sinnvoller Hangout. Aber was würdet ihr denn sagen, dass ich das jetzt, dass ich das Hangout dann auch privat stelle und mir das Zeug runterlade und dann irgendwie schneide nach Thematik oder wie? Ich würde den vielleicht ganz oben lassen und dann nochmal ein paar thematisierte Videos draus machen. Ja. Einmal der volle Content mit dem Hammer und dann halt nochmal schön einzeln rausfiletiert. Ja. Also das heißt, ich soll das Hangout in vollen oben lassen und dann... Ja, klar. Kannst du also, noch mal ein paar Scheibchen rausschneiden, wieso nicht? Ja, das ist vor allen Dingen auch so ein super Vorzeigesache für zukünftige Gäste, die du irgendwann mal einladen willst. Weil, ich sag mal so, Hangouts haben eher einen schlechten Ruf auf YouTube, weil meistens nur Kack gelabert wird. Aber ich fand jetzt, der hatte viel Gehalt. Also, kannst du dir überlegen. Also, ich würde es an deiner Stelle oben lassen und halt neue Leute einladen. Mhm. Ja. Und dann halt mal präzisere Themen nehmen und mir Gäste dafür einladen. Ich meine, das war jetzt so ein Versuch-Hangout, aber Audio- und Videoproduktion für Einsteiger ist halt so, hey, wir machen mal alle Themen, die auf YouTube irgendwann mal irgendwie behandelt wurden. Mhm. Ich meine, es ist logisch, dass das 3 Stunden waren, dass man da viel drüber reden kann. Ich meine, Hangout zwischen Hangout und Audio- und Videoproduktion für Einsteiger gibt es ja noch gar nicht, ne? Was? Oh, doch, müsste schon gehen. Die Thematik jetzt. Also, guck dir mal, kennst du Creator Lab? Ja. Ja, genau, die hat ja, also bei der sind ja nur Hangouts drauf gewesen, aber da haben wir, also viele der Themen, die wir heute besprochen haben, haben wir da schon mal durchgekaut. Ja. Echt? Aber so konzentriert ist das natürlich wahrscheinlich noch nicht jetzt auf YouTube. Was macht sie eigentlich? Mit Kinder betreuen. Sie hat eine Stelle, soweit ich weiß, soweit ich informiert bin. Aber sie hat gemeint, dass sie heute irgendwie zuschauen wollte. Oder sie hat es zumindest auf Twitter geteilt. Kommentar bitte, sind Sie da? Mal gucken, ein neuer Kommentar. Ich, Blue Dolphin, nee, ich glaube, das ist einfach, weil das gerade versetzt ist. Nun ja. Also weil das zeitlich versetzt ist, weil wir ja quasi früher. Wir sind früher und dann auf YouTube ist es etwas später. Die Leute es sehen, ne? Also ja. Nicht wundern, wenn wir zu langsam auf Kommentare antworten. YouTube ist schuld. Ja, das dauert, bis das alles so ein bisschen verarbeitet ist. Nun ja. Ja, wunderbar. Ja, Thema Mischpulte. Ich denke mal, das Thema müssen wir nochmal einwerfen. Ne? Oh Gott. Ja. Als Live-Musiker brauchst du ein Mischpult. Als Musiker, der aufnehmen will, brauchst du kein Mischpult. Weil, also wofür? Du machst ja alles, was du in einem Mischpult machst, auch, kannst du auch in der DAW machen, also in der Digital Audio Workstation. Du brauchst ein Mischpult nur, wenn du Live-Musiker abmischst, wenn du ein großes Tonstudio hast und wirklich so ein fettes Ding haben willst, dann ist das sicherlich auch sinnvoll. Aber wenn du im Home-Recording bist, dann nimmst du deine Sachen auf und bearbeitest sie in der DAW und brauchst kein Mischpult. Ja. Ich hab eins, aber was ich damit mache ist, wenn ich Live-Recordings habe, mische ich damit die Drums
und schiebe einen Stereokanal in mein Audio-Interface rein, weil ich sonst zu wenig Eingänge habe. Mhm. Dafür habe ich das. Oder halt direkt für live. Ja? Oder wenn wir in der Bandprobe sind, dafür ist das auch gut. Aber wenn du Musik produzieren willst, brauchst du keinen Mischpult. Nochmal, wenn ich Musik produzieren mache, dann Musik mache, brauche ich keinen Mischpult? Ja, man nimmt ja eh alles einzeln auf. Genau. Nimmst alles einzeln auf und mischst es dann zum Schluss zusammen. Oder nimmst du alles mit einem Schlag auf? Ich nehme gar nichts auf, ich habe Samples. Ja gut, dann ist ja, es sowieso egal. Dann ist es total egal, ja. Dann sonst kaufst du dir Samples. Dann sparst du dir so viel Geld für Equipment und gibst es dann für Samples aus, die du niemals verwendest. Nee. Vielleicht nehme ich mal auf Vocals und sowas alles. Gesang oder sowas ähnliches, aber das sind dann alles schon vorgefertigt werden, ja. Die muss ich dann nicht nochmal bearbeiten oder so. Aber ich habe in meinem FL-Studio dann diese Samples, Kickdrums, Snares, habe ich alles schon in einem Programm drin. Und da muss ich nicht hier besorgen oder so. Was war denn eigentlich mit diesem einen Video, was du mal hattest, wo diese zwei Mädchen da irgendwas gesungen hatten? Wie hieß denn das nochmal? Irgendwo im Park? Ja. Ach, das war gut. Wie heißt das nochmal? Das war, glaube ich, Queen Divina, ne? Die so eine Blonde war das? Ja, ja. Die Blonde, ja. Ja, das habe ich wieder rausgebrochen aus dem Wunsch und wollte das nicht mehr, weil. Schade. Das, wenn du sowas produzierst, das würde funktionieren. Das Problem ist, da steckt halt Schweinearbeit drin, ne? Hm. Aber das ist was wirklich richtig gut funktionieren würde. Ja. Da also passt alles zusammen. Musikvideos mit Rappern. Also das hast du ja öfters gemacht. Also, erstmal, du hast die Fanbase des Rappers plötzlich, die sich für deine Sachen interessieren könnte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, die Rapper finden, also die finden es auch geil, quasi da präsentiert zu werden, ja. Und werden dementsprechend dafür sorgen, dass ihr Video auch überall mal landet. Oh, ich habe viele Klicks. Bah. Also, du kannst auch die Kollaborationspartner, die du quasi hast, für die du arbeitest, auch dazu nutzen, um deinen Content weiter zu verbreiten. Da ist eh ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig angesprochen haben. Zusammenarbeit. Also, ja. Das, was wir jetzt machen, Hangout, ist auch eine Form von Eigenpromotion eigentlich. Das hier Last Side Living mit Edding draufgeschrieben steht, das ist, damit nachher denkt, hey, vielleicht sieht es jemand und sagt, hey, ich gebe auf Google Last Side Living ein, hey, das ist ja sein YouTube-Kanal, hey, den kenne ich ja. Dann lässt man ein Abo da oder was weiß ich, oder guckst ein Video an. Völlig egal. Aber diese Kleinigkeiten, mit Leuten zusammenzuarbeiten, ja, sich auf anderen Kanälen blicken zu lassen oder mit den Leuten halt was zu machen. Also was ich zum Beispiel bei allen meinen gut laufenden Tutorials gemacht habe, ist, Leute, schickt mir mal Dateien ein, die Rauschen enthalten. Oder Problem, ich kann dir sofort eine schicken mit meinem Headset. Ja, genau. Oder schickt mir eine Datei, die irgendwie, weißt du, die ich verbessern soll. So, das war so mein Video, wo ich durchgestartet bin. Da habe ich mal einen Einwurf zu. Ist dir da schon mal was aufgefallen, wenn du solche Aufrufe machst? Es kommen immer dieselben Leute. Ja, das sowieso. Du kannst tausende von Zuschauern haben, mitmachen will keiner. Nee, das ist völlig klar. Aber die Leute sind auch alle in meiner Abo-Box. Die findest du alle rechts oben bei mir auf dem Kanal. Und das sind auch die Bros, mit denen ich permanent was mache. Ja? Das bist du, das ist gut, Felix Beusser jetzt weniger leider, aber der, mit dem unterhält man sich halt über viele coole Sachen. Und ansonsten, ja, High Vision und durch die Bank alles Leute, mit denen ich irgendwann mal was produziert habe, irgendwann mal was gemacht habe. Aber irgendwie, es schließt sich immer wieder das Kreis, es sind immer irgendwie dieselben Leute. Ja. Du kannst so viele Zuschauer haben, wie du willst, du kannst Aufrufe starten, wie du willst. Aber das sind auch die Leute, die produzieren. Also, jetzt mal abgesehen von einem Kanal, weil den kenne ich halt persönlich, der hilft mir halt immer bei den Videos und so. Bleistift hier an dieser Stelle, ein Shoutout. Ja. Sonst sind alle selber Produzenten und haben mindestens mal 100 Abos, die meisten so im Tausenderbereich, weil die Leute selber was produzieren. Aber ich verstehe es auch bei vielen Zuschauern nicht. Ich habe auch schon viele Aktionen, wo ich mal aufgerufen habe, mach doch mal was oder antwort mir mal oder irgendwas. Und ich habe auch selber sehr viele Zuschauer, die eigentlich hochkommen wollen. Wieso? Ich würde diese Gelegenheit doch nutzen. Einfach nur kurze Videoantwort oder so. Wieso machen das die Leute so wenig? Weil vor allen Dingen, das sind Videos, da brauchst du überhaupt keine Arbeit. Das reicht mit einer Webcam sogar. Ja, aber das musst du auch mal machen. Und da haben doch, die Leute ein bisschen keine so trauen sich nicht. Die trauen sich nicht irgendwie, habe ich manchmal so das Gefühl.
Das wollte ich auch sagen. Ja, das hängt vielleicht mit diesem Hater-Phänomen zusammen, was natürlich wieder so nervig ist. Also, dass einfach viele Leute dadurch blockiert werden, dass sie Angst haben, sich zu präsentieren. Und das ist natürlich doof, weil dadurch gehen ganz viele Talente verloren. Weil wenn nur so sage ich mal, Dickhäutige auf YouTube unterwegs sind, geht viel auch an Leuten verloren, die, sage ich mal, andere Qualitäten haben. Ja, man muss auch erstmal das überwinden, wenn man den ersten extrem negativen Kommentar gekriegt hat. Viele kriegen das wirklich oben dann klar nicht weg. Das haut wirklich viele sehr aus der Bahn. Ja. Ich habe es bei meiner Frau auch gesehen, wo dann die ersten Kommentare gesehen habe. Ich habe gesagt, hier, komm, einfach löschen, ignorieren. Und am besten wirklich gar nicht drauf antworten. Ja. Weil damit stichelst du die Leute übelst an. Ja, dann bin ich dann ein bisschen anders. Ich gehe da frontal rein. Man versteht dich gar nicht. Ja, es bist komplett weg. Ich habe gesagt, dann bin ich da ein bisschen anders. Ich gehe da frontal rein, wenn mich da jemand bereit ist. Das kann ganz gewaltig nach hinten losgehen. Ja, also komplett sein lassen. Das musst du richtig gut abschätzen können. Aber ich sag mal so, du bist ja auch mehr so im Rap unterwegs. Und ich will jetzt kein Vorurteil über diese Musikrichtung machen. Nee, mach ruhig, also ich höre auch. Die sind da schon eher so, sage ich mal, Kopf deine Mutter und ja. Ja, ja. Und fick deine Familie und so. So in dieser Richtung unterwegs. Und ich glaube, da ist das auch nochmal eine andere Situation, weil wenn da so ein Shitstorm losbricht, da hast du direkt 300 Kommentare darunter von irgendwelchen Fanboys, aber diese 300 Kommentare sind 300 Klicks auf dein Video und 300 Klicks auf deine Werbung, ja. Also kann man auch mitspielen. Aber wenn du auf YouTube anfängst, ist es die dümmste Idee, auf diesen Hater einzugehen, weil der macht dir alle Videos zur Sau. Voll mit so einem Kack und es ist nicht so wichtig für den Suchalgorithmus, aber es ist vor allem wichtig für jemanden, der auf dein Video kommt und da so einen roten Balken sieht unten. Das haben sie jetzt zum Glück ja weggemacht, aber also dass es nur noch weiß ist, das finde ich schon mal eine gute Sache. Aber weißt du, einfach die Reputation ist nicht so cool da, wenn jemand darunter schreibt, ey, dein Video ist kacke. Ja? Deswegen ist die beste Sache einfach, okay, selbst wenn gar kein Kommentar da ist, ist besser, als wenn da so ein mieser Kommentar steht. Einfach löschen, nicht drauf eingehen, den Typ vielleicht noch blockieren, wenn das wieder macht. Ja. Weil das Problem ist auch, wenn du die anstichelst, fangen die dann an und sticheln zurück und du weißt aber nicht, wie die reagieren und wann die reagieren. Die fangen dann an und wüten total herum. Das ist ja eigentlich der Sinn, wenn du jetzt stichelst, dass der auch zurückmacht. Dass der, ja, dass der sich genau da einlässt, wo ich ihn haben will. Der möchte, ich will ja, dass er sich dabei aufregt. Ja, und das ich da in diesem Niveau mit runterlasse, weißt du? Ich bin ja ganz anders, aber Also ich würde es lassen, ich habe es prinzipiell, also bei einem habe ich es mal gemacht, glaube ich, also ich hatte generell sehr wenig so miese Kommentare, aber einer hat irgendwann mal geschrieben, du bist so behindert oder so. Und das fand ich ein bisschen scheiße, aber rein wegen dem Wort behindert, ja. Also ich meine, ich benutze es auch öfters mal irgendwie, was ich eigentlich an mir selber auch nicht so cool finde, weil es halt einfach schon einen diskriminierenden Hintergrund hat. Und da habe ich ihn halt angemault, aber danach auch direkt blockiert, dass er nicht darauf antworten kann und so und einfach ihn vom Kanal gescheucht. Aber prinzipiell bin ich gut damit gefahren, die 2-3 Hater-Kommentare, die ich mal hatte, zu löschen und ich habe sonst nie wieder was bekommen. Ja? Also, wenn du blockierst, wie soll er denn noch weiter schreiben? Hä? Soll er ja nicht mehr. Wenn du blockierst, dann kann er auch nicht weiter. Kann auch nicht, ja, der Typ jetzt. Aber ja. die anderen drei Hater habe ich noch nicht mal blockieren müssen oder so, ja? Also die Kommentare wurden erstmal schon runtergedrückt, Daumen runter und was weiß ich, von den Leuten. Also die haben das schon selber gefiltert. Aber die interessieren sich dann auch gar nicht mehr dafür und dann gehen die weg. Also ja, die wollen, dass du drauf reagierst. Und wenn du nicht drauf reagierst, haben die nichts davon. Und dann sind sie weg. Bist du schnell los eigentlich. Ja. Das Problem ist, manchmal ab einer gewissen Größe sollte man auch sehr vorsichtig sein, mit welchen Leuten man sich dann einlässt. Du hast dann wirklich manche Fanboys, die steigern sich so in die Scheiße rein, dass die vielleicht, die versuchen dich auf allen Ebenen zu verletzen, die ihnen zur Verfügung steht. Und ich sage mal so, irgendwann wirst du so groß sein, dass du vielleicht dann Fanboys hast, die setzen sich ins Auto und fahren bei dir daheim vorbei. Ja, das ist... Das geht dann zu weit, ja, weißt du? Und deswegen... Wir wieder und Julians Blog, ne, als er Kritik an Julian macht und auf einmal hier die Leute, die Kinder auf seinen Kanal kommen und ihn zuspammen und sowas alles. Es gab ja noch früher ganz, ganz übel Hate-Videos von ihm, also von anderen Fanboys. Und die haben ja extra Videos entwickelt, um das Video halt zu schaden und wurden richtig
Keine Ahnung, ich kann es nicht ausdrücken. Ja, das ist dann immer alles noch sehr weit weg, wenn die Leute dann erst neben dir stehen und spinnen rum. Das ist immer das Problem. Das sollte man dann ganz weghalten. Sonst schläfst du nur noch mit der Schrotflinte in deinem Kopfkissen. Ja. Aber das ist insofern auch immer so schwierig. Also ich meine, gerade wenn man, im Prinzip, man muss ja ein Impressum auf YouTube angeben. Ja. Da muss man sich dann irgendwie rumbasteln. Also was ich ganz cool fand, was Creator Lab gemacht hat, ist, sich so ein Postfach zu besorgen. Hilft nicht für ein Impressum, ist wertlos. Ja, genau. Ja, das Scheiße. Hat, aber das ist zumindest mal was, wo, weißt du, wo, was du vorschieben kannst, was irgendwie, weißt du, was quasi als Vorbasis quasi gilt. Also die Leute stoßen auf die Adresse und dann hängst du unten in kleiner Minischrift irgendwo dein Impressum hin. Bei YouTube werde ich eh noch ein bisschen vorsichtig sein in dem Impressum, solange da noch niemand abgemahnt worden ist auf YouTube, würde ich da noch keins hochdübeln. Ja, klar. Also das ist völlig klar, aber der Punkt ist, wenn du selber eine Website hast... Und dann bist du dabei, definitiv. Oder Facebook schon, Facebook reicht schon. Ja, dann ist wirklich gut, du mietst irgendwo eine Besenkammer an. Ja, das stimmt natürlich. Was anderes funktioniert nicht. Ja. Ach ja. Phänomen. Dann mal viel geschwätzt. Gibt's noch was? Ja, liebe Zuschauer, habt ihr noch Fragen oder so? Fragen. Ja, jetzt musst du eine Minute warten. Hätte man natürlich am Anfang stellen können, ne? So. Das ist generell mal eine gute Idee, also so direkt mal ein paar Zuschauerfragen reinzunehmen. Ein Hangout nur für Zuschauerfragen machen. Oh, unmöglich vielleicht. Ja, das ist stimmt. So Questions and Answers live. Lässt dir 5-6 Leute ein zu allen möglichen Themengebieten. Lass laufen. Oh ja, das ist cool. Das finde ich eine gute Idee. Also ich wollte ja eh mal einen monatlichen Hangout machen, so mit ganz verschiedenen Leuten zu aktuellen Themen einfach. So eine Art Talkshow einmal im Monat. Da könnte man eigentlich so ähnlich gestalten. Finde ich eine coole Idee. Naja, mal gucken. Wir müssen jetzt ja eine Minute warten, bis diese Fragen reinkommen, sofern überhaupt noch welche reinkommen. Ja, es sind noch 5 Zuschauer da. Ja. 5 Zuschauer. Also noch 2. Das hängt noch zwischen 6 und 10. Immer okay. So und 11, 10, 7. Immer so unterschiedlich. Jetzt sind 5. Immer so unterschiedlich. Ja, uns zählt es bestimmt auch mit, oder? Ja, gut. Ja. Ihr werdet ja nicht als Zuschauer gezählt. Nein? Nein. Wir werden nicht als Zuschauer gezählt? Nein. Okay. Ihr seid ja nicht im Stream. Das ist ja der Stream hier. Ah, doch. Aber stimmt. Nee, ich bin nicht im Stream. Ich weiß nicht, ich habe nur die Kommentarseite. Ja, okay, dann bist du, glaube ich, wirst du auch glaube ich, als Zuschauer gezählt. Das weiß ich nicht. Alle, die im Stream sind, werden als Zuschauer gezählt. Okay. Aber halt das ist ja interessant, auf Hangouts wird jetzt auch Werbung geschaltet. Ach echt? Ja, ich weiß. Weil ich das eingestellt habe. Ah, okay. Ja, wird die schon live reingeschaltet? Nein, die musst du extra ein... was musst du da ja, die wird, wird da vorgeschaltet, bevor der Livestream startet. Ach so, ja gut, dann macht Sinn. Weil mittendrin wäre sowieso doof. Oder dann müsste dann, na gut, ihr müsst die Werbung kommen und müsste dann halt zeitversetzt weitergehen. Ja. Wir haben hier noch, wie viel? Aber Werbung wird nicht automatisch beim Hangout aktiviert, ne? Das müsst ihr in diesem Control Room machen bei der Veranstaltung. Das müsst ihr alles extra aktivieren. Hm. Zum Beispiel hier Anspruch erheben, dies, das und so, kennt ihr ja selber. Okay. Ja. Wird nicht viel rausweisen, nehme ich an hier. Nee. Gut. Ja. Irgendwie so keine weiteren Fragen von... Doch, hier 2 neue Kommentare. Ach doch, ja. Keine weiteren Fragen, eure Ehre. Genau. Ach, Felix, der hört doch zu. Boyster. Ja. Der... Last Night Living, ja. Kooperation gut. Mit Last Night Living, wie wär's? Was? Ja? Was? Wo? Ja. Hauptsache, der Felix hat mich verstanden. Ja. Gut. Das war jetzt mal so ein ganz weiter, grober Überblick. Überall mit der Spitzhacke reingehackt. Ja, genau. Aber ich meine, ich finde es ein guter Einstieg, kann man sich mal durchgucken. Was könnte man jetzt noch machen? Das könnte man aus Spaß noch billiges Equipment rumzeigen. Nee, jetzt nehme ich mal Waschbrötchen und klatsche es mir ins Gesicht. Ja, das irgendwas Blödsinniges. Millionen Klicks. Ja.
garantiert. Gut. Ist aber schön. Es hat Spaß gemacht. Hm. Der erste Hangout, wo wir quasi durchgehend geredet haben, wo es keine wirklichen Sprechpausen gab. Ach, anfangs habe ich mich gefühlt. Das sind immer so Startschwierigkeiten. Ja, die ersten 15 Minuten sind immer scheiße. Das ist normal. Wobei man das sicherlich ändern könnte, wenn man irgendwie so einen Moderationsplan hätte, das Ganze ein bisschen durchgeplante machen. Ja, das hat irgendwie noch nie funktioniert. Hat es noch schon jemand irgendwann mal so richtig gemacht? Geplant hatten es schon viele, aber irgendwie ist das dann immer so nach 10 Minuten alles flöten gegangen. Weil irgendwie hat man sich in irgendeine Richtung weggelabert. Ja, das ist ja in Ordnung, aber dann kann man ja sonst wieder anders zurückkommen. Also ich fand, Daniela von Creator Lab hat es ziemlich gut gemacht, dass sie dann immer wieder mal, kommen wir zurück zu Bananenschalen und so. Also die Hangouts haben auch immer Spaß gemacht, aber ich fand jetzt, das hier war irgendwie sehr, sehr konzentriert. Vielleicht auch, weil ein Thema vorgegeben war, was so irgendwie machbar war. Ich hatte jetzt könnte gedacht, man mal einen Hangout drüber machen, wie macht man einen Hangout? Ich hatte jetzt gedacht, jetzt würdest du sagen, das Hangout war jetzt ein bisschen entfertig. Das Hangout war total miserabel, war alles scheiße und der Moderator, hey. Ja, hast du nie gesehen. Ja, das ist sowieso das Schlimmste. Aber auch guck dir mal das Foto an. Das ist doch irgend so ein Schwerverbrecher oder so. Ja, ich sehe immer aus wie so ein, weiß ich. Ja. Genau wie mein Perso, ich sehe aus wie so ein Knasti oder so. Ja, sowieso. Ich hab nicht so das Lächeln, ich weiß nicht, ich kann nicht so lächeln. Ja. Ich hab nicht so die Grinsebacke. So wie andere. Ja. Aber gut. Gibt's sonst noch was zu sagen? So, nochmal gucken, ob Kommis checken. Nicht so wirklich. War ich auch so ein Sturm gestern? Ja. Ja, also so, es war nicht so heftig wie vor ein paar Wochen, dieser... Ah, hier war es extrem schlimm. Ja. Hier ist alles kurz geflogen. Echt? Ja. Nachbarort hat es komplett zerlegt. Ui. Nee, also bei uns hat es auch ordentlich gestürmt, aber es sind keine Dachziegel runtergefallen. Doch, hier hat es gerockt. Hier ging richtig eine Windhose runter mit allem drum und dran. Ja, so ein bisschen Wirbelsturmanflug habe ich auch gesehen. Aus dem Sandkasten drüben beim Sportplatz hat es geweht, aber das hat sich dann relativ schnell wieder gelegt, als der Regen kam. Also ich nehme an, das war das Schlimmste, was hier in der Region überhaupt jemals runterkam. Krass. Ich glaube, was bei uns nicht. Das letzte Mal haben wir bei uns Hagel gehabt. Ich glaube, das war letzter Woche. Hagel war eigentlich moderat, das war nur... Solche Körnchen. Da kamen richtige Hagelkörner runter. 5,5 cm waren die dick. Ja, gut, da geht schon was kaputt. So Golfbälle. Ja, richtige Golfbälle. War das bei euch auch so? Nee, also bei uns war es kleiner Hagel. Bei uns war das Wind. Der Wind war das Problem. Der Wind war an manchen Stellen, du hast das zwar nicht gesehen, aber das sah wirklich aus, als wenn jemand einen Staubsauger über Objekte gehalten hat. Das war mit einem Schlag Dach weg. Baum weg. Auto weg. Aber so richtig so punktuell immer. Ja, ich habe einen Bekannten, der betreibt die Website wetterfotografie.de. Der ist auch da unterwegs, also der ist so Stormchaser, der fährt so den Gewitterstürmen hinterher und macht Fotos und so. Da sind sie auch mit ihrer Sache ins Fernsehen gekommen, weil sie halt so richtig diese richtig fetten Golfbälle fotografieren und filmen konnten und so und konnten das auch verkaufen. Und das Geld ist alles dafür draufgegangen, das Auto wieder zu reparieren, weil es da überall Hagelkörner reingehauen hat. Aber es hat sich für ihn gelohnt, weil er hat an einem Tag, also an diesem Gewitter, es war nicht gestern, das war, ich glaube am Montag, weiß gar nicht, aber es ist diese Woche gewesen, da hat er auf seiner Facebook-Seite an einem Tag 2000 Likes bekommen, auf einen Schlag. Das hat ihm, also das war schon für ihn eine sehr gute Sache. Also auf jeden Fall können wir festhalten, ich glaube Hangouts sind ab 4 Stunden begrenzt. Ja, das ist gut zu wissen. Auf jeden Fall. Hier, Boyster sagt noch, die Go-Talks sind relativ gut strukturiert. Was sind die Go-Talks? Bitte in die Kommentare schreiben. Noch eine Frage hinterher. Sind Hangouts begrenzt an Felix? Herr Boyster ist eh. Wie? Vielleicht sagt er das, ob er genaue Indizien hat, ob das jetzt die Hangouts begrenzt sind. Ja, wenn du auf den Stream gehst, dann siehst du, da ist so ein Player, so ein richtiges, so eine Timeline, weißt du? Mhm. Und die ist hier fast schon am Ende angekommen. Also ich gehe mal davon aus, die sind auf 4 Stunden begrenzt. Mhm. Macht auch Sinn, weil irgendwie ab 4 Stunden ist dann wirklich
das Thema durch, was du durchkauen wolltest, würde ich mal sagen. Ja, das kann man, hey, man kann in die Vergangenheit gucken, witzig. Okay. Ja, könnte man auch noch vollkriegen, aber ich denke, ja, wir haben jetzt ziemlich alles zusammen. Möchte, jetzt haben wir schon über das Wetter geredet. Ja, jetzt geht es über das Wetter, da ist vorbei, das ist dann. Ja gut, war sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Jo. Dann würde ich sagen, einfach schließen wir den Abend ab. Genau. Und verabschieden uns. Ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr so zahlreich Zeit hattet. Gerne. Hoffe vielleicht auf das nächste Hangout. Ich weiß aber nicht, ob ich nochmal ein Hangout mache. Wie gesagt, also ja, auf den Kanal, wie gesagt, ich muss das mal gucken. Ich bin immer der Meinung, wenn sie zu oft kommen, die Hangouts, zündet nicht. Das muss wie so ein Schmankerl sein. Immer mal, ja, wird es zu oft. Die Sahne auf dem Kakao. Ja. Gut. Dann würde ich sagen... Herr Wolfgang schreibt auch nicht mehr. So, dann... Ja, dann würde ich sagen, hast du den Knopf in der Hand und wir sagen einfach alle Tschüss und dann beendest du die Aufnahme. Genau. Tschüss. Tschüss.